So, dann gehen wir jetzt schnell ins Streamopfer und dann gehen wir in Among Us. So, Zeit maximal, Channelname, Bonjour natürlich. Wir spielen Games und Movies auf Englisch, denkt dran. Wenn ihr mitmacht, könnt ihr gebannt werden. Wenn ihr selber schon mal eine beschissene Frisur beim Friseur bekommen habt, dann schreibt nichts in den Chat, ansonsten Schreck 3. Es ist im Prinzip, also wenn ihr Avatar gesehen habt, dann habt ihr, das ist der Vorgänger davon. Der Vorgänger von Avatar als Zeichentrickfilm. Sehr gut, stark. So, dann Kenny 113, hier kommt dein Preis. Then check this out. Ready now? Wenn ihr meine Erklärungen nicht versteht, die sind für Hochbegabte. Das, ich will ja nur, dass die Leute, die smart sind, bei uns gebannt werden, damit ich keine Konkurrenz habe. So, alles, das kommt mal 4. Then check this out. Ready now. Was sind 4 Monate in Sekunden? Ja, 10 Millionen Sekunden. Gut, Kenny 113. Viel Spaß. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zu Ostern wieder. Big F in den Chat für Kenny. Und wir gehen jetzt mal in den Discord und gucken, ob da schon Leute da sind. Ah! So. Muss mal gucken, wie viele Leute wir heute sind. Könnte sein, dass wir ein bisschen zu viele sind, aber später switcht sich das durch oder so. Glaube ich zumindest. Ich glaube, Shorty kommt, ist am Anfang dabei. Ja, aber die sind ja hier drin. Ich bin selber noch nicht drin. Achtung, ich bin jetzt mal leise. Achtung. Ist ja auch schon spät. Es ist 16 Grad. Oh, das ist so unfair, ne? Bei uns hat es einfach -2 Grad oder so. Zimmer. Ja, aber so kalt ist es draußen gar nicht, obwohl es... Doch, bei uns ist -2 Grad. -2 Grad bei Schuh? Aber es liegt an dir, oder? Ey, es gibt ja, weil ich so eine eiskalte Seele bin. Ja, aber das ist so... Hier so... Ey, Leute, nach einem halben Jahr haben wir den Engineer und den Medic reingebracht. So. Ja. Ah. Und eine Imposter-Rolle also, im Offlane. Ich würde vorschlagen, dass wir nicht Update und Otherworld spielen, weil es ganz cool ist mit Vulture und Medium Hits auch. Ja, wäre ich auch down. Ja. Aber wie kann man die aktualisieren, abbrechen? Weil bei mir steht gerade aktualisieren. Kann ich jetzt drücken? Einfach Pause drücken. Du gehst bei Steam einfach oben auf Downloads und dann brichst du das Update ab und dann drückst du außerdem bei der Library bei Among Us Rechtsklick, Properties. Und bei Updates kannst du dann einstellen, wann. Und ich habe nicht zugehört. Was geht zum einen unter Downloads. Zum einen unter Downloads das Update abbrechen und zum anderen in der Library Rechtsklick auf Among Us und Update. Wenn ihr es nur, wenn extra du Ordner habt, dann braucht ihr es ja eh nicht machen. Linda, du bist hier. Ich habe einfach Angst, Among Us zu starten. Ich habe Angst. Ja, hast du es auf Steam schon runtergeladen oder was? Nö, ich glaube nicht. Hast du es immer über einen extra Ordner gestartet? Nee. Wie kann ich das Update abbrechen? Ich war auf Eigenschaften, sag nochmal ganz kurz. Also, ja, geh auf Download und brich erstmal das Update komplett ab, das ist ja wahrscheinlich pausiert oder so. Na, das, was Jeff sagt, macht schon Sinn. So, gehst in deine Among Us-Ordner und machst dann einfach eine Kopie und benennst ihn um, damit der nicht geupdatet wird. Damit die alte Version da auch drin bleibt. Scheiße, und was ist, wenn man schon abgedatet hat? Ja, das am besten nicht machen. Ja, aber ist ja jetzt schon passiert. Was mache ich denn dann? Oh nein! Ja, dann schicke ich dir gleich einen Ordner. Hast du keinen separaten Ordner? Oh fuck, das macht mich wahnsinnig. Ja, mich auch. Das war wieder richtig schlimm, ich check gar nichts bei sowas. Ah ja, das mache ich am besten auch jetzt. Oder kann man nicht eine alte Version einstellen, dass man eine alte Version spielt? Das geht doch auch, oder? Warte mal.
Nee. Hä? Ich hab noch nicht abgedatet. Die Leute sagen, ich hab nicht abgedatet. Super gut. Sehr gut. Super. Das ist gut. Okay, und wie starte ich das Game jetzt ohne abzudaten? Kommt halt auch an, ob du eingestellt hast, dass automatisch updatet oder nicht. Man kann den ausstellen, weil das kann man nicht ausstellen irgendwie. Genau. Ja, du kannst auch einfach, also theoretisch kannst du halt einfach deinen aus dem Ordner raus starten. Ja, ja, startest den Ordner raus, nicht aus Steam. Ja, ja, Mann. Genau, und dann updatet er auch nicht. Das habe ich eben gerade auch schon ausprobiert. Sehr gut, ihr seid einfach zu schlau. Ihr seid schlau, ihr seid schlau. Danke für schlau. Ah, too smart. Simon, ja. Ich hatte irgendwie gehört, weil vor 2 Wochen war ich, glaube ich, mal nicht dabei. Da hattest du so gesagt, ich bin auf der falschen Insel. Mhm. Ich wollte fragen. Bei Animal Crossing, oder was? Du könntest ja, mir ja mal die richtige Insel zeigen. Dann weiß ich da Bescheid. Willst du mit mir flirten? Vor allen Leuten jetzt. Hallo. Das musst du mit meinen DMs reinsliden. Okay, das mache ich, das mache ich. Und ich wollte die ganze Gruppe noch fragen, ob wir Weihnachtswichteln machen dieses Jahr. Nee, ich hasse sowas. Ich bin raus. Matteo, jetzt sei doch nicht hier im Kumpel hassen. Ja, wie denn? Wo soll ich das hinschicken? Muss ich an 9 Sachen verschicken oder was? Ja. Nee, leck mich. Jeder an einen. Online-Wichteln. Ach, an eine? Online? Ich mal euch ein Paint-Bild, okay? Kannst du von dir schicken, Matteo? Oh, das wäre so cool, wenn wir das machen. Oh ja, lass das mal machen. Ja. Ja. Oh, ich hab's hier, Matteo. Geil. Okay. Aus dem Ordner einfach starten, okay. Haben wir schon eine Lobby? Nee, da schon noch eine Lobby. Oh, ich hasse dich. Also was überhaupt gehen? Ich feiere keinen Geburtstag und keine Weihnachten. Sehr gut, ich auch nicht. Ja, dann sehen wir das als Spiel in der Gruppe, dieses Weihnachtswichteln. Wir müssen nicht dein Geburtstag auch nicht, Matteo. Was steht denn bei euch oben links, wenn ihr am Morgen startet? 2021, 6:30. Version 2.8.1 steht in der Mitte. Ja. Also 2.8.1. Das ist aber Other Worlds. Im Juni. 6:30s. 6:30s, ja. Nein, wir sind bei 2.9. Oh, halt, also heißt auch bei das neue iPhone in 3 Jahren. 6:30s. Okay, aber gut. Simon, das falsche Other Worlds Version wahrscheinlich. Wir haben 2.9.2. Was? Wir reden über die Among Us Game Version, ne? Er hat aber gerade 2.8.1 gesagt. 2.8.1 habe ich aber auch. Wann habt ihr abgedatet? Ja, Other Worlds müsste updaten. Okay, Leute. Unten links updaten. Ist ja kein Problem. Other Worlds updaten, in-game, unten links. Ja, dann nochmal die Eier. Warum nicht? Ja, okay. Dann nochmal neu. Ich verstehe. Okay, let's go. Ich habe jetzt den Ordner einfach Among Us 2 genannt. Was so smart. So smart, Alter. Danach muss er nochmal neu starten. Ist einfach Among Us Kopie. Ist auch nicht viel besser. Was ist das denn? Ich glaube, bei mir hat es vor allen Dingen, ich hatte zwischenzeitlich halt für jede Version als den Updater und ich gab ein eigenes und ich hatte zwischenzeitlich Among Us Kopie 1 bis 10. Mit Actimel bist du garantiert jeden Morgen Actimelisiert. Actimelisiert! Hier wird geschrieben. Sagen, weil Simon unsere Streams hier wird geschrieben, bei Other Roles gibt es eine neue Rolle, diesen Geier. Oh shit. Ja, den Vulture. Vulture und Medium gibt es. Nein. Geier. Timid ist der Geier. Ja, weißt du, wo die den her haben? Die haben den aus Couscous-Duck. Couscous-Duck. Ich muss noch runterladen. Was musst du runterladen? Ja, ich habe irgendwie, glaube ich, das Update von Among Us jetzt automatisch gemacht. Was soll das? Oh nein. Ohne ein bisschen. Ah, ich bin noch in der Custom-Game-Lobby, scheiße. Wir sind auf Europa. Ja. Wie machen wir das jetzt mit Schu? Wie bekommt Schu jetzt eine alte Version? Ich lade meinen Ordner einfach eben hoch, warte. Später kommt noch Smash Lunatic dazu. Und das heißt, wir müssen. Ja, das ist tatsächlich dann auch die Stelle, wo ich um 22.30 Uhr dann los muss. Ja, da bin ich dann aber auch raus. Was ich aber noch unfair finde, ist, okay. Dass ihr einfach Smash Lunatic heißt, aber gar kein Smash spielt und das irritiert mich. Ja, kannst du das dann halt selbst sagen, perfekt. Wir machen Smash-Duell die Tage oder nächste Woche. Heißt sie denn wenigstens Luna oder? Gegen Lunatic. Dann haben wir ein ganz großes Problem hier. Ja. Ich schreibe dir mal. Host, bist du Trash in Smash oder gut? Ich mach dich alle. Nein, sag du ehrlich, bist Trash, ne? Nicht. Das glaube ich nicht, Tim. Ich bin Samus Main. Okay. Lädst du es hoch? Nicht, dass ich jetzt warte. Okay. Simon hat schon gewusst, das hat uns schon, ja, das hat uns schon alles gesagt. Perfekt. Mein High Octane Samus. So, ja, okay, ich schaff dich mit einer Hand. Wir fragen anders. Bist du in Smash besser als in Mario Kart oder schlechter?
Da ich ja gegen Dalu Erster geworden bin, bin ich genauso gut wie in Mario Kart. Ja, Simon, dann ist er nicht allzu gut, leider. Ja, ja. Mann, fangt alle mit Smash an, das Spiel ist geil. Fangt alle damit an. Ey, ich bin eh schon dabei. Simon, du weißt, ich muss damit nicht anfangen. Hat sie auch? Ihr müsst mehr trainieren. Okay, alles klar. Pikachu only. Sehr gut. Ist wenigstens Top-Tier. Ja, ja, Pikachu. Ja, sogar ist der Beste, oder nicht? Ja, ja. Einer der Besten, ja. Also die Sache ist, die Top-Tier-Listen spielen halt nur eine Rolle, wenn du wirklich auf Turnierniveau spielst, und Pikachu ist für einen mittelmäßigen Spieler eher ein schlechter Pick, weil es halt wirklich ein anspruchsvoller Char ist. Mhm. Aber theoretisch hat es das Potenzial, der beste Char im Spiel zu sein, ja. Linda? Wo steht Pit? Das Ding ist, spiel halt am liebsten... Du musst einmal Otherworlds updaten. Oh, am liebsten spiele ich Samus, aber eigentlich mit Marv bin ich auch ziemlich gut. Aber okay, der ist halt so OP gefühlt. Der ist nicht okay. Also, wenn du diesen einen Move spammst. Okay, das hat, jetzt hat er spätestens alles gesagt. Alles klar. Ich schwöre, der ist auch oben in der Tierlist. Ja, ist er auch, ja, klar. Alle Schwertkämpfer. Es fehlt nur noch Schuh, oder? So ja, Schuhe, ich hab noch auf den Ordner. Ja, Schuh, ich hab dir eine Freundesanfrage-Ding ins Discord geschickt. Die musst du anrufen, sonst kann ich nicht schreiben. Dieses Smash-Gebanter hier. Ja, was? Dich hab ich auch, Matteo. Jetzt. Du hast mich, echt? Ja. Wip oder Rip, du schaffst heute lebendig nicht 10 von 10 Tasks. Chat, schreibt euch auf Fine mit 3E und 9-7. Ich nehme dieses Wip oder Rip an. Ich werde heute richtig easy 10 von 10 Tasks machen. Richtig easy. Nein, ich habe noch einmal gefragt. Christian, ist das jetzt die richtige Version? Hey, Linda, super. Jetzt ist alles gut. Mittelmäßig. Aber solide. Aber der kann fliegen. Er ist süß. Ja, das ist sein Recovery ist tatsächlich relativ gut, das ist so und so. Also da kommt er relativ hoch, obwohl es da auch bessere gibt. Aber da ist Pit schon eher weiter oben. Könntest du bitte wieder mal Phasmophobia spielen? Nein, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder Phasmophobia spielen. Dann hast du gar nicht erst das Problem runtergeschossen. Niemals. Ja, nicht um, boah, ich habe das letzte Mal gespielt, da hatte ich fast noch einen Gameboy in der Hand, ja. Was, wie lange das her ist? Aber nur fast ein Gameboy. Hattet ihr alle einen Gameboy früher? Ich hatte noch diesen eckigen Gameboy. Was wäre, wenn heutzutage ein Gameboy rauskommen würde? Würde es ein Skandal sein, weil es Gameboy heißt? Nein. Weil es halt nicht so. Weil es halt eventuell die Girls sozusagen ausschließt? Glaubt ihr, heutzutage wäre dann diese Namensentscheidung? Vielleicht würde es jetzt Game Guys heißen, weil Guys heißt der Leute. Das wäre dann ein bisschen. Ich weiß nicht. Game Pulse. Also ich glaube, heutzutage wäre Gameboy ein kritischer Markenname eventuell. Game Friends. Gameboy. Würden viele sich echauffieren drüber. Oh ja. China, komm mal her. Also möchtest du das dunkle Rot haben? Ja, ich hatte noch diesen alten grauen, ja. Ich auch. Konnte man nicht zerstören. Tetris und Zelda. Ninja Turtles. Boah, mein erstes Game war gelbe Edition, glaube ich. Game Kit wird hier vorgeschlagen. Game Kit. Game Kit. Game Kit. Gut. Und was ist ein Walkman? Scheiße. Ja, der muss weg. Los, ja. Aber wenn ihr guckt, früher die ganzen Geräte, die waren sehr, also ganz schön sexistisch. Warum hieß die so? Ich glaube, früher hat man sich noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Nee, also da waren die Leute trotzdem auch so wie so aufgeschlossen, da halt so aufgeklärt. So Boy und Melvin Park. So, also, das ist ja komplett random für ein Gerät, oder? Ja, aber genau, ist es sexistisch, wenn das Walkman heißt? Warum ist es sexistisch? Es heißt ja nicht, dass nur Männer den benutzen dürfen, sondern der heißt einfach so. Das ist nur für laufende Männer. Nee, gar nicht. Das hast du jetzt sogar. Wie wär's mit Walk Buddy? Auf jeden Fall. Walk Dude. Walk. Walk. Okay, was haben wir jetzt für Rollen alle an? Ich starte einfach. Ist irgendwas Neues drin? Die Männerrolle an. Let's go. Oh, ich bin doch nicht so weit. Viel Spaß. Oh. Was? Oh Mann. Okay, ich bin schon um. Viel Spaß. Warst du nicht schon drin? Dein Master. Wo? Aber bist du schon drin, Schuh? Ja, ja, doch, alles gut. Okay, so. Wir haben zwei. Schuh, du bist das pinke Schaf, ja? Ja. So, ihr wollt ihr sehen? Also rosa, bitte. Ich bin rosa. So, wo ist das Meer? Wollt ihr sehen, wie ich jemanden komplett hops nehme? Wollt ihr sehen, wie jemand... Machen wir Proximity an, oder was? Ja. Ey, sieh mal, wie geht's denn? Hey, lass mich alle reden, dann rede ich auch. Cool. Ah, Zeit, meine Kabel zu machen. Wie kalt ist das bei dir, Simon? Oh, mein Kill-Button funktioniert nicht, scheiße. Ah, nee. Ey, Tim, ich hab dich gerade geschifft. Die Cam ist hier. Warum reden die denn alle? So, danke. So.
Ich muss den Sound lauter machen. Timid ist ein Imposter. Scheiße. Wie komme ich hier raus? Wie kommt man aus der Task raus? Wie kommt man aus der Task raus? Ah, mit X, ne? So. Wir verstecken uns hinter diesem Stein. Und dann machen wir die Steinfalle mit Time Master. Das wird richtig geil. Nein! Scheiße. Scheiße. Warum chillt Timid die ganze Zeit an der Timeline? Ah, weil er sehen will, wann der Kill passiert, während es dunkel ist. Das ist theoretisch smart. Praktisch aber nicht. Ah, da war der Kill. Hä? War doch gerade eben noch hier das Schaf, oder nicht? War das Schaf nicht gerade eben noch hier? War das Schaf nicht gerade eben noch hier? Du bist so leise. Leichte Beute. Voila Krise. Voila Krise. Ja, sie ist eben recht aus Office raus. Ich dachte mir so, hö? Matteo Pazzi bei mir in Lifeline. Shiburi tot. Ich gehe rechts raus. Liegt am Stein. Mhm. Oh, krass. Doof. Ja, wo waren denn die anderen? Also, Dieser Weg. Shoddy war bei mir nur zu. Und Shoddy will einfach nicht das Licht anmachen. Oh nein, Shoddy. Ja, Shoddy steht gerade an Lifeline, oder? Nein. Ich stehe mit deinem Lifeline. Jetzt okay. Aber erst. Oh. Davor hat sie den Kill ja gemacht. Ne? Oh. Du bist also nicht zum Licht anmachen gelaufen, sondern zu Office. Oh, da, shit, wo irgendwo tot rumliegt. Nee, ich bin extra rausgewendet und in Office What? Rein, damit man das nicht mitbekommt. Oh, hey, du hast gesagt, du bist shifted. Ja, du hast eben. Gesagt, du hast geschiftet. Lügen. Aber welches Tim hast du geschiftet? Das sage ich dir nicht. Horus. Tim Horus. Oh, Shorty, nein, sieht aber echt schlecht aus, ne? Ich bin einfach nur Crew. Nein, du bist nicht Crew. Nee, du bist nicht Crew. Ich bin Crew. Du kannst nicht Crew sein. Also ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, weil Licht aus war, aber ich glaube, ich war gerade die Einzige, die bei Electrical die Tür außen aufgemacht hat. Die andere war nämlich auch noch zu und bin gerade die Einzige, die zu Licht gelaufen ist, oder? Also ich habe da keinen anderen gesehen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Wenn man so von sich selber reden auch nicht muss, zum Licht gelaufen? Was zu verheimlichen. Du bist mutig. Ich war im Baumraum. Dass ich denke, ach, ich bin gemutet die ganze Zeit, ich bin gemutet. Ich weiß nicht, wo die anderen waren. Sag's, wie es ist. Du hast ich bleib gemutet, scheiß drauf. Interessiert eh keine Sache, was ich sage. Ich bin reingelaufen. Bleib einfach gemutet bis zur nächsten Runde. Nee, ich hab mich halt nur gewundert, was so lange also auf war. Den aber danke für den Test. Matteo Pazzi raus. Also für den Kill kann ich Jeff rausnehmen, er hat es so extra nehmen. Nach Simon Says hat, nicht Simon Says, doch, heißt es Simon Says? Simon Pazzi hat es bewegt, damit man auch ausgehen kann, dass er Simon Says ist. Pazzi hat mich in Weapons gesehen, also ich wäre eigentlich auch wir skippen jetzt. Und dann stellen wir Shorty in eine Time-Master-Falle. Das ist geil. Cool. Wie lange ist denn Shiburi jetzt tot? Schon ein paar Sekunden länger auf jeden Fall. Nee, genau. Also wie lange? Genau, ja, 8 Sekunden worden. Vielleicht. Nee, 8, sechs. Genau 8. Ich doch schon genau, ja, stimmt. Mit stimmt, euch ja, genau. Von wo, Shorty, von wo bist du in Lifeline reingelaufen? Von links oder von rechts? Von links. Ich war ja mit Flash bei Auto. Shorty habe ich einen selbst gewotet. Achso, okay. Ich dachte schon. Ja, der ist von mir einfach nur, weil Shorty das Licht nicht angemacht hat. Aber der hat sich also klar, denkt er no two. So wie jeder andere. Ja, aber Shorty stand ja daneben. So, Licht ist noch aus. Läuft unser Timer ab. Wir machen die Tür jetzt auch nicht auf. So, Baso läuft mit daher. Baso hat so ganz offensichtlich so gesagt, so, ich war die einzige. Hä? Hä? Ich war die einzige Person, die zu Dings gelaufen ist. Es könnten Baso und Shorty sein, theoretisch. Wir haben hier ein Schaf. Da zwei, da ist Timid. Timid wartet. Okay, machen wir hier die Task. Let's go. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir von Shorty nicht gekillt werden. Da Blesk Shorty aber unter Druck gesetzt hat, würde ich sagen... Oh, oh. Scheiße. Mein Time Master Shield ist abgelaufen. Also wenn es Shorty ist. Aha.
Ah, da muss ich aber drauf smashen, Ja, erzähl mal. Franz ist Smash Lunatic? Hab ich auch gerade gar nicht gedacht. Ja! Also, lass mir Bless vielleicht reden. Pass auf. Razival hat mich gerade wenden gesehen. Ich bin ein Engineer. Und dann bin ich schnell weggewendet, weil ich dachte, er tötet mich vielleicht. Und dann habe ich Schuh noch in Wendt hüpfen sehen gerade. Oh. Oh. LOL. Was? Okay, ich wollte Schuh. Okay. Was? Nein, aber nein. Aber Steffi, du hast ihn auch nicht ausreden lassen. Hey, ich hab nicht. Ja, du lässt ihn ausreden. Wir haben ja noch vier Worte, Schuschu. Wir haben ja noch vier Worte. Nein, das ist sehr nett von euch, dass ihr mich jetzt wortet, weil ihr habt verloren. Ich nehme nämlich was? Ich kam nämlich aus der Wendrichtung und da liegt nämlich Matteo. Oh nein. Ich hab vor, Blessed ist Evil Guesser und dachte, du bist Engineer. Hat sich vergessen. Das ist ja geil. Aber weißt du was? Dann gönne ich jetzt den Sieg. Ja, ja. Ich kann euch eine Sache sagen. Also, Blesk hat übrigens jetzt eh zu spät, weil alle schon gewohnt haben. Blesk hat übrigens gelogen, weil ich bin der Engineer. Und ich kann euch kurz sagen, warum. Also, vielleicht glaubt ihr mir vielleicht nicht. Ich war mit Jeff, oben da, wo man rauskommt aus diesem Raumschiff. Und ich habe instant meinen Engineer fixiert, um das wieder die Stats zu fixen. Nice. Es kann ja jemand sagen, ob jemand anders das nicht gefixt hat. Ich hab sofort instant mit meinem Button gefixt. Ja, wenn war das ja wahrscheinlich Blesk. Ja, nein, das ist unlucky. Nein, ich hab wirklich das nicht gefixt. Ich glaub dir das. Ja. Also auf jeden Fall hat mich Shorty wirklich geschiftet. Ja, aber Schuschu fliegt ja jetzt eh. Aber die 40 Sekunden kann ich auch nutzen, um zu sagen, ich bin doch nicht Engineer. Als wenn die komplett besoffen wären, alle. Ohne Scheiß. Mein Jester Schuh. Doppelprank! Double fuck! Alter, die sind da alle auf Drogen, ohne Scheiß, ey. Kannst du ganzen Streamer komplett vollgekokst einfach. 20 Minutes? Ah, double fuck. So. Okay, ich mache mal einen Task. Also, ich habe immer noch die Mission, dass ich alle 10 Tasks schaffe. Da sind ja sogar 11. Während ich lebe. Okay, machen wir beim nächsten Mal. In der nächsten Runde, wenn ich kein Imposter bin, dann machen wir einen Task-Speedrun, damit ich einfach nur über den VIP... Okay. Wie kannst du meinen Buddy umbringen? Der Engineer ist tot, F. Wie kannst du meinen Buddy umbringen? Direkt neben mir, Baso. Was? Oh, scheiße, Mann. Warte, es kann Shorty sein als Morphling. Warte, es kann Shorty als Morphling sein. Ich stand unten in Weapons. Ja, ja, du bist in Weapons reingekommen und Shorty war da die ganze Zeit. Shorty kann das als Morphling sein. Ja, wieso? Ich bin dann. Nee. Ich war in Weapons und hab meine Task recht gemacht bei diesem Download und bin jetzt in Comms beim Upload. Als ich reingekommen bin. Ob ich nur Animal Crossing spielen will? Nein, ich will kein Animal Crossing spielen. Also Animal Crossing ist einfach nicht mein Ding. Jeff, ich bin in Weapons reingelaufen, da standen du und Unge noch an der Task. Ja. Und als ich fertig war, war schon Licht aus und bin gerade wieder rausgelaufen. Wo genau ist der Gang, Jeff? Oben, Elektriker-Eingang. Wir wollten das Licht fixen. Und dann kam eine Baso, die einfach reingestochen hat. Ja, gut. Also Tim Horus Party war bei mir Lab, die können es 100% nicht sein. Korrekt. Also ist es halt entweder Shorty Morphling oder Baso. Ja, genau. Shorty kann es ja gar nicht sein, weil sie mich... Shorty kann es doch gar nicht sein, weil sie mich... Nein, warum? Danke, Schäfer. Es wird nicht vorgelesen, Text ist gut, aber ich hab's gelesen. Danke dir. Was? Hä? Wenn du geschiftet wirst, dann... Tim Horus, treu bitte nicht. Aber Jeff, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, oder ob da schon Licht aus war. Animal Crossing ist... Ey, sorry, aber Animal Crossing ist doch nicht so das... Also was ich halt denke... Spannende Game, oder? Es kann sein, dass Evil Gäste war und Shushu war. Es ist morgen mal Crap Game dabei. Sonst wäre ich auch schon gegessen geworden. Und Vless hat halt irgendwie Engineer gegessen. Ah, so Vless. Simon Unge. Nur eine neutrale Rolle. Simon Kretschmer. Eddie. Aber dann kann ja der Jackal drin sein. Nee, ich glaube, Eddie vielleicht nicht. Eddie vielleicht nicht, der kann nicht, glaube ich. Ich glaube, das war sehr komisch. Jan Gustafsson vielleicht spontan. Weapons reingelaufen, da war Shorty. Varion, Dalu kommt später vielleicht. Dass wir reingekommen, wieder rausgekommen. Oder bist du in Chess? Smash Lunatic. Können wir ganz kurz darüber reden, dass Blesk auf jeden Fall der Engineer war? Der hätte doch sonst einfach Schuhe statt da zum Matten zu rennen. Schuhe getötet als Engineer. Wer wollte einen Play machen, Party? Wer ist krank? Wer ist krank? Wir wollen einen Play machen. Edo, Maluna, ich glaube nicht, dass er ein Engineer war. Aber müssen wir hier warten? Bei 6 oder? Nee, lass skippen bitte. Oder vielleicht doch? Ja, kann sein. Chiara, glaube ich auch. Für mich ist es. Ja, wenn wir. Sein, als ich an der Task stand. Nee. Ich habe mich selber auch schon gewotet. Ihr könnt mich voten. Ich bin nicht krank. Ja, aber für den Kill kann ja nur Spaß und Shorty sein. Oder?
Wie viele Leute sind noch Tester? Oder du bist wirklich Tester, oder? Das kann auch sein. Ich weiß ja nicht, ob da jemand Schuh hat vorhin ihr Team zusammengestellt, wenn sie mal bei Haus an Haus dabei wäre. Ob das richtig war oder nicht, sehen wir. Und du wärst nicht in ihrem Team. Hm. Ja, schade. Aber wisst ihr, wer Haus an Haus schon mal gewonnen hat? Ich. Und wisst ihr, wer Haus an Haus noch nie gewonnen hat? Schuh. Von daher trifft mich das jetzt nicht so hart. Ja. Shit! Danke. Okay. Oh, Linda, es tut mir so leid. Yeah. Liebe Gäste, Baso. Nee, Schuh, mir tut es leid. Ich wollte Baso, ihn nicht wissen, bevor er einen Namen sagt. Wisst ihr noch, Chat, als ich gesagt habe, dass Baso wahrscheinlich so Imposter ist, weil sie sich so Alibi geholt hat? Genau in dem Moment leuchtet der Vent blau und ich dachte so, nein. Ich hat's mal was gebracht, das Vlesk vor mir Angst hat. Ey, wir haben wieder den Fall gelöst. In Runde 1 den Fall gelöst. Ich hab Schuh genau unterm Level, das war mega undercooked. Okay. Baso, du hast echt den Morphling gerade gespielt, weil du extra stehen geblieben bist, so, um, dass sie deine Leiche im Dunkeln ja, ich dachte, also dass ihr Lover Kopf seid, Jeff, weil die ganze Zeit zusammen rumgelaufen sind. Ach so. Ich hab mich gewundert, dass du nicht mit umgefallen bist. Auf einmal steht Jeff da noch so, oh Scheiße. Oh Scheiße, Alter. Ich dachte, Shorty wäre Morphling. Aber du hast, Jeff, so du hast gerafft, dass du Jester warst, ja? Ja, das ist immer so der beste Crewmate die Runde. Jeff hat Jester. Das ist aber bei dir doch auch immer so, Ples. Wenn du Jester bist, bist du der beste Crewmate. Ich war Jester. Also, ich hab den Jester vom Schild geprotected. Wer war der Shifter gerade? Wer war der Shifter? Aber hätte jetzt Dings da nicht umgeworfen, Timmit war der Shifter, umgebracht worden, wäre ich vielleicht sogar rausgeworfen worden. Weil es ja ein 50-50-Schwissen, Bas und mir wäre. Achso, mich ist einfach nur abgeholt, wie ich als Engineer gegessen werde und dann die ganze Crew sagt, ich war Evil Guesser und Simon, er war Engineer. Soll ich so, hä? Ja, und ich dann so in der Runde Ende, ich glaube, er ist wirklich Engineer. Ich hab da am Ende gesagt, ich war doch nicht Engineer. Fehlt jemand gerade, oder sind wir 11? Ja, Shorty hat dich auch verdächtigt, aber auch Baso. Ich hab gesagt, Shorty und Baso. Aber bei Baso hab ich ja gesagt, es ist wahrscheinlich, weil sie sich das Alibi geholt hat. Sind wir 11 oder 12? Engineer oder Evil Guesser? 11, glaube ich. 11 gerade, glaube ich, ja. Okay. Hast du Türen aufgemacht, Baso? 12. Ja, ja, ich wollte nur wissen, wie viel Zeit ich da verloren habe. Aber 12, die Türen, 12, gehen, 12. Da geht der Cooldown nicht runter. Treffern. Nee, deswegen hat mich der Sheriff erschossen, bevor ich selber kriege. Ja, ja, genau. Medic. So, ja. Alright. So, wir machen jetzt den Task-Speedrun. Look at this. So, erste Task. So, 2,5 Sekunden. Geschafft. Wir haben alle neutralen Rollen an. Aber es kann nur eine drin sein pro Game. Camouflage und so ist auch wieder an übrigens. Hast du es uns extra erzählt? So. Ja. Okay. Okay, Aufgabe Nummer 2 ist dann. So, let's go. Oh, Camouflage ist an, scheiße. So, wir starten. Oh mein Gott, zwei Leute sind gestorben. Wer hat deinen Reporter? Ich hab, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Es tut mir leid, aber ich weiß, wer alles da war. Ja, ich weiß auch, wer das macht. Also, ja, ja, ich weiß. Also, Vles kam von rechts rein und links den Licht ausgemacht haben. Das müsst ihr auch alle mitwissen. Ja, Tim, ich und Nee. Wer Licht ausgemacht haben, waren Shorty, Parzival und ich. Wir haben es angemacht. Licht ausgemacht. Ich war auch am Lichtschalter. Waren alle auf einem Stack? Ich stand am Lichtschalter. Nee, pass auf, es war so. Nee. Alle waren in Panik und sind so rumherum gelaufen. Und ich kam gerade, als das Licht gefixt war, dann wurde ich grau. Und dann dachte ich so, oh, jetzt werde ich wahrscheinlich getötet. Aber Rentner. Es hat ein anderes Pärchen getroffen. Und zwar sehr wahrscheinlich kein Double Kill, sondern es war ein Lover, zufälligerweise Lover Kill. Mhm. Weil es sind die beiden genau gleichzeitig, aber unabhängig voneinander umgefallen. Also so, sie waren versetzt voneinander. Also einer war rechts, einer war links. Ja, Baso stand links an den Wires. Die habe ich nämlich gesehen und da war nämlich keiner in der Nähe. Auf Baso ist keiner raufgesprungen. Ja, wir hätten warten können. Das war dumm von mir. Ich habe in Kurzschussreaktion. Ja, weil da ist gerade einer Richtung Wend gelaufen und wollte reinwenden. Wir hätten einfach warten können und gucken, wer noch alles da steht. Genau. Ja. Das heißt, ihr wisst, wer es sein müsste oder ich dachte, was? Ich sage euch, warum, warum mein Gehirn gesagt hat, reporten. Ich hatte Angst, dass jetzt noch ein Kill passiert, weil ich wusste, das erste war nur ein Double-Kill. Es hätte noch ein Double-Kill passieren können. Also ich war der Blob, der unten zur Tür gerannt ist. Ich hab da auf Abstand. Ja. Ich war oben. Ich war der Blob gerade im Office. Also ich kann im Storage. Nee, ich war der Blob, der über Security war und gerade hochgelaufen ist zu Basos Leiche. Also wer kann es denn alles saven? Also ich kann Jiburi hardproven, die steht links neben Koms. Die ist gar nicht in der Lektion. Weißt du das? Ja, weil ich dich gesehen habe. Okay. Böse. Chibo kann nur sagen, dass ich Storage reingelaufen bin, aber. Ich habe gesehen, dass Shushu von links nach rechts gelaufen ist über Communication. Das kann gut sein. Also ja, ich bin Storage rein. Forever alone im Office.
Also wenn Jiburi rausfällt, Schuh fällt raus. Simon Tim Horus. Also fällt ich, raus. Ich stehe da auch in der Mitte drin. Nee, Mente, ich könnte es sein. Ich könnte es genauso sein wie Bless, ich könnte es genauso sein wie Dwerf, ich könnte es genauso sein wie Shorty. Aber hat, wartet mal, habt ihr Shorty gesehen, habt ihr den grauen Blob gesehen, der den Kill gemacht hat? Habt ihr den gesehen? Nein, leider nicht, weil nee, für mich sah es so aus, als wäre die Person an mir umgefallen. Also neben mir ist jemand umgefallen. Ach so, okay, aber okay. Aber Baso ist auf jeden Fall umgefallen. Also Baso war die linke von den Leichen und die wurde nicht getötet. Aha. Ja, stimmt. Genau, die linke Person, da war, da stand ich. Ja, das wenn es ein Wallokill war, dann war es Jiburi, aber ich glaube nicht, dass es ein Wallokill war. Wobei, könnte. Es sah nur so aus, weil es ein Lavakill war. Nee. Moment mal, die haben doch gerade eben gesagt, also schaut mal, Simon meinte, jetzt wird's Big Brain, ihr müsst jetzt euer Gehirn genauso benutzen wie ich, leider. Simon meinte, er wusste, dass es ein Lavakill war. Er hat aber nur eine Person sterben sehen und die Person, die er hat sterben sehen, war ja angeblich. Ist einfach umgefallen, also wurde nicht gekillt vor ihm. Aber vorhin hat jemand gesagt, dass Baso an der Task stand und sie ist einfach umgefallen. Warte mal, wo sind die beiden hier? Sie ist einfach umgefallen und das heißt, sie kann auch nicht gekillt worden sein. Das heißt, eine von beiden Aussagen stimmt doch dann nicht, oder? Ich muss jetzt rausfinden, wer gesagt... Ich hab's gesehen! Warte. Schuschu. Das wortet mich doch nicht. Ich bin wo denn? Wo soll ich sein? Schuschu ist gerade rechts. Also, Tim vor mir weggemacht und ich habe sogar noch gesehen, dass Schuschu davon weggelaufen ist. Nein, ich bin im Office. Schuschu, ich war am Lava bist gestanden. Du gewendet. Ja, bin wahrscheinlich wieder reingewendet. Schuschu ist gerade rechts dann auf Office gelaufen. Ich bin in Office, also ich war rechts am Lava und bin jetzt wieder Office reingelaufen. Wo liegt denn die Leiche nochmal, bitte? Die liegt quasi, wenn man im Lab runterläuft vom Tisch, dann sind ja quasi rechts die Wires und da, also da direkt liegt sie. Mhm. Wer war noch alles im Labor? Ja, ich Tim möchte noch eine Frage stellen. Ich war Specimen alleine, aber ich bin gerade oben an der. Ich war auch gerade reingelaufen. Ich bin gerade unter dem Upper Decon und in Upper Decon ist gerade jemand reingelaufen. Wer ist da reingelaufen? Also, irgendwann die linke Tür hat sich geöffnet vom Upper Decon. Boah, ich weiß nicht, ob ich das war. Ich war auf dem Mapbase-Scanner, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich dann in Upper Decon rein bin oder nicht. Aber da hätte ich ja die Leiche dann gesehen. Ich habe keine Leiche gesehen, deswegen, nee. Also, auf jeden Fall ist gerade jemand in. Dann vielleicht ist der Mörder da reingelaufen. Nee. Schuschu ist. Also, entweder ist es ein Morphling oder Schuschu ist gerade links Richtung Ventoiletten gelaufen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall Schuschu noch gesehen. Also, ich würde Morphling eher ausschließen, weil, dass wir jetzt keinen Evil Guesser hätten, sondern Good Guesser und dann Morphling und Camouflage würde ich eher. Was hältst du denn davon, wenn Unge Schuh jetzt versucht zu saven, wenn jemand sagt, da ist jemand reingelaufen? In Wirklichkeit ist da niemand reingelaufen, Ich versuche doch auf Schuschu gerade zu schießen, Bless. Aber waren nicht viele Leute im Labor, die das irgendwie bestätigen können, dass sie die also ich habe nicht gesehen, dass der Decon aufgegangen ist, also, und ich stehe wie gesagt direkt daneben. Also ich kann euch nur sagen, ich habe nach meiner 1, 2, 3, 4, 5 Task wollte ich die Kabeltask in Upper Decon machen und ich konnte nicht rein, weil die Tür verschlossen war und weil gerade ein Zyklus stattgefunden hat. Also hat irgendjemand die Tür links geöffnet, deswegen konnte ich nicht rein. Und ich würde eher jetzt Schuschu voten, weil wir schon drei tot sind. Also doch jetzt auf Schuschu gehen. Ich würde Schuschu voten. Komm, Schuh, eine Runde kriegst du bei 8 noch. So, kann ja sein, dass Schuh unschuldig ist. Das könnte auch sein, dass Schuschu aussieht, ne? Ausdenkt. Könnte auch sein, dass Schuschu aussieht. Lava sind ja draußen. Lava sind ja draußen. Ach, jetzt laber nicht. Wir sind bei 8 Leuten. Lava sind draußen. Ich vote Schuschu. Oh je. Ich habe selber geskippt, obwohl ich ganz genau weiß, dass du es bist. Wenn wir verlieren. Schuschu sagt doch gar nichts, sie ist es. Wenn wir verlieren, Shorty, dann weißt du, dass dein Vote entschieden hätte. So, okay, also ich glaube, Schuh ist es wirklich, weil sie wehrt sich gar nicht. Sie sagt überhaupt nichts. Also, Schuh wirkt für mich verdächtig. Trotzdem, ich habe das aus der ersten Runde noch nicht geklärt, aber wenn. Warte mal, wer hat jetzt. Wartet mal. Oh, will ich Vlesk shielden? Nein, wir wollen Simon Unge shielden, weil er auf Schuh gegangen ist, so aggressiv. Es würde den Boss da nicht machen. Und es stimmt wahrscheinlich, dass Schuh es ist. Das heißt, Simon, da ist jemand gewendet gerade. Das heißt, Simon ist. Oh nein, werde ich gekillt? 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 Warum folgt er mir die ganze Zeit? Was will Jeff? Ich will Simon. Da kommt Timmet. Shit, Mann. Ich muss Simon finden, bevor er stirbt. Und ihn shielden.
Oh oh. So, wir gehen Lifeline direkt checken. Das ist Tim, der mit mir mitläuft, glaube ich. Ja. Ist niemand gestorben während Camouflage? Das ist wild. Ich laufe nicht mit Tim mit rum. Da ist er. So, wir haben ihn geschildet. So, Simon ist geschildet. Wo ist er hingelaufen danach? Hier unten ist Timmet, hier ist Shorty. Shorty hat auch krass gepressured auf Schuh, da würde ich auch sagen, sie ist es nicht. Ich würde gerne wissen, wer da... Hä? Oh. Also entweder... Nee. Es kommt zwei Fragen. Ich kann sagen, Timmet, es kommt zwei Fragen. Ja, okay. Okay. Mäntel oder Schuh? Die zwei Fragen. Nein. Shorty ist an Timmet gestorben. Ja, Shorty ist gerade... Ich glaube nicht, dass sie auf mich geschossen hat. Aber also ich bin mit Jeff. Ich bin Jeff an Lifeline und Mäntel und Schuschu und Shorty sind zusammen nach links gelaufen. Jetzt ist Shorty tot, aber ich ein paar bin links Sekunden. Rausgelaufen. Simon. Ich weiß nicht, wo Matteo ist. Also nee, es ist. Also, ich glaube, es ist ein Warlock. Shorty ist ein Warlock. Shorty ist runtergelaufen zu Timmet und dann ist sie gestorben. So ist es gewesen. Ja. Also entweder hat Shorty. Wenn Warlock drin ist, dann ist tatsächlich Djibouti der Warlock. Nee, aber stopp mal kurz. Oh ja? Aber kurz, stopp mal. Also Shorty hat gesagt, sie hat sogar gesehen, dass Shushu den Kill gemacht hat und jetzt ist Shorty tot. Das heißt, Shorty ist auf jeden Fall vertrauenswürdig. Also würde ich jetzt erstmal Shushu voten. Das ist eine gute Herangehensweise, ja. Ja, also pass auf, der Kill war wahrscheinlich Warlock. Ich denke nicht, dass Shorty auf mich schießt als Sheriff. Falls wir noch einen Sheriff drin haben, dann sind es wahrscheinlich Shushu und Djibouti. Aber ich würde erst Shushu. Ja, aber guck mal, wenn es dann ein Warlock ist und ein Camouflager, dann gibt es ja gar keinen Morphling. Genau, das oder heißt. Oder hast du mich gewarlockt, Matteo? Shorty muss recht haben. Bitte was? Hast du mich gewarlockt? Nee. Also, Shorty muss auf jeden Fall recht haben. Also Simon hat sich auch bewegt und ich habe mich auch bewegt. Also. Ja, Jeff kann ich ausschließen. Ich werde schon bewegt, aber Djibouti stand AFK an der rechten Reaktortask. Ich weiß, aber ich weiß, was du vorhast, Blast. Was hab ich denn vor? Ich weiß genau, was nächste Runde ist. Was habe ich denn vor? Wir kicken dich, weil du Warlock bist. Mhm. So, das ist mein Plan. Aber wollen wir nicht bei Schuh anfangen? Nee, aber ja, Schuh. Sorry, Schuh. Nein, das ist voll unfair, Mann. Oh, jetzt kommt wieder hier ein große Hollywood-Kino. Hab ich schon vergessen. War auch noch vergessen. Oh Mann, ja, Schuh, ey. Offensichtlich haben wir keinen Warlock drin. Okay, das heißt, Timmet hat gelogen. Hat sie denn auf mich geschossen? Also das Gute ist, Schuh war ja richtig, sie hat sich sogar noch vergessen. Djibouti ist ja wahrscheinlich Nummer 2. Schaffen wir es jetzt noch alle Tasks zu machen, bevor Djibouti uns alle killt? Nee, schaffe ich nicht mehr, ne? Also bevor wir Djibouti killen. So, mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht auf Tasks geachtet, aber ich wollte den Fall lösen, ne? Schauen mal. So, sterbe ich jetzt? Maybe. Camouflage ist an. Das heißt, Djibouti ist Camouflage. Es ist fucking Timmet? Hä? Es ist fucking Timmet? Es ist Timmet! Das habe ich ja gar nicht gerafft. Okay, das ist wild. Das ist wild. Dann hat Timmet einfach getötet und hat gesagt, das war Warlock. Das ist ja, was ist er denn für ein Monster? What the fuck? Aber eine geile Strategie habe ich auch schon öfter gemacht, das ist geil. So. Aber Schuh war, glaube ich, richtig. Okay. Ich bin... Oh mein Gott, zwei. Okay. Wir sind in Electric, da hat jemand gecampt. In Electric? Oh, sind beide da? Okay, was beide Nein. Ich war in Admin-Panel, da war nur ein Punkt und da liegt jetzt nur Flest. Heißt, Dann open-field die andere. Weil es waren nur zwei Punkte gerade. Aber können wir kurz darüber reden? Ja, red du erstmal hier mit, weil Jeff und ich schon wieder der Mörder ist. Dass Shawdy an mir umgefallen ist und wahrscheinlich Schuschu gerade gegessen hat? Nein. Hat sie mich gegessen? Du bist der Camouflage. Ja, Schuschu hat gerade gegessen, es gibt noch einen Camouflager drin. Also pass auf, Jeff. Aber dann gibt das für Shorty keinen Sinn, weil sie ist ja an mir umgefallen. Keinen Sinn. Pass auf, Jeff. Entweder wir haben hier noch einen Camouflager drin, der oder haben wir vielleicht noch einen Jakal. Timmet ist, oder wir haben auch zusätzlich einen Jakal. Aber jetzt ist der Punkt. Ich weiß, wo Jeff die Runde war. Und zwar war ich an der Toilette und habe auf Jeff gewartet. Jeff ist dann einen Zyklus vor mir in die Upper Decon gegangen. Ich bin hinterher. Dann ist er Das war Djibouti. Ach was, ich bin Djibouti hinterhergelaufen? Ja.
Oh, dann kann ich links rausgelaufen zur Lifeline. Kann ich gar nicht decken. Oh. Ich hab gesehen, dass ja, Leon war gestern Abend da. Aber kann ich Jiburi komplett rausnehmen? Weil ich bin Jiburi hinterhergelaufen. Ich bin einer Person hinterhergelaufen durch Specimen und Jiburi ist gerade an Lower Decon. Ja. Da habe ich wieder den Zyklus hinter ihr verpasst. Und ich dachte, das wärst du, Jeff. Okay, also dann kann es, also pass auf, jetzt, also Jiburi schläge ich sowieso komplett aus. Jiburi kannst du Simon auch rausnehmen? Nein, Jiburi kann mich nicht rausnehmen. Wisst du das sonst nicht? Ja, ich weiß aber, genau. Pass auf. Ich habe ihn nicht gesehen. Hört mir kurz zu. Bless hat gesagt, Leon Hotline kann nur der Warp gewesen sein, aber keinesfalls der Camouflage, weil Jiburi stand rechts irgendwo an der Seite. Das heißt, der Camouflage ist Jiburi nicht. So, jetzt ist entweder nur Timid oder Jeff. Jeff war mit uns da. Jeff war mit uns da. Das heißt, für Jeff würde es eigentlich nur Sinn machen, dass er und ich es sind. Es kann natürlich auch sein, dass Timid aus dem Vent kam, getötet hat und wieder gegangen ist, aber Timid habe ich ja nicht gesehen. Aber er verstehe ich trotzdem nicht, dass mit Jordi, also wenn, sie muss ja Sheriff gewesen sein bei mir. Ja, oder Jeff, du hast sie einfach gekillt. Also das haben wir alle gar nicht gesehen. Matteo und Jordi waren ja bei mir ab im Table. Jeff, der Evil Guest ist raus. Was für eine Rolle bist du denn? Matteo hat ja auch bestätigt, dass Jordi an mir umgefallen ist. Jetzt benutzt er mich für seine üblen Machenschaften. Matteo konnte ja auch bestätigen, dass Scholli an mir umgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, aber... Okay, aber egal. Hast du Sport gemacht? Nee, heute nicht. Ich weiß nicht, ich bin mir 100% sicher, aber ich bin bei Jeff die ganze Zeit eigentlich gewesen. Ich bin eher für Timid, weil ich glaube nicht, dass es ein Sheriff war. Aber heute YouTube deine GTA-Folgen gesehen, als er Content. Danke dir. Matteo, das habe ich halt nicht gehört. Also, keine Ahnung, es kann auch Jeff sein. Nice. Aber warte mal. Also ist jetzt vorbei oder war das ein Jackal mit Simon sein? Nein. Was hast du für Sport? 7 Minuten Liegestütze und Klimmzüge. GG. Ja, hast du gemacht, Timid? Ach, Baso war Jackal-Lover. Oh mein Gott, das muss ja mega sacken. Das war sehr halt unbefriedigend. Warte mal kurz, Baso, hast du den Kill gemacht, als ihr Camouflage traf? Timid hat Pazzi getötet und ich war halt Lover mit Pazzi. Könnt ihr vielleicht nochmal die neue, also diese Medium-Rolle erklären? Weil ich war völlig überfordert damit. Ja, es gibt zwei neue Rollen. Einmal Vulture. Vulture ist eine neutrale Rolle, hat die Aufgabe, Leichen zu mampfen. Ist ähnlich wie bei Goose Goose Duck, was du schon mal gespielt hast. Nee, noch nicht. Shushu, du hättest da nicht gessen dürfen. Okay. Ja, ich wäre geflogen. Ja, aber können wir kurz Blesk reden lassen? Danke. Ja, neutrale Rolle, muss Leichen essen, kriegt einen Pfeil angezeigt, wo die nächste Leiche liegt. Wir haben Cleaner deswegen aus, sprich, wenn Leute weggecleant werden, ist es entweder jemand, der Fail geschiftet hat oder Vulture drin. Sobald drei Leichen verputzt wurden mit 15 Sekunden Cooldown, hat der Vulture gewonnen. Stell dich vielleicht nur hoch auf 4 oder so oder mach den Pfeil aus, weil das ist, glaube ich, ein bisschen OP. Und Medium ist eine neutrale Rolle, ähnlich wie das hier, sieht Medium nach dem Meeting den Geist von der Person, die gestorben ist. Das ist genau wie beim Seer, kann aber die Person befragen. Dann kriegt man, glaube ich, den Namen der Person, die gestorben ist und eine Zusatzinfo, so Color Type vom Killer, die Rolle von der Leiche oder solche Sachen. Aber muss die Leiche aktiv was machen? Nein. Wie viel Leichen muss er fressen? 4 gerade aktuell. Drei. Aber ich glaube, das ist ein bisschen. Pfeil ausstellen? Ja, genau. Stell einfach den Pfeil aus. Der Pfeil ist wirklich scheiße. Stell den Pfeil aus, aber lass erstmal 3. Und wenn wir merken, dass es zu stark ist, weil der jetzt. Keine Ahnung. Aber ohne Pfeil hat man keine Chance. Ohne Pfeil, du findest nicht 3 Leichen. Nein, aber das ist ja auch. Es geht ja auch um 4. Man findet niemals eine Leiche dann. Ja. Ich würde, glaube ich. Dann lieber 4 oder 5. Ich würde, glaube ich, eher 4 sagen. Und ich würde sagen, Pfeil und 4, dafür zwingt halt die Crew und die Imposter aktiv was gegen ihn zu machen. Finde ich auch. Ja, okay. Also, ja, weil. Na gut. Pfeil ist zu wichtig bei der Rolle. Ja, weil ich finde, Pfeil findest oder niemals. Gibt es gar keine Pfeile. Doch, da gibt es Pfeile. Doch. Klar. Ja. Da gibt es Pfeile. Also, 3 Leichen finden in einem Game ist schon hart ohne Pfeil. Also, finde mal. Ja. War das mit dem Mehrfach-Cooldown nicht einfach höher machen, so auf 20 oder 30 Sekunden wie ein Kill-Cooldown und so? Oder? Ja, so schnell passieren da eh keine Kills. Und eine Sache ganz kurz, ich weiß nicht, wie wir es gerade gesagt haben, ich habe das gerade nicht ganz mitbekommen bei Medium. Das wurde ein Stück geändert. Also, man sieht jetzt immer den Namen, wen man da gerade untersucht hat. Das habe ich gesagt. Achso, genau, und dann noch eine Zusatzinfo. Jo, alles klar, perfekt. In Klammern sieht man das. Ja. Lustig, Chef, dass du der Dings warst, Sia, und ich war einfach Angel. Ich habe einfach gezeigt, dass ich Angel bin, weil ich hier vertraue. Du wolltest gerade im Meeting nicht sagen, aber Warlock war sowieso nie eine Option, weil wir haben Evil Guesser 100% gehabt. Ich mach das aber aus. Es gibt jetzt eine Off-Chance, dass kein Evil Guesser drin ist, aber im Regen Fall ist er drin. Weil ich hatte die ganze Runde darauf gespielt, dass wir Warlock haben und dann Guest True am Ende noch. Ja, so. Ich wäre geflogen. Also, ja, aber du hättest die anderen dachten, das ist ein Warlock, deswegen. Aber nee, ich wusste, dass Blesk weiß, und Unge hat es ja auch gesagt, ich wusste, also mir war 100% sicher, dass Blesk weiß, dass ich kein Warlock sein kann, weil wir ja 100% Evil Guesser drin haben. Dementsprechend, also. Ja, war so im Hinterkopf. So, kann es vielleicht doch irgendwie sein. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Spaß. Ass. So. Alright. Los.
Fix Lights. Kamera ist an. So, Vlesk läuft hier raus. Kamera ist immer noch an. Warum ist die Kamera die ganze Zeit an? Kamera immer noch an. Warum stellt sich... Nein! Warum stellt sich mit mir an die Kabeltask? Das ist ja unangenehm. So, Cam immer noch an. Ey, was mit Schuh? Schuh wohnt einfach in der Cam. Scheiße, da unten hätte man einen guten Kill machen können, aber ich war mir nicht sicher wegen der Cam. So, wir könnten jetzt Dings ausmachen. Machen wir hier. Und wir machen mal Lights, also nicht Lights out, sondern machen das hier mal aus. Oh. Was? What? Was? Ja, okay, wait. Ich wurde gewarlockt. Shorty ist neben mir umgefallen. Jaburi kann es nicht sein, die hat sich bewegt, nachdem ich gesucht, weil ich wusste, du hast mich gecrossed. Ich habe Vlesk berührt. Es leider eine Handvoll Leute, die mich berührt haben. Ich, unter anderem, also es war ja erste Runde, sprich fast jeder kann mich gewarlockt haben. Die Leute, die mich aber dann spezifisch nochmal in der Runde berührt haben, waren Tim Horus. Ich an Lifeline. Matteo, Baso, Jaburi. Jaburi kann auch nicht gewarlockt haben. Das Problem ist, es kann trotzdem halt jeder sein. Ne? Ich kann sagen, wer dich nicht berührt hat und ich kann auch sagen, wer sich bewegt hat. Und zwar Jeff und ich sind direkt zusammen ins Lab gelaufen und er hatte die Raketentask, ich nicht. Und dann kam Timmit nach uns. Genau, aber wir sind so früh losgelaufen, dass wir den Timer vom Warlock hätten wir nicht mitkriegen. Also das hätte bei Jeff und mir nicht geklappt. Das. Drei Sekunden, die letzten 3 Sekunden müsst ihr euch bewegt haben. Ganz kurze Frage. Nee, ich hab, also der Kill ist 8-9 Sekunden alt. Okay. Ja, aber ganz kurze Frage. Die letzten 8 Sekunden, wenn Bless gewarlockt wurde und er hat Shorty getötet, warum hat Jaburi reported? Weil er weggelaufen ist zu mir, geguckt hat, ob ich mich bewegt habe und ich bin da hingelaufen, war im ersten Moment verwirrt, aber... Ich wusste, dass Jaburi mich gecrossed hat. Er hätte viel besser wegkommen können. Dann ist die Leiche neben mir entstanden und dann bin ich nach links gelaufen, zu checken, ob Jaburi vielleicht da steht, aber die hat sich um den Meeting-Table rumbewegt. Das heißt, Jaburi, also, du hast den Kill auch gesehen, oder was? Jaburi, hast du den Kill gesehen? Nein, hat sie nicht. Nee, habe ich nicht. Wenn es halt wirklich 8 Sekunden sind, dann können wir wirklich 4 Leute rausnehmen. Simon, Junge, Parzi und mich können wir dann rausnehmen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Und Oma. Ist Parzi ins Specimen gelaufen? Ja, Parzi ist ins Specimen gelaufen. Okay, weil ich habe, bevor Parzi ins Specimen gelaufen ist, ihn noch im Labor gesehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit den 8 Sekunden... Du warst ich habe ihn noch dann Camps. Nämlich auch gesehen. Ich bin da... Oder wärst du? Parzi. Also ganz kurz mein Laufweg. Ich war mit Schusch in den Camp, bin rübergelaufen. Da war irgendwer oben an Download. Tim Horus. Dann habe ich Baso und Tim Horus in Lab gesehen, beziehungsweise bei Lab gesehen. Bin dann in Specimen bei... Timmit, Jeff und Simon gewesen. Genau, du bist dann mit den drei rausgenommen. Genau, bin jetzt gerade aus Lower Decon raus zum Admin-Table. Ja, und können wir uns wieder alle rausnehmen, eigentlich. Yep. Wenn also wenn Vlesk nicht gekillt hat, ist es Baso, Shushu oder Tim Horus. Oder ich, ich kann es auch noch sein. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht hinkommt, dass ich da noch Parzi gesehen habe. Haben wir Dings drin? Ich weiß halt nicht 100%, wie alt er ist, weil ich habe Parzi, bevor er ins Besseme gegangen ist. Da waren so viele Stimmen. Muss er mal zählen. 8 Sekunden ist ein guter Schätzer. Also, das ist ein bisschen wild alles. Ist ein bisschen wild. Jetzt muss ich überlegen, wie. Vlesko Mann. Schau dir diesen Vlesko an. Shit, ich kann das nicht zumachen. Was macht ein Vlesk hier? Baitet er mich? Der weiß, dass er mich hier dingsen kann. Ich wollte, dass er... Also er hat eine Rolle, mit der er sehen konnte, dass jemand hinterm Stein ist. Und deswegen hat er da gewartet die ganze Zeit. Und ich habe ihn erst getötet, als er hinter den Stein gelaufen ist. So, wir gehen jetzt in die Kamera, holen uns Alibi. Der wird aber gefunden werden hinterm Stein relativ schnell.
Deswegen gehen wir jetzt nach unten. So. Ich würde das gern drücken, ey. Hä? Ist Jeff... Wurde ich gecursed? What? Also, oder ist Jeff... Nicht ja? gut. Also, Timmel, entweder wurdest du gecursed, ja, oder... Hier steht seit einer halben Stunde an der Mülltask. Also, ich habe mich gerade bewegt, falls du es gesehen hast. Ich bin gerade losgelaufen. Ja. Also, Timmel, entweder wurdest du gecursed oder du hast gerade Jeff getötet. Also Jeff würde ja zu 100% nicht auf mich schießen, weil wir die beiden Runden jetzt die ganze Zeit rumgelaufen sind. Ja, ja, tatsächlich würde ich dazu sagen, das weiß ich nicht genau, wenn ich schon 8 Sekunden da weg war und dich nicht 8 Sekunden nicht mehr haben moven sehen. Vielleicht dachte er auch, dass du dir auf Krampf ein Alibi holst. Weißt du, was ich meine? Das Problem ist, Matteo ist gelaufen, Basu ist gelaufen, Unge ist gelaufen. Wo ist denn der Kill überhaupt? Sonst habe ich nur Party und Timoros. Der Kill muss in O2 sein, weil nur da war Timoros. Ja, das wundert mich nämlich, weil Timoros stand vor 10 Sekunden noch an den Flaschen. Ich stand oben und du standest unten. Und dann bin ich nach unten gelaufen zu dem Wasser und jetzt ist auf einmal ein Reporter. Ja, ja, also als ich rausgerannt bin aus O2, da stand Timmit auch am Müll, ich glaube mit Shiburi und Jeff. Mhm, ja. Ich bin in den letzten Sekunden bin ich gerade noch gelaufen. Und Unge war da auch noch. Ja, also Timoros oder Parsival. Machen wir 50-50 oder sollen wir unsere Timoros oder Shushu? Aber bei 8 Leuten. Nee, Shushu ist ja nicht. Aber nicht gecrossed. Timoros aus der Runde davor. Ja, aber dann ist das ja Timoros aus der Runde davor. Nee, versuch das mal nicht so. Also versuch mal da schlau ranzugehen. Wir hatten doch eben schon Warlock. Timmit, wie schließt du die Leute aus und wie alt ist der Kill? Ach, Parsi kann es auch nicht sein. Der war ja mit uns beim ersten Warlock-Kill. Ja. Außerdem bin ich ja aus dem Lab rausgerannt, als Parzi gerade in Specimen gelaufen ist. Ist dir Jeff hinterhergelaufen oder seid ihr euch nur einfach über den Weg gelaufen und dann ist er gestorben? Dann ist es kein Sheriff-Kill. Dann ist es kein Sheriff-Kill, oder? Nein, ist es auch nicht. Ist kein Sheriff-Kill. Also, kein Sheriff-Kill ist, wie alt ist der Kill? Das habe ich immer noch nicht gehört. Okay. Eine Sekunde? Zwei Sekunden? Ja, aber wie nimmst du dann so viele Leute raus? Ja, weil die uns nicht gekreuzt haben. Super viele Leute im O2 da gerade noch waren und auch gelaufen sind. Partizip. Also für den Kill wahrscheinlich nur Timoros Jiburi, I guess. Also, passt auf. Ja, und für den Kill davor war ich ja free. Ich vote als einzige Person Basu und dann wisst ihr, ob ihr eine richtige Entscheidung getroffen habt. Ah, Ich vote Timoros. Okay, wir haben die richtige Entscheidung dann getroffen. Wisst ihr, dass ihr jetzt reingeschissen habt. Ja, das wissen wir jetzt. Gut. Ja, dann war das ein Sheriff. Ich habe mich selber noch gewohnt. Ja, aber warum sollte er auf mich schießen? Mhm. Hast du selber gewohnt, Basu? Läuft gut. Also, leider. Das ist doch ein Witz. Ich gehe davon aus, dass ich glaube, dass ich glaube, Vlesk war entweder Medic oder Sheriff. Das ist schwer zu sagen. Shit. Basu, was möchtest du denn? Was möchte Basu von mir? Wie Kills müssen wir denn noch machen? So, ich glaube, bei Electrical ist jetzt Timid. Timid ist da und Unge waren da. Jiburi würde ich leben lassen, weil Jiburi hat einen Verdacht von letzter Runde. Weil sie war da mit drin. So, Parzi ist gerade gestorben. Okay. Okay. Schwierig. Ja. Ist er an dir umgefallen oder was? Das weiß ich nicht. Ich bin in Lifeline, komm raus. Ja. Parzi ist tot und Timid läuft auf mich zu. Das heißt, wenn ich gecursed war, ist Timid schon mal kein Warlock. Ja. Ich bin mehr auch von eben keine Warlock. Mehr kann ich aber auch nicht sagen. Ich habe den Kill halt auf Lifeline gesehen, dachte, geil, ich gehe jetzt Parzi suchen und dann habe ich ihn gefunden. Er lag direkt hinter mir. Aber wen bist du denn da gecrossed? Basu, ne? Basu, Unge, Timid, warte Unge mal. Ist aber für den Warlock raus. Jiburi, bist Timid du auch da oben lang gelaufen? Wo warst denn du, Jiburi, die Runde? Ich war im Lab und bin nach links gelaufen, jetzt bin bei Lights. Also ich glaube, einzige Person, die ich nicht gecrossed habe, war Shushu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Simon, du standst an der Task in Electrical. Ich bin an dir vorbeigelaufen, da waren Timid und da waren Basu. Okay, habe ich nicht wahrgenommen. Okay. Wir waren zu dritt in Camps. Ja. Aber jetzt muss ich eine Frage stellen. Hat jemand gesehen, dass die Person am Mittel umgefallen ist? Hat irgendjemand es gesehen? Nein. Könnte Mendel auch einfach einen Kill gemacht haben und dann... Könnte er machen, ja.
Ja, ja. Könnte ich machen. Aber wäre das nicht dumm, bei 6 dann zu reporten als Imposter? Nee, ich bin ja dazugekommen, also er musste ja. Achso, ja, aber warum soll ich ihn dann killen, stehen bleiben und warten, bis Tim mit dahin kommt? Es ist eine richtig, also ich muss sagen, an die Imposter, die jetzt noch da sind, vielleicht sind es beide, vielleicht ist auch irgendwas passiert, aber das macht dir sehr gut, weil ich weiß absolut gar nichts, ich weiß nur, dass Tim mit unschuldig ist. Ja. Für mich ist es halt bei dir ziemlich sicher Barso. Und wenn aber warum Barso? Okay, warum? Aus der ersten Runde halt immer noch so. Letzte Runde war wahrscheinlich. Wie wurdest du denn gesaved? Ich glaube, in der ersten Runde hatte ich einfach nur Pech, dass ich kein Alibi hatte. Und in der Runde davor, wo es auch Warlock-Kill war, waren wir zusammen in No2 und ich habe Timmit hat mich moven sehen, ich habe Timmit moven sehen. Also, das macht halt keinen Sinn. Ich kann den Kill nicht immer machen. Von wem wurdest du denn in der ersten Runde gesaved? Da habe ich reported. Und bin durch Les gelaufen, der den Kill gemacht hat, also bei ihm umgefallen ist. Also, mein Alibi in der ersten Runde ist ja sowas von Proof. Boah, ich sag also euch ganz ehrlich. Für mich ist Barso oder Mente halt jetzt Self-Reporter. Es muss auch eine Kombination sein. Ich hab nicht Self-Reporter. Also, ich hab Self-Reporter, weil ich einen Kill gemacht habe, aber ich wurde gecursed. Sag schon Theo raus. Ja, wenn du sagst, Theo raus, dann schon. Ich hab auch gerade Shu und Jibo gecrossed. Also, irgendwie ist es ein bisschen weird, wenn ich jetzt hier random dafür gevotet werde, to be honest. Ja, wir haben halt sonst keine. Ja, es ist halt 6. Könnte aber stimmen. Aber es war halt leider falsch. Es ist halt bei 6 und. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wurde sie rausgekickt. Und ich weiß keine Rollen. Das ist das Ding. Ich weiß keine Rollen. So, Fix Lights. Scheiße, ich wurde eingesperrt. Ja, danke. Okay, ich muss diesen Button jetzt drücken, einfach weil ich jetzt viele offene Fragen habe. Du hast in den letzten 10 Sekunden dann gesagt, Mental safe, ja. Shushu safe. Also wenn das ein Warlock-Kill war, dann ist Shushu ja sowieso wieso raus. Wieso kannst du Mental und Shushu rausnehmen? Wieso? Matteo ist bei dem Warlock-Kill gelaufen beim zweiten, im O2. Ja. Genau. Wenn es ein Warlock-Kill war. Wenn es ein Warlock-Kill war. Nein, also, dann muss, also wenn das kein Warlock-Kill war, dann war es der Timmit. Das ist der zweite Kill. Wir reden von O2-Kill, Simon. Nein. Ja, O2-Kill hast du ja reported, Simon. Ich dachte jetzt den Kill, der bei Mental passiert ist, darüber reden. Ja, da kann ich keinen rausnehmen. Oh mein Gott. Also wenn wir jetzt Barso, sag ich jetzt mal, wenn sie unschuldig war, dann müssten wir jetzt Menschen voten. Warum denn nicht? Ich finde es irgendwie komisch, dass Chibu jede Runde jemand anderen zahlst. Du zahlst erst mich, dann zahlst du Barso, dann hast du die Runde mit Barso noch. Ich habe nein. gesagt, doch, du zahlst wirklich jede Runde jemand anderen. Also ich habe jetzt auch die Runde vorher gewotet, weil ich das. Djiburi hatte Tim Horus gesasst, das weiß ich noch, das stimmt. Ich hab, also ich ja, wartet mal, hä, ich verstehe gar nicht, das wird irgendwie so ignoriert, was in der ersten Runde war. Ich schließe mir jede Runde halt die Leute immer mehr aus. In der ersten Runde waren es Tim Horus, Shushu oder Barso. Mhm. Ich habe niemanden gesasst, das sind halt nur die einzigen, die übrig sind, außer es ist Flesk. Dann ist Flesk gestorben, dann mussten wir, okay, was dann ist Barso, Tim Horus oder Shushu. Da hat Flesk war in For Lifeline. Und da ist ein Kill passiert, und zwar ein Warlock-Kill laut ihm, was ich ihm glaube, weil er war ja dann tot. Mhm. Und dann ist er zu mir nach links gelaufen, ich bin nach rechts gelaufen, deswegen er hat geguckt, ob ich mich bewegt habe, dann habe ich reported, deswegen kann ich kein Warlock-Killer sein. Und damit müsste ja die Geschichte, dass es ein Warlock war, stimmen. Und ich habe jede Runde nur logisch jemanden rausgenommen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich dafür so. Die Sache ist, es tut mir erstmal leid, dass ich den Button so gedrückt habe, weil ich dachte, weil Timmit gesagt hat, ja, Mental und Shushu sind safe, dann kann es ja nur noch Barso und Djiburi für mich sein, aber jetzt habe ich erst gecheckt, dass es auf dieses andere bezogen war. Also, aus der Runde davor war ich safe. Ich würde sagen, jeder votet jetzt einfach, was er denkt und ja. Fertig. Es ist ja nicht vorbei, das Spiel kann ja nicht vorbei sein. Wenn Barso richtig war, ist das Spiel nicht vorbei, wenn Barso falsch war, ist das Spiel vorbei. Ich weiß nicht, ob wir einen Jakar dann haben. Ich glaube, ich vote Djiburi. Ja, ihr könnt mich gerne voten, aber dann. Das muss ich ja für sich selber wissen. Wegen dem Warlock-Kill No2. Da gibt aber gar keinen Sinn. Ja. Ich fand, ich habe das voll logisch gemacht, die Runde, und werde halt hier irgendwie als lost und dumm betitelt, obwohl ich echt. Djiburi ist falsch, es sind zu viele Votes. Es hat auch keiner gesagt, ich habe Tim mitgevotet. Ich habe gesagt, Djiburi ist zu schlau für die Crew, deswegen muss die gehen. Ich finde halt keine Rolle mehr raus, weil wir haben die ganzen Rollen schon. Also die Rollen, die sich revealen von selbst, die haben sich ja schon sozusagen. Selbst rausgenommen. Also die haben, also ne, Sheriffs raus, Medics wahrscheinlich raus. Nichts mehr Offensichtliches drin. Was machen die? Warum laufen die mir hinterher? Warum laufen die mir hinterher? Was machen die? Ist er Sheriff? Soll er mich erschießen? Was soll ich machen?
Nein! Das hat er gesehen, oder? Let's go! Ich wollte rüberwenden, dich killen, wieder zurückwenden und meine Hand drauflegen, damit ich Alibi habe, aber du bist halt gerade umgedreht in der Sekunde, ja, GG. Es hat gar nicht funktioniert. Oh mein Gott. GG. GG. Wow, let's go. Arsonist hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Hast du deswegen Mäntel rausgenommen, weil du nicht wolltest, dass der fliegt? Oder was? War, oder? Nee, ich wusste nicht, dass Mäntel ist. Alibi war wirklich. Ich war ja auch kein Warlock. Genau, ich war auch kein Warlock. Also, und ich habe den Kill an Lifeline echt nicht gemacht. Beide. Gibo hat einfach beide Imposter gefunden. Ich habe halt immer auf die Leute gepusht, die ich halt noch nicht übergossen habe, ne? Wenn Tim sich nicht durch seine Rolle hätte prüfen können, dann hätte die wahrscheinlich auch verloren gehabt. So. Ich hätte auch niemals Arsonist noch gegessen. Ich hätte niemals gedacht, dass er noch drin ist. Ich war Detective. Ich habe wirklich gute Arbeit geleistet. Mhm. Also die Basu-Kills waren richtig gut. Ja, die waren generell waren die Apostel. Ja, und dann wurde halt aber ausgeschlossen hart. Und gut. Hast du gerade hart gesagt? Hart und beständig. Hartmut. Ja. Hartmut. Hartmut. Es wurde massiv ausgeschlossen. Erhard. Massive Kills, was? Hart. Aber ein bisschen Verwirrung war schon drin, so bis zum Ende. Ja, klar. Was hast du für eine Rolle, Vlesk? Ich hätte Bars auch gar nicht gebotet. Jeff, wie bist du gestorben? Ey, Matteo, ich war Sheriff. Ja, ich wusste, dass du... natürlich jederzeit wegballern können. Ja. Also ich wusste, dass du da stehst, aber irgendwie wäre das auch nicht belohnt gewesen, oder? Ja, ich wusste, dass du eine Rolle hast, mit der du sehen kannst, dass einer hinterm Stein ist. Deswegen habe ich gewartet, bis du dahinter läufst, um dich zu killen. Und da ich dann... Ja, okay. So, wir sind Hacker. Das ist perfekt, um 10 von 10 Tasks zu machen. So, wir starten einfach direkt hier. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht direkt. Na? Ich habe gerade Tee getrunken und jetzt habe ich hier so ein Teeblatt im Mund, dass der Dingsbeutel ist, hat sich aufgelöst. So. Ja, aber die Kills von Barso waren echt gut, Mann. Schade. Schade. So, Vleskoman ist bei mir. Oh, der braucht aber lang dafür. Warum braucht Vles so lang? Hä? Warum braucht Vles so lang für diese Task? Hier ist Unge drin wahrscheinlich, ne? So, lasst mich hier rein. Ich will nicht sterben. So, hoffentlich killt er mich jetzt hier nicht drin. Okay, 1, 2, 3. Der steht gar nicht nah dran. Warum steht er so weit weg? Warum steht er so weit weg von der Task? Oh no! Warum läuft mir jemand hinterher? Oh, Licht aus plus Camouflage. 3 Leute Labor, 3 Leute Electrical, 2 Personen Security. Ist jemand tot? Nein, ist niemand tot. Dann machen wir draußen die Task. Timmit kommt rein, tötet mich nicht. Der kam aus dem Labor. Das heißt, die 3 Leute im Labor war einer von Timmit. Immer noch niemand tot. Vles kommt jetzt hier raus. Wir gehen in Weapons, machen die Task. Tim Horus läuft rein. Wer ist da noch mit reingelaufen? War das Parzi? Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Okay. Moment mal. Das war aber an Lifeline, oder? Vles ist an Lifeline. Ja, Matteo, ja. Matteo, alles gut. Das war zu 90% Jibu oder der Morphling mit dem größten Glück in seinem Leben. Aber eher Jibu. Okay. Also ich hatte ja, Matthias. Ich war gerade bei Communications Weapons da Tim so. Tim Horus, du bist längst angekommen, ne? Lass Timmit mal erzählen erstmal. Ich, wenn du mich gesehen hast da vorhin. Ja. Also pass auf, das Gute ist daran, ich glaube, ich kann 4 Leute rausnehmen. Jeff und Shorty waren glaube ich, Specimen jetzt, ne? Mit Unge. Unge musst du auch rausnehmen. Unge ist nämlich gerade unten aus Specimen rausgekommen. Ich laufe mit Tim Horus zur Lifeline und da liegt Vesk. Genau, ich bin links gerade. Pass auf, ich bin links reingekommen. Da ist Matteo. Da ist Matteo von Lifeline rausgerannt. Genau. Ich bin von Weapons und Comms rübergerannt. Ich habe da keine Jiburi gesehen. Ganz kurz, können wir ganz kurz. Matteo. Wer kam Jibu bei dir? Also, du bist ja nach links gelaufen, ne? Ja. War Jibu vorher da schon an Lifeline mit dir zusammen?
Nein, also ich war in Lifeline. Les kam von rechts reingelaufen. Der war vorher wahrscheinlich im Labor. Ja. Dann bin ich rausgelaufen. Beim Rauslaufen ist mir Tim Horus entgegengekommen und noch eine Person, aber ich erinnere mich nicht mehr, ob das Jimmy war. Das kann im Leben kein Morph gewesen sein. Ich habe Parzi bei, wie heißt denn das, Auffülltast, der Garage. Garage habe ich ihn getroffen und er ist nach rechts gelaufen. Ist auf dem Baseball. Oh ja, sorry. Ihr wisst, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt, da Hütte, Schuppen, keine Ahnung. Chibu hat vor mir einen Leichnam getötet. Echt jetzt? Nein, das stimmt nicht. Natürlich, das war das Weapons lauf ich gerade hin. Das lief ja gar nicht gut, Chibuki. Bitte schuppen. Aber denk dran, dass er wahrscheinlich Jester ist. Wirklich Katastrophenrunde. So, okay, wir haben 5 von 11. Aber voll strange. Warum hat er den Kill da gemacht? So, Tim ist hier. Haben wir hier eine Task? Nein, wir gehen jetzt in O2, machen da alle Tasks. Tasks. Habt ihr das Move von Unge gesehen? Unge ist Killer. Ich werde jetzt von Unge getötet. Achtung. Unge ist Killer, 100%. Und Timmit. Okay, Unge und Timmit sind's. Shit. Ich hab's nicht geschafft, die Task zu machen. Shit. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch 2 Stunden. Könnte knapp werden. Ah ja, Unge. Ja, Unge ist einer der Killer. Safe Call. Also nicht ganz safe, sagen wir 30%. So, dann gehen wir hier rein. Starten die Task. Warum nutzt du deine Skills nie? Hacker-Skill? Ja, was hat denn das jetzt gebracht? Ich finde, Hacker ist so richtig useless. Schuschu, hast du Angst vor mir? Ein bisschen hatte ich Angst, bin deswegen mich weggelaufen. was? Ich hab... What happened? Es ist Parzival. Er ist kein Jester. Er ist der Mörder. Was? Er ist der Mörder. Warum? Sag. Warum? Er hat gerade Menschen getötet. Oder es war ein Morphling. Aber es hat gerade ein Parzival Menschen getötet. Und wenn das Morphling war, war vielleicht Chibuki auch ein Morphling. Wann, Simon? Wann? Genau, gerade vor 4 Sekunden. Nee, Matteo ist schon lange tot. Oh, Hilfe, ich dachte gerade schon, was geht denn jetzt ab? Simon. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Simon ist Jester. Matteo ist schon mindestens 15 Sekunden oder 20 Sekunden tot. Ich war sogar in Live, als er gestorben ist. Spaß, ich wollte nur testen, wie er reagiert, ist es dem Horus. Ciao. Was? Shorty und ich waren gerade beide im Lab, das geht gar nicht. Nein. Du warst auch im Lab, Tim Horus? Wo warst du denn? Ich bin Decon rein und sie ist vom Vent gekommen. Also sie hat Task wahrscheinlich gemacht. Nein. Jetzt musst du auch noch sagen, dass ich Engineer bin, oder was? Nein, hab ich gar nicht gesagt. Engineer. Ich hab doch gesagt, du hast Kabel gemacht. Ich bin auch kein Engineer. Sie ist vom Vent gekommen und hat Kabel gemacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, okay, dann habe ich wohl alles falsch gemacht. Also Tim Horus ist der Wahr. Tim Horus ist wohl. Nein. Scheiße. Wir wollten nicht Simon. It's a prank. Wer war denn gerade in Kamera? Ich hab noch keine. Basel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt hab ich's! Hä? Simon? Hä, warte mal. Ah, oh mein Gott! Mann, ich hab so eine. Ich bin so verwirrt, aber ihr wisst es doch. Das merkt man, dass du verwirrt bist. Okay, oh mein Gott! Jetzt hab ich es rausgegessen. aber ich sag euch jetzt. In meinem Chat steht Folgendes: Ich hab West gefragt, wie er gestorben ist. Er hat gesagt, when did you die? Hab ich gewarnt, wie bist du gestorben? Und er hat geschrieben, I have died 8 seconds before. Meeting started. Hat Chibu doch auch getötet, das wussten wir doch schon. Ja, gut. Ich dachte, ich krieg mehr Infos. Ich dachte, ich krieg den Mörder raus. Ja, gut. Das war ja so geil, ey. Also bist du Detective, ne? Genau. Ja, okay. Ah, nice. Wir können aber Simon nicht voten. Nee.
Ich habe ihn gefragt, ich habe Les gefragt, was ist los mit ihm? Wow. Ich bin 8 Sekunden vor Meeting schon. Les, bist du dumm? Das ist doch kein Schwein. Warum fliegt Tim da? Warum fliegt Tim Horus? Ich bin Detective. Ah, nee, du bist ein Mörder und jetzt hast du endlich eine verdiente Strafe. Wow. Warum fliegt denn geil? Da hat Tim Horus erwählt, oder? Strange. Außerordentlich Strange. Shit, wir hätten gar nicht so viele Tasks gehabt, ne? Mann, das Timmit mich da unten killt, ist auch asozial einfach. Warum habe ich gerade aufgetankt, aber ich kann nicht einfüllen? Was soll das? Werd ihr betrogen oder was? Habe ich es nicht zu Ende gemacht oder was? Die Ladung reicht nicht für nur einmal. Ja, man muss auch aber einmal auffüllen oder nicht? Ach so, ich habe das eingefüllt, ohne es zu merken. Ich bin lost. Ihr kennt die Tasten nicht mal? Doch, man muss auffüllen, da reinfüllen, dann nochmal auffüllen, da reinfüllen. Aber ich mach die so unterbewusst. Oh, hier liegt... Nein, nicht reporten! Nicht reporten! Hä? Ich dachte, ich sterbe jeden Moment, ey. Wo ist der? Weil ich glaube, ich kann ein paar Leute rausnehmen. Naja, die Leiche liegt da ja schon länger. Ach so, deswegen, okay, dann weiß ich nicht. Als ich dich quasi unter Mettenpanel getroffen habe, da war... danke, Joey Wheeler. Warte, wen habe ich gerade reportet? Ach, da war schon jemand tot. Da war quasi schon tot, ja. Okay, okay. Der liegt Richtung Lab. Okay, ich habe eine Info, ich muss die raushauen, bevor ich gegessen werde. Also, ich war mit Shushu in Lower Decon und dann bin ich in Specimen reingelaufen und stehe jetzt seit der Runde in Specimen. Weil ich dachte, ich könnte vielleicht nochmal ein bisschen mit Geistern sprechen, die geben mir vielleicht nützlichere Infos, aber das ist so eine Müll, so eine Scheiße. Warum gibt er mir die Infos der 8 Sekunden vom Meeting? Aber also, hat sich auch schon mal. Schau dir, wie lange ist denn der Kill schon ungefähr? Uff, also ich bin von Lifeline Lifeline zum Admin Panel und dann Richtung Lab gelaufen. Also von daher schon. Wo genau? Also liegt der in Lab? Weil der liegt beim Lab da unterm Tisch. Weil dann kann ich, glaube ich, dann kann ich, Jeff, du warst du gerade. Nee, Antonio Palermo wird nie wiederkommen, der ist tot. Niemand ja, aber der Kill ist ungefähr schon. Ist, ah, du bist ja vom Lab gekommen sogar, Jeff, ne? Von rechts nach links. Ja, ich war ja mit mit Shorty Spoiler. In Office. Ja. Wir sind an Lifeline gegangen. Upsi. Der Kill ist ungefähr 20 Sekunden maximal. Ja. Weil Baso ist ja die ganze Zeit in Camps, oder? Ja. Und also Shushu ist gerade O2 unten reingelaufen. Also Shushu und Baso würde ich vielleicht sogar rausnehmen dann. Naja, wir können ja den ganzen Weg gelaufen sein. Und ja, ich bin ja mit Jeff zusammen Richtung Lifeline gelaufen. Da war Patsy ja schon tot. Die ganze Runde in Specimen. Und ich muss auch noch was sagen. Entschuldigung. In der letzten Runde konnte ich noch Les gleich ansprechen. Jetzt ist die einfach weg, nachdem er mir den Tipp gegeben hat. Das ist immer weg, wenn ich die... Kannst du nur die letzte Leiche befragen, Unge? Pitbull Ali könnte ein geiler... Ach, immer nur letzte Pitbull Ali als... Kann auch nützliche Tipps. Ja, du kannst so... Pitbull Ali als GTA IP Character ist geil. Scheiße. Okay, aber... Neuer Subsound. Wo genau kamst du her? Ich? Woher kommst du eigentlich? Ja, Timmit. Ich bin von Weapons gekommen, Links Office. Und dann bin ich wieder von Admin Table wieder raus. Ich werde Passwort jetzt fragen. Ich war O2, dann ist Shushu unten reingekommen und bin ich hochgelaufen. Beschützt mich. Ich hätte Passwort fragen. Steht oben in da war Baso im Camp. Zwei Leute Richtung Lab. Das können nicht gewesen sein. Timmit, Jeff und Unge, weil die waren auf jeden Fall bei mir. Also Unge war Richtung Specimen. Was Timmit, gib mir. Oh mein Gott. 2-2, was ist? Timmit, gib mir den Personenschutz. Wir befragen Passwort und dann drücke ich den Button, dann weiß ich, welche Farbe es ist. Wir können keinen Button mehr. Du hast den schon benutzt. Ah, stimmt. Dann vorbei. So, ich habe keinen Task mehr. Wir verfolgen mal Timmit. Alarm und fertig. Killer Timmit. Oh oh. Ja! Mit Schuh! Da lag ich ja wieder komplett daneben. Wisst ihr, worauf ich gespielt habe? Ich habe darauf gespielt, dass der Evil Gessler mich jetzt rausgasst, weil ich ja offensichtlich verraten habe, dass ich Medium war. Aber ich war gar nicht Medium. Ich war Oha, ich habe einfach
einfach gehofft, dass ich rausgehe. Aber es war kein Evil Guesser drin. Das hätte so den Imposter geholt. Aber du hast das echt gut. Dein Role als Medium war einfach viel zu gut. Ja, das Problem ist, ich habe mir gedacht, wenn er jetzt Lab geht und, zum Beispiel die Color rauskriegt und es kommt eine Leiter-Color, ich war die Einzige, die eine Leiter-Color war, und dann wäre ich halt geflogen. Ja, ja. Also, aber das war gut. Aber welche Color hat denn eine Leiter? Evil Guesser, verdammt! Ja! Verdammt. Von den ganzen, die jetzt da, also von übrig waren nur noch ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Simon eine Leiter-Color ist. Ich der Joke kam nicht Simon, so gut an, glaube ich. Nee, Simon, ich fliege immer wieder gerne für deinen Troll. Jo, der Evil Guesser hätte mich so gevotet dafür. Der hätte mich so rausgegessen, aber es hat einfach keinen existiert. Schade. Kennt ihr das, wenn ihr so neben fünf Leuten in der Lifeline steht und denkt, okay, da bin ich safe, und dann sticht Djibouti trotzdem einfach rein? Oh nein. Hä, so, hey, ich hab da niemanden halt gesehen. So. Du warst Scheiße, Matteo und Parzi neben mir, Matteo läuft weg. So. Echt? Dann werde ich neben Parzi einfach so weggeballert. Ich war nicht mehr in Range, hey, ich hatte nicht mehr gesehen. Wer war Lava? Ich und Jeff. Oh, ich wusste es! Ich wollte erst in euch reinstechen, aber ich so, nee. Aber ihr seid die ganze Zeit rumgelaufen. Und du warst geschildert, sorry, von Jeff. Echt? Vieles Spaß. Ja, du warst geschildert, ja. Ich hab dich auch versucht zu töten. Time Master. Okay, kriegen wir jetzt mal jemanden hier gebastet. So, lass mal... Wollen wir als erstes direkt Weapons machen? Ja, das ist gut. So, Time Master. So. Boom. Oh, oh. Licht geht wieder an. Dann gehen wir hier unten O2. Machen die Auffülltask. Ich hab falsch gedrückt. Alright. Schon wieder? Schon wieder? Warte, Moment mal, Subs, oder? Subs, oder? Ja. Ja, das gibt wirklich Subs. Ja. 5 Gapsifts. Wir können übel viel rausnehmen. Also, wir können übel viel rausnehmen, denn bei mir sind gerade Jeff, Baso und noch eine Person. Ihr seid wahrscheinlich im Lab, oder? Und ich auch, ja. Ich glaube, es sind 4 Leute im Lab. Ja, ich bin auch im Lab. Ich bin beim Bohrer, wenn das zählt. Nee, zählt nicht. Parzival, Baso und Jeff und ich. Aber es ist Tim Horus. Ich glaube, es ist Djibouti. Ich meine Parzival. Nein, Tim Horus. Tim Horus nicht Tim. Warum? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab dich. Ja, warum? Was? Was war das denn? Nee, aber wo ist denn der Kill, Shushu? Wo ist der Kill? Naja, er liegt nämlich in Lab. Nee, Spaß, ihr wollt mir nicht. Nein, ihr wollt mich nicht aussehen lassen, wo ich kann. Also, ich war die halbe Runde am Stein gestanden und hab gedacht, ich guck mal, wenn mir vorbeiläuft. Und dann bin ich runtergegangen, weil keiner vorbeigelaufen ist. Nee, Tim Horus habe ich mal gesehen, dass er in den Lab reingelaufen ist. Genau. Er ist nicht rechts runter und dann laufe ich rechts runter und da liegt die Leiche. Also so zwischen Stein und Lava. Dann hat den Kill Shorty gemacht. Lava. Super. Ey, kurze Frage, wer ist das Lab alles? Wer ist alles im Lab? Tim Horus. Tim Horus? Ja, wer noch? Parzival und Baso. Und Shorty, wo warst du gerade? Ich bin runtergelaufen, ich bin Richtung Office drin. Ich habe gesehen, dass der Kill gefallen ist und bin jetzt quasi an Jeff, Richtung Edmund. Du weißt, wie wir voten, ne? Und wollt gerade. Also du bist in der Nähe vom Kill, gut, ja? Dann lass uns die Person voten. War der Kill schon? Ja. Der war zwischen Stein und Lava. Also für mich ist der Fall gelöst, aber okay. Die hat das leicht gemacht und dann bin ich rübergegangen. Ich befrag mal Bless, ich bin Medium. Ich habe als einziger Shorty gewotet, obwohl wir wissen, dass sie es ist. Ja, eigentlich schon. Anscheinend. Warum wissen wir, dass denn Shorty ist? Ich habe gar nicht geballert, was du mir gesagt. Ich habe es doch gerade erklärt. Oh Mann, ey, hört doch mal zu. Was, Djibouti, wenn du einfach nur trollst und das jetzt zurückgenommen hast, das hat keiner mitbekommen. So, aber wir haben Shorty überführt. Shorty, ich hab's mitbekommen, alles gut. Shorty ist Killer Nummer 1. Vier Fruchtmarmelade. Die Frage ist jetzt, können wir eine Falle bauen, dass Shorty versucht, mich zu töten? Das wär's, oder? Geil. Boah, wollen wir? Wir machen es so, wir machen es mega smart. Wir gehen jetzt an die Kamera, bleiben die ganze Zeit in der Kamera drin, sodass Shorty dann zu uns kommt, um uns zu töten. Und ich sehe ja dann auf der Kamera, wann sie angelaufen kommt. Scheiße. So, wir müssen hier diesen Eingang checken. Warte, den hier. So, wenn sie hier reingelaufen kommt... Wenn Shorty hier reingelaufen kommt, dann gehen wir aus der Kamera raus, starten unsere Time Master Falle. Scheiße. Hey. Hat nicht funktioniert. Der Sheriff hat geschossen. Shorty ist der Sheriff. Gut gemacht, Shorty. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob der Sheriff geschossen hat, aber Tim Horus liegt direkt vor, Gott, wo ist das? Weapons, direkt an der Tür. Ich habe am Anfang mit Parzi zusammen die Weapons, also ich habe die Weapons zuerst gemacht, Parzi hat den Download gemacht.
Dann bin ich hochgelaufen Richtung Koms, hab die Koms-Task gemacht, komme jetzt gerade auch wieder raus. Da liegt die Leiche von Tim und Schuschu kam von rechts von Office. Ja, ich bin im Office gewesen. Hab am Admin-Panel quasi gesehen, dass einer Koms ist, dachte, da ist die Leiche. Nimm die Stelle. Nee, das war ich nur. Ich kann immer noch komplett rausnehmen, Jeff und Barso ist ein Specimen, da sind wir gerade reingekommen. Ah, bist du gerade da vorbeigelaufen, Unge? Ja, genau, mit Jeff ich zusammen. Ich habe nämlich nicht gesehen, was war, weil zwei Leute waren Specimen. Haben wir ein Zeitfenster? Haben wir eine Info, wie alt der Kill ist? Genau, haben wir eine Info, wie alt der Kill ist? Ich war in Lifeline und habe gesehen, dass Tim Hodes tot ist. Wir sind am Ende reingekommen. Bin dann an Atemfeld gegangen und dann links Richtung Koms raus. Also, bist du rechts rein ins Office oder was? Ja, ich bin rechts reingelaufen in Office. Hab dann gesehen, Tim Hodes ist tot, bin dann Admin Panel gegangen, da habe ich dann Jibu plus 1 gesehen, ich weiß nicht mehr, Pasi, du bist mit reingelaufen, ne? Ja, aber genau. Jibu, ja. Euch beide würde ich, denke ich mal, rausnehmen für den Kill. Aber ja, habt ihr die Schusche von links kommen sehen und rechts war die Tür zu? Irgendwas passt hier nicht. Nee, ich bin von rechts gekommen. Ich bin links rausgelaufen. Wenn ihr davon ausgeht, dass Basel, Jeff und ich uns ausschließen können. Ja, genau. Das muss derjenige im Camp auch gesehen haben, dass ich links rausgelaufen bin. Timmy, da bin ich mich nicht sicher. Ja, okay, Timmy, du auch. Ja, aber dann musste ich auch. Ich bin von rechts reingekommen. Das müsste man noch in Lifeline gesehen haben. Ihr könnt mich rausnehmen, weil ich war die Person in Kameras. Nur Shorty bleibt. Nee, ich weiß es nicht. Nee. Aber ach für den Kill sind halt auch. Ich bin gemutet schon wieder. Jeff. Und Jeff. Ich bin in den Kameras die ganze Zeit. Das heißt, hast du mich rechts gesehen, Matteo, dass ich an Office rechts war? Nein, ich habe nur die ganze Zeit eine einzige Kamera geguckt. Einen Spot. Ja, stark, Matteo. Ich habe letzte Runde nicht getrollt, aber Tim Hoos hat halt eine Task gefaked, so ganz komisch. Und deswegen dachte ich erst entweder Jester, Poster. Ich habe auf ihn geschossen. Jemand, der noch keine Dings hat. Stimmt nicht. Mit meinem Pfeil der Liebe. Nein, ich bin disconnected. Oh, ich bin auch disconnected. Nee. Oh, nee. Aber das ist auch okay. Ich will kein Imposter mehr sein. Ich kann ey, du hast so Schuhe. Ich will nicht mehr. Ich bin so scheiße heute. Mann. Eine wichtige Frage hätte ich da jetzt. Liebesbeziehung und die ist wieder einfach abgebrochen worden, Mann. Sind das Server für die Among Us bewusst um Geld gebettelt? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich. Was ist das Geld? Ich möchte nicht mehr. War es jetzt Schuschu und? Ja, ich und Shorty. Also Shorty war ja in der Runde einzig überführt von mir. Das glaubt mir wieder keiner einfach. Matthias, du guckst auch nur in eine Cam, wenn es 6 verschiedene gibt. Ne? Ja, aber wenn man sich auf eine konzentriert, sieht man da alles. Ah. Macht natürlich Sinn, Matthias. Ja. Einmal ganz kurz, Djibouri, was war das denn? Ja. Hess, du warst Chakal, wird bei mir gerade geschrieben. Aber ich hab doch die Task gefaked. Ich hab nicht gewendet und ich habe auch keine Task gefaked. Oh, was war das denn dann? Du bist bei Lights Out, bist du an den Donut gegangen und dann wieder weg. Und ich habe halt deine Fußspuren gesehen, dass du zur Task hin bist und wieder weg, als sie halt. Ich bin nicht zum Download gegangen. Ich bin nur nach links und nach rechts gegangen und dann bin ich ins Lab gegangen. Simon, dachtest du, ich bin Camouflage? Das sah's aus. Nee, ich dachte, du bist. Das ist halt mega böse. Weil du gewendet bist. Warst du Camouflage? Dachte, weil Camouflage anging und dann bin ich ja gewendet. Nee, ich war Dingens. Ich habe Van zugenagelt und dann bist du genau reingegangen. Aber es geht erst an der nächsten. Ich war Security Guard. Leute, ich kann leider nicht mehr spielen. Warum? Ja, Moment, ich habe mein Foto in diese Disc, in die Ding-Gruppe reingestellt hier. Wo man hatte ich auch gerade. Ich wollte gerade sagen, du legst aber. Ich kann nicht spielen. Mia übernimmt die Imposterrunde jetzt. Lehn dich zurück, Lena. Leg sie auf deinen Kopf. Leg sie auf deinen Kopf. Das ist so schlecht. Wow. In die Among Us-Gruppe. Ich hab keinen Platz für meine Maus. Wild. Oh, kann ich jetzt bitte kein Imposter mehr sein? Ich mag nicht mehr. Ich dachte, jetzt habe ich einen Fleck auf dem Bildschirm. Nee, ja, das ist ein Fleck auf deinem Ding. Ja. Sich darüber beschweren, dass jemand, dass man Imposter wird. Ja, jemals. Ich kann halt nicht. Kringe. Ich bin da schlecht. Mir tut der Imposter mitleid. Wir haben doch gerade gewonnen, Schuschu. Was denn los? Ja, das war. Timid, was ich meinte, ist in deren Trailer zu dem Update heute, ne? Von dem Monas. Da haben die in einem Teil halt so, wo sie meinen, so Cosmetics, die man für echt Geld kaufen kann. Und dann im gleichen Zug direkt danach, warum wir das machen. Weil wir euer Geld wollen, wir leben in einer kapitalistischen Welt. Ja, das ist wirklich in deren Trailer. Krass. Nur um dann direkt danach zu sagen, damit ihr bessere Server mehr. Ja, das mache ich auch jedes Mal. Bekommt. Was? Das war so geil. Das ist nicht einzige Shitshow dieser Trailer. Oh mein Gott. Ich mache das auch mal. Oh, sorry, Leute. Ich hab mir was gekocht. Also wenn ihr mal was Lustiges zum Reacten braucht, guckt euch diesen Trailer an. Ich hab's nicht mitbekommen. Jordi! Viel Spaß! Ja! Jordi, muss mal das Abgift sagen. Djibouri ist schon gewendet. Schon wieder Imposter. Ich glaub, du hast die Abgift in meinen Joy. Eigentlich? Ja, ich kann War nicht schon da? Ja, hab ich direkt gemacht. Ach so.
So, alright. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir versuchen am Leben zu bleiben. Und wir machen erstmal die Task in. Oder wir faken erstmal die Task. In. Oh, ich kann nicht gut laufen. So, machen wir das hier. Oh, Lights out, das ist gefährlich. Das halt, also kann ich wenden als Jackal? Ich frage das jedes Mal und ich glaube, die Antwort ist immer ja. Jiburi tötet Worms. Der komische Schallbock ist. Oh, Jiburi hat mein Wort. Ja, so. Oh, Jiburi, was war das denn? Entschuldigung. Hä? Bin ich kurz mal in Specimen reingewendet und habe einen Kill gemacht, ja. Echt? Ich bin in Specimen. Oh. Hä? Ich bin in Specimen. Ist der Kill in Specimen? Ich bin Specimen, das war im Labor. Achso. Das war ein Labor. Genau, Timmit. Erklär mal genau, was du gesehen hast. Also, Jiburi kommt von rechts in uns reingelaufen und irgendwie liegt daneben. Scheiß. Hä, was denn? Wirklich, ist wirklich so? Also, das ist schon mal kompletter Unsinn, ja, weil das Licht aus war und das kann ich gar nicht gesehen haben. Okay, okay. Also, wir waren jetzt durch mich durchgelaufen. Wir sind 5 Leute gewesen. Timmit. Ja. Ich war so. Timmy mit seiner Clownsnase. Ich hatte Simon dann irgendwie aus den Augen verloren. Ich glaube aber immer noch, dass er auf der linken Seite ist, wo man die Temperatur einstellt. Und wir waren aber zu dritt schon an Fernglas. Also Timmy, ich und da war Nee, ich glaube, ich habe rechts reportet. Schuschu, oder? Nee, ich war auch schon rechts. Ach so. Also ich bin weiter nach rechts gelaufen, da kam mir Jiburi entgegen und dann habe ich reportet. Also wenn Jiburi nicht im Lab ist, dann war das also ist doch, nein, ich bin im Lab, Ich war an ich war an der Raketentask und dann bin ich nach links Aber warum hast du denn irgendwas mit Specimen gesagt, Jibu? Das war, weil die gesagt haben, dass ich gerade einen Kill gemacht habe, da habe ich gesagt, ja, ich bin in Specimen reingewendet und habe einen Kill gemacht, weil ich dachte, das wäre halt Troll. Ich wusste nicht, dass das ernst war. Achso. Das lief ja nicht so gut. Jiburi ist ein Chester. Es waren 6 Leute im Lab. Einer war linke Seite komplett alleine, aber ich weiß nicht mehr so genau, ob das Combs, Weapons oder Auto war. Achso, never mind. Das war ja kein Mauflink dann. Ja, dann war es Timid. Dann war ich es. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht wissen können, wer im Labor gerade einen Kill gemacht hat. Ja. Könnte legit jeder gewesen sein. Nee, ich nicht, weil ich war ein Specimen. Wir können uns merken, wer erste Runde im Labor war. Und umso weniger Leute wir werden, umso kleiner wird die Zahl von Leuten, die da den Kill machen konnten. Genau. Also im Labor waren Timmy, Jeff. Hätte jemand noch einwenden können? Nee. Genau, schwierig. Der ist auf jeden Fall pretty recent, weil ich an Nightline stehe. Ja. Und am Ende war es einfach nur Warlock-Kill und wir beschuldigen uns alle gegenseitig. Das kann gut sein. Ja. Jiburi 2 baut da geht nicht mit drauf, Jiburi. Da muss ich dann mal schauen, ne? Ob ich das hier glaube. So, die Frage ist: Wollen wir Kills machen? Puh, aber dann wissen wenn wir jetzt Kills machen, dann wissen die Imposter, dass es noch einen Jackal gibt. Taktisch gesehen wäre es klüger, erst am Ende anzufangen mit den Kills und dann versuchen, die Imposter halt zu töten. Das wäre, glaube ich, am smartesten. So, dann gehen wir jetzt mal ins Labor. So, Schuh läuft mir hinterher ins Labor. Wir wurden aber gesehen. Nee, geh mal weg jetzt hier. Hä? Never war sie so schnell. Schuh faked. So, wenn Schuh faked, was könnte sie sein? Dann könnte sie Jester sein. Das war doch so schnell. Da muss man aber auch das richtige Schiff haben. Also es könnte schon sein, dass... Oh. Wir warten kurz hier. Aha. Einer weniger. Wer kann Shorty saven? Denn Shorty ist gerade neben mir killend weggerannt. Ich bin Richtung Office gewesen, Richtung Lab gelaufen. Das müsste, glaube ich, Jiburi auf jeden Fall sagen können. Und da waren, glaube ich, noch eine. Warst du nicht gerade noch am Müll irgendwie vor ein paar Sekunden? Oh, genau, nee, da ist nämlich auch der Kill. Zwischen Weapons und Comps. Nee, das ist schon vor lange her. Wo ist der zwischen Weapons und Comps? Ich bin doch quasi schon... Also Jiburi hat auf jeden Fall gesehen, dass ich mit ihr zusammen in Office reingelaufen bin und dann hochgelaufen bin. Ich schwöre, ich bin runtergerannt, da war sie noch an Müll. Aber Tim, wie lange ist das her? 20 Sekunden? Sekunden, ja. Ja, siehst du, was ist das denn für eine Ansage? Naja, du kannst ja trotzdem...
Also aber wie alt Tim ist der Kill? Doch grad, ich bin ihm gerade entgegengekommen. Der ist ganz, ganz frisch. Ach so, ja, sag bitte nochmal, wo genau der Kill liegt. Wo liegt der Kill? Und das Problem ist, Shorty versucht sich gerade ein Alibi von Jiburi zu holen und sie ist in Lifeline. Oh oh. Obwohl ihr gerade auf dem Weg an seine Lab seid. Ich bin nicht in Lifeline. Ich bin in Lifeline. Ich hab's Hallo. Also, darf ich was sagen? Ich war in O2, da war Shorty am Müll. Das ist aber übel lange her. Da bin ich mit Shorty rechts zum Admin, zum Office gelaufen. Dann war ich mit Timid und einer Person, ich weiß nicht, wer es war, an Lifeline. Da war kein Kill. Wo war da bin ich nach rechts rausgegangen. Ich bin hochgelaufen, habe ich doch gesagt. Die ist mit zum Admin gelaufen, aber dann an Lifeline war sie nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich bin am Admin und da war keine. Aber Jibo, du hast mich doch gesehen, wie ich hochgelaufen bin. Vor 3 Sekunden war ich an Admin. Ja, es kann gut sein, aber ich bin auf jeden Fall halt jetzt gerade nicht an Dings, aber es war ich eben. Und Timid und irgendjemand kann das bezeugen. Und wie wäre es denn, wenn wir einfach beide Killer haben? Ich war an Shorty und Admin und da war keine. Wie wäre es denn damit? Kann der Sheriff vielleicht ein bisschen ballern? Oh, jetzt, na, ich, okay. Also Shorty hat halt neben mir umgebracht. Mich zu Wort bringt hier gar nichts. Ich halt nur, weil es halt schaffe, aber... Ah, das hat auch keiner mit drauf. Nur 2 Votes? Ja, what? Bei Jibo und Shorty keiner drauf. Aber Timid, kannst du bitte auch von Angst Ich hab mich selber gewotet, Timid. Nee. Ich hab als ob. Ich hab sie gewotet. Also Shorty ist es. Wir könnten jetzt Shorty killen gehen. Das stiftet bestimmt krasse Verwirrung, oder? Okay, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt Shorty... Oh, scheiße, wo ist... Oh, hier ist zugenagelt, okay. Da geht mein Timer weiter runter, wenn ich hier dran bin. Ja, geht er. So, wo ist Shorty? Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier hinterherlaufen. Also wenn es Shorty und Jiburi sind, ne? Oder wir lassen die weiter killen und benutzen die Informationen. Okay. Ja, gut. Bas hat jetzt gerade anscheinend auf mich geschossen und ist jetzt gerade umgefallen vor mir. Oben im Upper Decon ist auch noch gerade jemand, der ist gerade, ich weiß nicht, wer war das, Weiß? Okay, Shorty, was ist, wenn ich hier sage, dass ich der Sheriff bin? Ist du aber nicht. Yo, ich bin ich nicht. Was ist, wenn ich dir sage, dass der Kill 5 Sekunden oder 6 Sekunden Ja, ich habe hier auch gewartet. Was ist, wenn ich euch sage, dass Timid letzte Runde ins Labor gelaufen ist, genau dahin, wo anscheinend eine Leiche lag und danach Infos hatte, um Shorty und Jiburi zu belasten? Ja, okay. Aber warum sagst du dann nicht, was dir gesagt wurde? Ich weiß gerade nicht, wenn du meinst. Warum callst du meine Runde? Timid ist doch egal, aber du schiebst auf Shorty und Jiburi die ganze Zeit, aber du sagst uns halt nicht, warum. So, und das ist mein Problem. Du musst die Info irgendwie durchgehen. Ich sag halt, ich schieb's auf die beiden, weil ich halt die beiden Killen gesehen habe. Okay. Das sind 2 Killen gesehen. Also Shorty, du bist dir ganz sicher, dass Base auf dich geschossen hat und dann gestorben ist? Nein, nicht hundertprozentig. Vielleicht wurde ich auch gewarlockt, aber für mich sah es so aus, als wenn Base umgefallen ist. Und deswegen, weil Base ja am Anfang sogar noch meinte, sie schießt auf mich, dachte ich halt, war das halt für mich jetzt quasi selbst erklärt. Das gegen Ende jetzt haben sich sehr viele bewegt. Es waren unten bei Weapons, waren Vlesk, der Kill war woanders. Also das Jeep war da. Tim mit Rata. Okay, hier steht was. Hier steht was in meinem Chat. What is your role? My role is Medic. Unge. Cool. In meinem Chat steht auch was. Was ist your role? My role is Medium. Ich stehe wirklich hier. Shorty, sie glauben nicht, es war. Aber ich meine auch das mit dem Sheriff. Ey, ich mache einen Vorschlag. Wir voten Shorty jetzt. Ich mache einen Vorschlag. Wir voten Shorty jetzt nicht und wir machen Shootout in Duisburg. Ich schieße auf Shorty. Wenn ich sterbe, ja, ich will Shootout sehen. Bin ich dabei. Ab nach Duisburg. Ja, klar. Okay, let's go. Shorty, wo liegt die Leiche? Dann Timid, geh hin. Und guck, ob du Lindes Rolle rausfindest. Wenn sie Sheriff war, ist er safe. Im Lab oder was? Nein. Die liegt oben am Lab, Die liegt oben am Lab. Komm bitte Duisburg. Mal alle mit nach Duisburg. Duisburg. Ich will nicht alleine sterben. Ja. Und dann sagt Shorty wieder, hat wieder auf mich geschossen und war wieder... Aber dein Cooldown ist doch schneller als ihre, oder? Nee. Dann müssen wir warten. Wir warten einfach. Und dann guckt ihr auch, wer sich wo drauf portet, okay? Wenn sie Shorty auf mich drauf portet, dann votet sie raus, bitte. Genau, ganz okay. Okay, Matteo, der Messerstecher von Duisburg. Ja, aber wenn Matteo stirbt, dann lass bitte nicht direkt mal ein Meeting machen. Ich glaube tatsächlich, dass Matteo gerade Jakal ist. Ihr müsst kein Meeting machen. So, scheiße. Warum hat sie das gerade gecallt? Warum musste sie das gerade eben noch callen? Jetzt stellt sich in mich rein, damit's... Guck mal, sie stellt sich extra in mich rein. Nee. Geh weg. Sie drückt... Ja, guck mal!
Ey, ich hab meinen Button noch nicht mehr ready. Ja, jetzt bist du weggeworfen. Du bist weg. Also, dann wird eigentlich mein Button war noch nicht mal ready. Aber sind wir ehrlich, Shorty hat immerhin das Messersteher-Duell gewonnen. Ja, also, aber also, mit 2,5 Sekunden mehr, naja. Shorty, hast du noch was zu sagen? Nein, hat sie nicht. Ihr könnt mich gerne rausmuten, wenn ihr immer noch denkt, dass ich der Killer bin. Ja, klar. Hä? Hey, aber Matteo hat sich doch gerade an mir erschossen. Ja, ja, nicht das aus. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Ihr okay, pass auf. Wer ist denn die zwei, Shorty? Ich bin nice Guesser. Hä? Pass auf. Dann, okay, dann ja, guess was? Nicht. Okay, sag mir, ob ich voten soll. Sag mir, ob ich medium, voten soll. Guess medium auf Medium. Ja, oder mich als Hacker. Hey, sie ist evil Guesser. Warum gebt ihr jetzt noch eine... Hä? Was? Ich bin kein Hacker. Ich weiß nicht, auf wen sie gegessen hat, aber ich bin kein Hacker. Timid, oder? Timid, was, bist du wirklich kein Medium? Ich bin gelogen. Hätte sie mich nicht getötet, wäre ich über jeden Zweifel erhaben Sheriff gewesen und wäre immun gewesen für alle Votes. So, ihr Lieben, ich muss jetzt schnell los. Danke für die Among Us-Runden. Schönen Abend. Ciao. Mach's gut. Ciao, Shorty. Ciao. So, aber natürlich hätte sie zuerst gedrückt. Warum ist ihr Cooldown denn kürzer? Das raff ich nicht. Warum war mein Cooldown länger? Aber Imposter hätte dich gekillt. Ja, hätte der Imposter versucht. Aber die Chance wäre gewesen, dass der zweite Imposter Evil Guesser gewesen wäre und hätte dann falsch auf mich geguesst, Sheriff, und wäre dann auch noch gestorben. Das wäre richtig geil gewesen. Da ist der Sheriff! Nee. Oh, wait, ich war kein Sheriff. Nee, ich war kein Sheriff, ich war Karl. Karl. Ich will das ganze Game schon auf Jiburi und Shorty schießen. Und ständig kommen Reports. Aus letzter Runde, warst du mad auf mich, hast du dich deswegen beschuldigt? Ich habe nichts gemacht, die Runde, gar nichts. Ich habe eine Sache gemacht. Ja, das Alibi mit Shorty war halt schwierig. Ich habe kein Alibi gegeben, ich habe kein Ja, das Alibi von Shorty war halt schwierig, deswegen. Mhm. Es hätte lustig sein können. Dann hat Parzi beide gecallt. Also ich Shorty hat auch auf mich Medium gegessen, aber Vlesk hat mir die Rolle einfach geklaut. Ja, in meiner Wunschrolle, in meiner Wunschvorstellung wäre es jetzt so gewesen, Mendel hätte jetzt Shorty gekillt, dann hätte Tim Hohes als Sheriff hätte Tim Hohes als Sheriff auf den Jakal geschossen, weil er wusste, es gibt ja keinen Sheriff. Und dann hätte Jiburi noch auf den Sheriff geschossen. Ja, genau. Die Leute so endlos gehen, das wäre geil geworden. Ja. Ey, Jibo, ich habe geschossen, weil Timmy dich killen gesehen hat. Ja, aber habe ich ja nicht gemacht. Gesehen. Das war ja alles ausgedacht und geträumt. Ich hab's ja, das kann ich, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich habe nichts getan. Ich bin den Spaß und durchge... Ja, Shorty hat alles gemacht. Ich habe nicht eine Sache getan, die ganze Runde, weil ihr mich die ganze Zeit beschuldigt habt, stand ich halt nur rum. Ja, aber dann war unlucky, weil du bist genau neben der Leiche gelaufen dann. Deswegen. Nein, ich war so und zwei Leute waren zwischen mir und der Leiche. Okay. Aber war halt alles okay. Passiert. Sorry. Passiert. Sollen wir später nochmal heute im Laufe des Abends irgendwie zum Beispiel mit Mira oder so spielen? Das oh ja, Mira ist bestimmt lustig. Ich habe mir eine Wohnlandschaft gekauft. Können wir machen. Was hast du hier gekauft? Sag mal. Eine Wohnlandschaft, die heißt Mara von Höfner, die ist voll cool. Mara? Von ist das eine Werbung? Ist das Product Placement oder was? Okay. Wohnlandschaft Mara. Ja, die ist voll krass im Angebot. Die ist von 1.300 runter auf 600. Ist das echt eine Werbung gerade? Bin ich in der Werbung? Was denn? Ja, ich sehe sie gerade. Hallo. Oh mein Gott, ich bin gerade im Angebot Werbung. Von 1.200 auf 694. Hast du einen Affiliate-Link? Ja, hast du einen Affiliate-Link? Hast du einen Affiliate? Nö. Hä, die wandelt dein Netz zu mir. Ich sag dir, was ich nicht so gut finde an der Wohnlandschaft, die Metallfüße. Die lieber austauschen durch Holzfüße, noch schöner. Wäre noch schöner. Kann man ja verschmücken. Oha. So verdings ist halt einfach von 1200 Euro auf 694 Euro. Ja. Was? Krass, oder? Was? 50%? Das sind, oh mein Gott. Das ist, weil Höfner 111 das Jubiläum feiert. Krass, oder? Passt so ein wie Matteo. Hey. Ich wünschte. Warte mal, ich würde Werbung für euch machen. Ich bin jetzt der neue Bonjour-Admin. Noch nee, nicht Franzi. Hallo. Los. Hallo. Hi. Hallo. Aber die schaut schön aus. Franzi, hast du die Nachricht gelesen? Nee. Achso, doch habe ich. Ich habe dir auch geantwortet. Ja, aber ich lese das nicht. Was hast du nur geschrieben? Dass wir die neue Version gespielt haben. Ja, aber wir spielen die alte Among Us Version, aber die neueste Other Roles.
Ja, ja, ich muss mal gucken, ob das klappt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zurück updaten kann. Warte, ich hab den Folder hier. Oh, Moment mal, du bist ja doppelt. Dass noch jemand drauf sitzt auf dir. Was? Wahrscheinlich zu viel, oder? Mal, wenn du möchtest. Könnte sein, dass es Konflikte gibt. Start einfach mal starten, wir gucken einfach. Und wenn nicht, dann musst du gucken. Ansonsten habe ich auch den Ordner mit der alten Version. Das genau. Ist nicht so das Problem. Nice. Okay. Ich denke mal, dass du einfach keine Rolle bekommst, oder? Spaß. Weiß nicht. Viel Spaß. Das haben wir gleich auch Alienware-Werbung. Wer darf nicht als erstes sterben? Blesk, ne? Nee, Unge. Ich bin Imposter. Das passt. Also ich habe eine Rolle gekriegt. Ich bin erst gestorben. Also wer mich tötet, der muss mir 5 Subs geben. Ach, geht ja auf YouTube Gaming gar nicht. Ja, wow. Aber bald werde ich wechseln. Franzi, wir stechen Tim rein. Ach, Franzi, schon müde. Das kann ich gar nicht sagen. Simon, wir haben doch gesagt, wir kaufen Kondome. Zu Facebook Gaming natürlich. Haha, Omega Lull. Wir wollten doch dann Kondome kaufen. Hier ist jemand rein. Oh. Oh, war das und knapp, Matteo. War mal kurz, ja. Kurz nee, Franzi, war okay, knapp. Hey, was? Ach nee. Mit der Version zu geben, ist einfach rumgefallen. Nein, also es war, ich sag euch das, sie hat gerade gesagt, kein Problem, ich habe eine Rolle, ich bin Imposter und ich habe sie geglaubt, ich bin Sheriff, habe einfach draufgeschossen. Was? Ja, ich habe gedacht, warum sollte sie lügen? Sie ist gerade erst angekommen, warum sollte sie uns direkt belügen? Alle. Also das heißt, Simon ist 100% Sheriff, ja? Simon, du musst sowieso auch wissen, Franzi lügt tatsächlich nie, wenn die sowas sagt. Das haben wir. Ja, keine Ahnung. Also ich habe einfach drauf geschossen. Ja, sehr gut. Ja, möchtest du sonst irgendeinen Sheriff outen? Nee. Ja, ich bin Sheriff. Nein, bist du nicht. Pass auf, Simon, dann schießt du jetzt einfach auf Jeff gleich und dann haben wir die Runde gewonnen. Genau. Ja, okay. Aber warum mach nicht Simon, dann bist du tot. Ja. Nein, aber Sheriff. Okay, Jeff ist es. Jeff ist es. Jeff ist es. Okay, Jeff, lass uns in unseren geheimen Ort gehen. Mach mal. Das skippen aber, weil die voten mich gerade. Nein, keiner votet dich. Hey, ich hab 2 Votes bekommen. Die sind von mir. Ich bin Mayor. Ich bin Mayor. Achso, scheiße, sorry. Die Blumen von unten. Ich hab doch nicht geschifft. Okay, wir sehen uns. So, okay. Fix Lights. Warum geht ein Jiburi nach unten? Na gut, wenn die das machen, dann sollen die es machen. So. Jeff läuft runter. Kann man das überhaupt machen, das Rad, wenn man das nicht vorher gemacht hat? Kann man das überhaupt machen? Keine Ahnung. Tiere mit. So, ist niemand tot, nur Franzi ist halt tot und weg. Nee. Was? Wer? Ja, wahrscheinlich war es Timmit, oder? Muss Timmit gewesen sein. Wait, hast du das gerade schon gesagt, bevor du den Report gesehen hast, Simon? Nein, wahrscheinlich war es Timmit, nachdem ich den Report gesehen habe, dass er wahrscheinlich Time Master war. Wer ist Time Master schnell, wenn er noch lebt? Naja, Timmit ist ja tot. Timmit ist tot. Also bist du der Killer, Timmodus. Aber ich kann gut rausnehmen. Nee, Timmit ist auch vor 3-4 Sekunden gestorben. Also Timmit ist direkt nach dem Time Master. Das ist ganz komisch, dann müssen die gleiche Richtung gelaufen sein, weil Timmit ist direkt gestorben, nachdem dieser Time Master-Effekt angegangen ist. Vor allem stand Chris, wir standen aufeinander, als der Kill passiert ist. Okay, ich habe eine Info. Also, und Jess und mich. Erstmal, genau, ich bin gerade zusammen mit Jiburi und Jeff in Specimen, aber jetzt sag ich noch was. Ich habe ja gesagt, ich möchte auf Jeff schießen, aber Jeff ist nicht mit mir gekommen in Specimen. Ich habe den nicht gefunden. Wait a moment. Tim Horus hat reported, den Time Master reported. Da muss doch der Killer mega in der Nähe sein, oder nicht? Eigentlich schon. Also, ich kann kurz erklären, wie meine Sicht war. Ich bin ins Office gerannt, stand über Vlesk. Dann ist der Time Master angegangen. Dann bin ich an Lifeline gegangen. Timmit war tot. Dann bin ich ins Office gegangen, also weiter runter. Und da war direkt der Report. Ja, also Timmit Horus würde ich ja ausschließen, ehrlich gesagt. Nicht, eine, dass das eine Frage habe ich. Wer war der in Camps jetzt gerade? Ich bin auch gerade noch rüber zum Licht, aber ich habe es nicht mehr geschafft, den letzten Schalter noch. Also ist noch aus. Weil ich vorher on Cam, ich war davor in Cam und bin dann Richtung Lab gelaufen. Ich hatte da noch. Als Timmit seine Lava-Task gemacht hat, da standen noch Simon und noch irgendwie 2-3 Leute da drum rum. Ja, Schuh und Jeff sind übrigens auch raus für den Kill. Ich bin in Lab, danke vielleicht. Okay. Gerne. Also, Simon auch oder Lab, Jiburi, oder keiner von euch ist Time Master, so 100%. Nein, das war von uns keiner. Ja. Okay, gut. Okay. Okay.
Okay. Hast du gerade gedacht, es wollte jemand killen, oder was, Jeff? Von nee, weil ich vielleicht ein Warlock kill, weil ich dachte, Fless hat mich gewarlockt, weil er mir ungefähr 10 Sekunden hinterhergelaufen ist. Matteo, warst du? Ich war am Stein versteckt, bin hinter dir hinterhergelaufen und bin jetzt an Lifeline mit dir. Oh, ja, das ist aus meiner Sicht relativ safe, Unge. Bullshit. Unge kann es nicht sein. Okay. Unge kann es nicht sein, 100%. Also, den Kill kann ich gerade nicht gemacht haben. Den ersten Kill könnt ihr mir noch an die Schuhe schieben, dass ich nicht ein Sheriff bin, sondern ein Mörder. Aber den Kill kann ich nicht gemacht haben, das kann Jiburi und Jeff bestätigen. Jeff, kommen wir zum Bücherregal? Kommen wir zum Bücherregal, Jeff. Wo ist die Leiche? Ja, dann ist es Partygang, Office-Gang. Also, Party und Unge sind für mich aus meiner Sicht die ersten zwei. Ja, dann ist es für mich aber jetzt kriegt, so ein offensichtliches Party. Dann ist es für mich aber eher Vlesk. Wenn der was wolltest du von mir, Vlesk? Also, das Gute ist, der Time Master ist raus. Party hat dann gut noch mal reingekillt. Das war noch mal stark. Oh, es ist aber, es ist schwierig. Ah, fix Lights. Fixen die Lights. Guck mal, da ist Vlesk. Was war das? Und Bless kam da gerade von oben. Lights are out. Warum sind Lights... Ist er Dings? Ist er Trickster? Wo hat er seine Boxen platziert, dass er Trickster ist? Die Lights sind jetzt wieder an. Okay. Okay, ich habe Schuh gefunden in Admin. Nee, Admin. Ja. Die ist, ich dachte ursprünglich, es war Matteo, als ich die Leiche reportet habe, weil der aus Office kam. Das Problem ist, die Leiche ist auch schon, also das ist schon ein bisschen älter. Ich kam nicht aus Office. Ich war. Du kamst nicht aus Office. Ja, selbst wenn. Also, die ist 20 Sekunden plus tot. Mhm, okay. Und du kamst ja vor 10 Sekunden so aus der Richtung. Aus der Richtung, ich gehe davon aus, dass du das nicht warst. Aber ich war auch nicht in Office drin, muss ich dazu sagen. Sondern ich bin. Auf jeden Fall kamst du aus der Richtung rüber zu Weapons und Comms und bist durch zu O2 gelaufen. Genau. Drei Leute waren ja in Specimen, richtig? Jeff, ich hab danach kurz noch. Okay. Die Buri, Jeff und ich sind in Specimen. Ja, ich warte, dass du schießt. Ich habe mich unentschieden. Ich bin der Meinung, du bist kein Mörder. Ich habe gerade sämtliche Türen von O2 zu Electrical aufgemacht, weil ich dachte, dass das Licht aus ist, bis ich realisiert habe, dass das Trickster Light war und oben angekommen bin. Also ich bin mit Jeff, in dem Bücherregal dann gewesen, habe gewartet, bis er seinen Kill-Cooldown ready hat. Er hat mich nicht getötet und dann habe ich mich auch entschieden, ihn nicht anzuschießen, weil sonst wäre ich gestorben. Weil Jeff ist kein Mörder. Aber da liegt doch eine Leiche. Also in der Nähe vom Bücherregal, oder? Vielleicht ganz kurz, weil du letzte Runde mich dann so auf einmal hattest. Wer hat denn dich rausgenommen dafür, dass du den Kill nicht Tim gemacht Hose, hast? Nur zu 1000%. Ne? Okay. Ja, aber ihr könnt ja beide, irgendwie ein Lover-Couple, Lover-Imposter-Scheiß sein. Hallo? Scheiße. Alter, was also, wenn dann muss Tim Horus der Killer in dem Gespann sein, weil das Problem ist, ich war hinter Tim und ich bin an die Lifeline gelaufen und ich wusste auch genau, wie alt der Killer ist, aber ich habe ihn nicht reported. Das soll ich eigentlich genug, eigentlich sollte ich das schon genug sagen, aber... Ja. Ja, ich bin es nicht. Gut. Linda hat Licht angemacht. Timoris kann ich rausnehmen, wenn wir kein Duo sind. Und dann wollten wir einfach Passwörter. Und Simon, du musst ja eigentlich wissen, dass wir nicht Imposter-Duo sind, doch, weil du hast ja offensichtlich in der ersten Runde jemanden weggeschossen. Imposter-Lover-Couple. Ja. Mm. Das Ding ist, kann wir wurden ja beide den zurück im Imposter. Und was ist, wenn wir einfach noch zwei haben und Simon da gelogen hat? Das kann sein. Ist, wenn wir einen haben und du Imposter bist? Passwörter. Ich wollte Passwörter. Das ist falsch, tatsächlich. Nein. Könnte nicht vorbei ist. Ja, wirst du feststellen, Vlesk. Dann ist das gleich, müsst jetzt vorbei sein, oder nicht? Dann könnte Simon oder Vlesk gleich gerne warten, aber du wirst feststellen, dass das Game jetzt leider nicht vorbei ist. Ja, es wird Vlesk mit Tim Horus im Lava-Couple sein. So, also, Simon ist kein Sheriff, weil er konnte ja Franzi gar nicht erschießen. Er konnte Franzi ja gar nicht erschießen. Warum laufen die nicht? Er konnte Franzi nicht. Also, dass Unge Sheriff ist, ist absolut unmöglich. Das heißt, er muss ja gekillt worden sein. Okay. Das ist so dein Ding heute. Nee, aber der Button muss sein, weil es ist, alle sind ausgeschlossen, außer
Valesco und Tim Horus, wenn die irgendwie eine komische Rolle zusammen haben. Mangel ist raus, Jeff ist raus, Jiburi ist raus. Okay, es könnte auch Barsan jetzt sehr rausgehen in der ganzen Runde, aber Barsan hat auch niemand ein Alibi gegeben. Und dieses Tim Horus Valesco Alibi, oh, ich war da in der Nähe und ich habe diesen Time Master gekillt. Also nein. Ich habe nicht nur eins von Tim Horus, ich habe auch eins von Matteo. Der meinte zu mir, er war hinterm Stein und ist mir dann hinterhergelaufen zur Lifeline. Also, ich habe. Aber da muss Tim Horus der Mörder sein, weil. Nein, wir waren noch vor Office, ich und Flesk. Dann sind wir beide zurückgeportet. Ja, ach so. Du kannst mir euch erzählen, Du kannst mir euch erzählen, dass Flesk und Tim Horus zusammenstehen und dann passiert ein Zeitzurückspuli. Und Tim Horus fährt die Leiche und Wes weiß gar nicht, oh, wer könnte das sein? Weil er an Lifeline geblieben ist und ich bin links weitergerannt. Die liegt ja in dem Gang weiter links. Ich erkläre dir nochmal genau, was passiert ist und dann stelle ich dir ein paar Fragen. Ja, okay. Das blaue Ding vom Time Master ist angegangen. Dann habe ich gesehen, dass Timid stirbt. Da stand Tim Horus noch neben mir. Ich bin in die Lifeline gelaufen und sehe, okay, Timid ist tot. Also ich habe geguckt, wer tot ist. Und dann hat Tim Horus links neben mir reported. Matteo habe ich nicht gesehen, aber nach seiner Aussage kann ich es nicht sein. Also Matteo ist für mich nicht raus. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Was ich mich gerade frage ist, wenn du jetzt einen Button drückst, warum schießt du stattdessen nicht einfach, wenn du wirklich Sheriff bist? Ja. Nein, ich bin kein Sheriff. Ich sag dir jetzt Folgendes. Wer hat dann Franzi gekillt in Runde 1? Ich war Sheriff. Meine Rolle wurde mir geklaut von einem Switcher. Ich bin jetzt einfach nur noch ein normales Crewmitglied. Und es könnte nur noch Jiburi und Jeff, die Switcher sein, also einer von den beiden wird jetzt Sheriff sein. Ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, Jiburi oder Jeff, aber einer von euch muss jetzt bestätigen, um erstmal hier die Unschuld zu proven. Also einer von euch sollte jetzt bestätigen. Ja, ich bin Sheriff. Jeff machen. Ja. So, und ich war Sheriff, aber ich habe keinen Kill begangen. Ich war wirklich Sheriff, aber Luna war einfach tot. Das heißt, es sind noch zwei Imposter drin, aber ich war wirklich Sheriff, ich habe aber Luna nicht getötet. Mhm. Das war jetzt die komplette Geschichte, die komplette Wahrheit. Okay, dann ganz kurze Frage. Das heißt, du hast auf Franzi geschossen, als du Sheriff warst? Nein. Ich hab niemanden erschossen. Ich bin einfach Sheriff, aber die Leiche lag vor mir einfach. Die war im Lab vor mir. Ich habe niemanden erschossen, ich habe einfach nur so ein bisschen damit geplayed. Kann Unge eine eigene das Rolle kriegen, halt die einfach nur so. Unge heißt und toll muss? Also, so, what the fuck? Gut, ey. Deswegen, also, für mein Verständnis sein, versuchen nämlich gerade zu play. Krass, dass jetzt Mantle rausfliegt. Weiß nicht, ob Matteo richtig war. Also, macht gar keinen Sinn. Eigentlich, naja, war ein Button. Ja, GG. Ja, Alter, Freunde, die ganze Runde hat gar keinen Sinn. Was war das für eine komplette. Was war das für eine Runde? Matteo, nichts anderes als random. Also, wie random war das denn? Dass die Runde anfängt, ich Franzi töte und Simon hinter mir reportet und sagt, ich hab Franzi getötet. Lunatic war Sheriff. Ja, und vor allem, ich war Sheriff. Also, Unge sagt wirklich, ja. Der Erste, der stirbt, ist der Sheriff. Ja, da haben wir absolut keine Chance mehr, das Game mitzuspielen. Nee, so, weil wir haben nichts, womit wir arbeiten können. Keine Info. Also war ja legit alles gelogen, was überhaupt jemals erzählt wurde. Das hat ja nichts gestimmt. Ich war Shifter und hab Jeff die Rolle geklaut. Und deswegen war ich dann Detective. Deswegen habe ich halt gesagt, dass ich Sheriff bin, weil ich meine Rolle verloren habe. Oh mein Gott. Aber damit halt der Evil gestern nicht falsch reingeht, aber Mendel hat sich nicht getraut. Er hat sich nicht getraut zu gessen. Aber Simon, warum soll ich überhaupt. Also, du hast ja keinen Win davon, weil ich hätte auch so nicht gegessen. Ja. Also, hä? Ja. Das hat überhaupt keinen Nutzen gehabt, oder nicht? Ich habe zwei Ecken weiter gedacht, da muss ich noch hinkommen. Hä, was? Alles klar. Okay. Unge ist einfach nicht different. Okay. Ja, Franzi, gute erste Runde, oder? Ja, danke, war cool, ja, macht Spaß. Und wie hast du das jetzt gemacht? Also, Parsi hat Franzi gekillt, oder was? Ich hab alle Kills gemacht, Matteo, du hast doch nichts gemacht. Ja, ich weiß, dass ich keinen Kill gemacht habe, aber warum war Franzi dann Sheriff? War einfach ein Zufall, oder was? Ja, einfach ein Zufall. Simon, wie krass. Ist einfach nur drüber gelaufen und hat gesagt, ich bin Sheriff und hab sie erschossen. Das ist ja wirklich Zufall. Komplett wild. Vor allem wild. Die Selbstbewusstsein noch dieses, sonst könnte der Sheriff sich ja jetzt melden. Und Franzi so. Viel Spät, ne? Wisst ihr, was mein eigentlicher Plan war? Wenn der Sheriff sich meldet, hätte ich ihn geswitcht, dann wäre ich Sheriff geworden. Stimmt, das ist ja schlau gewesen. Ja, aber das konnte ich nicht, weil der Sheriff hat sich nicht gemeldet. Und ich hab wenn Sheriff drin gewesen wäre, hätte sich der Sheriff erstmal in die erschossen so, und dann wäre Crew sowieso direkt gemacht. Stimmt, wahrscheinlich, ja. Und nicht nur das, dann hätte Matteo auch einfach drauf schießen können, weil ja, ich hätte gessen können, gemeldet, hätte er einfach. Ich hab noch nebenbei Schach gespielt, Leute, das war easy. Ja, 5D-Schach. The time of his life. Ich bin halt ich muss noch zwei Ecken weiterdenken, sorry. Na gut, okay, das heißt, wenn wir on another level. Die Rolle Unge changed einfach jede Runde die Rolle. Einfach jede Meeting andere so, Rolle. Mit Schule will ich nicht rumlaufen. So. Machen wir mal. Oh, wir könnten jetzt. Ist falsch. Wir können jetzt versuchen, alle Tasks zu machen. Das wär's.
Dann machen wir die oben im Labor. Oh, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Oh, oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg vor dieser Person, wer auch immer das ist. Ey, ich... Mann, ey, es nervt. Es nervt. Hm? Cool. Ah ja, Matteo. Hat sie was? Light is not going on. Ich hatte gar keinen Bock, dass ich das mache. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich habe Matteo gefunden. Im Labor. Matteo liegt genau, also hinten im Labor, bevor man zu dem Dekon unten so reingeht. Also zwischen dem Labor und zu diesem Eingang von unten. Ich bin ganz am Anfang ins Labor reingegangen. Dann ging Camouflage an, da war noch jemand mit mir drin. Es kann sein, dass es war. Es kann auch sein, dass es Mörder war. Wenn das Matteo war und der jetzt einfach tot da liegt, ich habe es nicht gesehen, weil der Camouflage an war, aus. Dann muss der Mörder unten reingewendet sein. Du bist immer ein bisschen abgehakt, also deine Sprache musst du so ein bisschen niedriger stellen, dass sie früher aktiviert. So, okay. Hat man einigermaßen verstanden? Hat alles verstanden, aber es war immer so am Ende so. Oh, das ist ja weird, okay. Und dann ist halt, okay, danke. Meiner Meinung nach waren da drei im Lab. Nee, also es waren vier Leute im Lab, aber ich würde mal davon ausgehen, dass der Killer Richtung Admin oder so gewendet ist. Ja, genau. Auch so viele Leute. Ich habe nur Parzi und Timid gesehen. Genau. Aber vier Leute waren trotzdem drin. Ich sag dir, warum wir vier Leute waren. Es wird knapp mit Web oder Rap. Jeff und ich waren im Bohrer-Raum. Dann ging die Tür hinter uns zu. Wir wurden camouflaged und das Licht ging aus. Und dann dachten wir beide wahrscheinlich einfach, wir bleiben jetzt einfach so lange, wir so blob sind, bleiben wir einfach oben an der Wand. Haben wir uns zwischen Werkbank und Bohrer hin und her gelaufen. Und wir sind auch, als Licht aus war nicht rausgegangen. Wir sind einfach drin geblieben im Raum. Deswegen waren wir da. Ich erzähl kurz was. Und zwar Admin-Table. Keiner war Office. Auf einmal waren drei Leute. Admin-Table und Parzi stand auf einmal neben uns. Also heißt, er muss gewendet sein. Hab ich auch gesehen gehabt. Nein, Parzi ist runtergelaufen. Okay, also können wir darüber reden, dass Vles genau weiß, dass ich nicht gewendet bin, weil wir zu dritt ins Office reingelaufen sind. Wir sind von der Pylone gekommen, sind alle drei, also Franzi, Blesk und ich unter das Dodge lang gelaufen, rechts ins Office rein und dann ist der Kill passiert. Deswegen kann ich auch Timid, Blesk und Franzi davon rausnehmen. Als ich war am Anfang nicht aufgepasst. Was ist denn ins Waschbecken Schnauben? Also ich kann euch jetzt sagen, was für eine Rolle ich habe, aber ich glaube dir eh nicht. Was ist Schnauben? Timid, du warst der am Stein, oder? Während Camouflage? Oh, das ist links am Stein, meinst du? Ja, wo du bist einmal oben drum gelaufen. Ich bin runtergelaufen und dann unten durchgelaufen. Okay, das ist okay. Lass lieber die Tasten lösen, den Fall so. Ja, ich habe den Fall, der Fall ist ja schon gelöst. Tim, hast du getötet? Tim Horus hat getötet. Nope. Tim auch nicht. Sag mal ehrlich jetzt, komm. Ich weiß auch nicht. Welcher Tim? Tim mit oder Tim Horus? Tim oder Tim Horus? Tim mit. Welcher? Auf Fußnägel, nur Fußnägel. Ja. Welcher Tim? Aber von anderen Leuten, ne? Horus, der andere ist der Tim It. Nein. Tim It. Findest du vom Design? Tim It, warum hast du mir vorhin echt PDF-Fass komplett kommentarlos deine Handynummer geschickt? Also... Goose Goose Duck ist schon. Call me baby. Goose Goose Duck hat schon ein geiles Design von den Leveln und sowas. Aber ich finde so vom Feeling her, also von den Animationen, von den Sounds her und sowas, finde ich im Among Us schon viel stärker. Achso, ich wollte sagen, gib mal Timestamp, da kann ich ihn voll spammen. Ja. Schnauben ist Rotzen. Ah, okay. So. Ja, weiß nicht. Also, ist so ein bisschen. Also, man merkt, dass es ein Klon ist. Also, die hatten gute Ideen. Aber es ist irgendwie. Among Us hat so einen eigenen Charme oder Stil, keine Ahnung. So, dann machen wir in Office alle. So, let's go. Among Us Stream mit den meisten Viewern auf ganz Twitch? Nee, oder? Das glaube ich nicht. Oh, guck mal, Timid ist gestorben. Der Loser. Oh, guck mal, Blesk und Timid sind tot. Und jetzt reportet Baso schon wieder. Nee, ist er gecleant? Nee, hat sie nicht. Oh mein Gott, war es gruselig. Oh, oh mein Gott, hello, it's me again. Ja, also Problemchen. Ich erzähle kurz. Ich bin durchs Specimen gelaufen und an den Admin-Panel. Dann bin ich nach oben zur Lifeline gelaufen. Als ich
bin ich Tim. Du bist immer noch so abgehackt. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Danke, ich habe alle Einstellungen aus. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Keine Ahnung. Das ist der Discord gerade. Discord neu starten. Kannst du nicht so ändern gerade. Ja, wir haben noch keinen festen Plan für die LAN-Games. Ist ja auch egal. Wenn Dalo ausgemacht hat, aha, seht ihr? Ich stand an der Lifeline. Es war Blob an, dieses Camouflage-Zeug. Neben mir wird Timid gekillt. Und der Blob läuft weg. End, that's my story. Keine Ahnung, ob das ein Loverkill war, aber Timid liegt vor der Lifeline. Ich habe nicht instant reported. Ich wollte den Blob erst hinterherrennen, dann ist mir eingefallen, es war Licht. Moin. Junge, ich sehe es gerade. Aus dem Haus war schon jetzt. Kein Problem, ich nehme auch mein Mikrofon im Mund. Ja, das war's. Ich bin zurück im normalen Schlaf. Alles gut, das ist eine gute Info. Jetzt eine Frage an Shushu. Du bist doch mit Vlesk unten langgelaufen. Wann hast du ihn verloren? Wo habe ich Ich bin rechts rumgelaufen, also als Camouflage angegangen bin ich von euch weggelaufen und bin quasi rechts am, wie heißt das, Koms vorbei und runter und dann habe ich mich nicht mehr gesehen. Ach so, okay. Und stehe jetzt im O2 und ich bin weggelaufen von euch beiden, weil ihr da die ganze zusammen seid und ich euch nicht stören möchte bei eurer Sexy Time. Ja, Jeff und ich, wir sind Lover. Shorty zu LAN geht nicht mehr, weil wir haben jetzt die LAN voll. Wir haben nur vier Plätze hier. Ja, und wir haben ja an dem Abend Also Edo, glaube ich, die Geschichte, die würde ich, würde einfach mal glauben. Jeff weiß ich, dass er komplett unschuldig ist. Basos Geschichte hat sich einfach sehr glaubwürdig angehört. Shushu war als letztes beim Vless, aber ich kann natürlich nicht beweisen, dass sie in der Nähe da war sonst. Mhm. Ansonsten, ja, wer kann den Mord gegangen haben? Ich habe die neue Mitarbeiterin noch nicht vergraut, aber ich habe sie noch nie gesehen. Also letzte Person vor dem Mord habe ich Tim Horus. Genau, da bin ich vom Admin-Table raus zum Licht, weil das Licht aus war. Ja, aber Tim Horus, bist du Camouflage oder bist du der andere Evil Guesser? Ja, Tobi nicht. Ich bin keine der Rollen, Simon. Okay, dann vote ich dich. Waren die zwei Lover? Hat irgendjemand Lifeline-Info? Oder ich bin mir nicht sicher, Lover, Unge und Jeff. Nein, also Jeff Timid und ich sind die ganze Zeit zusammen. Wir sind gerade zusammen, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, wir sind kein Lover, wir sind einfach so verliebt. Es kann sein, Speed Freaks, aber schwer einzuschätzen. LAN ist ja mehr einfach nur mit Leuten treffen, die man cool findet und einfach zocken. Ist jetzt nicht so, also schon ein Event, aber ist jetzt nicht irgendwie so eine richtige Show. Also wir haben da zwar auch so ein paar Formate, die wir da machen wollen, wie bei jeder LAN. Die war für euch jetzt alle. Aber ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie, es wird einfach so chillen und zocken. Ist eigentlich mehr wie normaler Stream, nur länger mit anderen Leuten. Spiele mit Schmerzen ein. Was? Wen finde ich nicht cool? Und LAN geht auch nicht so lange von den Stunden. Genau, LAN ist ja nicht durchgehend. Wir spielen dann nicht die ganze Nacht durch. Das wäre auch mega anstrengend, glaube ich. Aber dafür ist ja die LAN, also Haus an Haus war ja nur 24 Stunden am Stück. Die LAN ist ja eine Woche, aber nicht komplett am Stück. Findet die LAN im Studio statt? Ja. Ich meine, die LAN wird hier im Studio stattfinden. Wird es Dönscher geben? Da müsste Niklas fragen. Ich glaube schon. Aber ich glaube, also er wollte es, glaube ich, machen. Franzi wieder tot. Keine Nachtschicht. Nicht so wie letztes Mal. Oder, nee, letztes Mal haben wir auch schon eine normale LAN gemacht. Ne? Da ist irgendwie so um 3 Uhr Schluss. Oh oh. Hä? Tim Horus hatte mich ja getötet. Ist. Wait a minute. Ist Shu? Hä? Shu ist kein Sheriff. Sie muss Jakal sein, oder? Das dauert mir zu lange. Oh, oder Batim Horus Jakal. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Button. Du hast die Crew damit eventuell gerettet, weil... zwei Leute sind tot. Also Simon... Eine Frage, du meinst letzte Runde, wo hast du Shushu mit Flask alleine gelassen? Wir waren links von Koms an dieser Labyrinth-Task und da bin ich mit Jeff, als Lichtausgang ist hoch. Flask liegt ungefähr 3 Meter darunter. Dann muss es aber Shushu sein. Nee, dann wart ihr beide, ihr lauft die ganze Zeit zusammen. Naja, ihr lauft ja die ganze Zeit zusammen, dann seid ihr halt Lover Imposter. Nee, können keine Lover sein, weil die Lover sind davor gestorben. Nein, sind sie nicht. Okay, pass auf, ich riskiere jetzt was. Ich bin der Nice Guesser. Warte. Was hast du denn vor zu gessen? Ich habe vor, auf Shushu Camouflage zu gessen. Dann mach. Und wenn ich mich vergesse, dann vote Shushu raus.
Oh, jetzt würde ich. Oh. Ja, dann mach. Dann, ich bin kein. Ja, aber was hilft uns das, Simon? Das hilft. Ja, aber es hilft uns, dass wir noch den anderen Imposter sofort rausvoten können. Aber was wetten wir, dass, wenn du mich jetzt als Camouflage gehst, dass Jeff auch stirbt und ihr beide wart im Imposter-Lover? Nee, genau, seht ihr, dass ich nicht Lover mit ihm bin? Hä? Okay. Ja. Ja, Schüsse, das ist jetzt ein Eigentor, glaube ich. Nee, aber ich bin kein Imposter. Ja, vielleicht ist sie keine Camouflage. Ja, das ist so ein Soll-Guess. Nein, wir voten Schüsse einfach. Also, Schüsse muss da nichts gefühlt haben. Die zweite Leiche lag übrigens an der Lifeline. Ja, Larifari, ja, sowas in der Richtung. Klar, ja. Da wurde auch das hat doch Basel gecallt. Ja, wenn du aber sagst, aber guck mal, du sagst, es ist ein Larifari gewesen. Ich möchte unbedingt. Warte mal, bevor ich möchte unbedingt. Warte, eine Sekunde, Mann. Nein! Wenn Basel sagt, sie hat einen Killer gesehen an Lifeline, dann war das ein. Und du sagst, es ist ein Lover. Wie soll ich dann Wes getötet haben? Also, du hast doch einfach mal logisch nach. Ja, das hat sie gesagt. Ja, vielleicht war ich zu abgeschnitten, aber das war ja Blob, also Camouflage. Ich habe halt nicht gesehen, wer es war. Und Tim Horus kann es ja eigentlich jetzt nicht gewesen sein, wäre der tot. Weil dann war vielleicht einfach wahrscheinlich der Lover gewesen, der einfach so irgendwas hat, was du dich im nächsten Jahr freust, Events. Ja, die LAN. Deswegen. Aber dann gibt es keine Events. Also, Wunder Jugendspiele gibt es ja noch. Wen voten wir jetzt als Crew? Ja, Schuhschuh, die allerdings. Ich glaube eher, dass bei Basel ein Lifeline derjenige einfach umgefallen ist. Auf Haus an Haus im nächsten Jahr. Nächstes Jahr werde ich kein Haus an Haus mitspielen. Die werden sich andere Leute suchen. Weiß ich ja. Mein Gott. GG. Ich habe es niemals eingekauft. Dass ich habe nur meine Dings da gemacht. Ich habe nur Camouflage immer angemacht. Und er hat mich getötet. Und ich dachte, der ist zu 100% safe. Und ich wollte. Geil. Und ich dachte halt wirklich, dass ihr Lover seid. Und ich habe mir überlegt, nein, ich dich nur eingekauft. Jetzt schon, bin ich. Aber dann hätte ich mich auch cursen können. Gedacht, wie mache ich das als Imposter, wenn ich... Weil ich ja mit Simon voll oft rumlaufe heute. Und dann auf einmal so, was mache ich jetzt im Poster? Ich kann doch nicht einfach alleine rumlaufen, dann fasst er mich halt direkt. Aber das war jetzt das Einzige. Ich meine, ich habe Wes da schon getötet, aber mein Alibi war, dass irgendjemand ja gesagt hat, es ist ein Lover-Kill gewesen, was es ja nicht war. Ein Lover, oder? Nein, wir waren kein Lover. Nein, es war kein Lover. Ich habe Wes getötet und irgendeiner hat. Wir sind gleichzeitig gestorben, weil es war halt Camouflage und dann töten die Imposter natürlich dann während Camouflage. Ich bin trotzdem verliebt, Wes, alles gut. Und hatte nur einmal aufblinken. Ja, schade für Schuh gewesen, weil Schuh war ja mit mir, Unge und Jeff da an der Lifeline, aber wir sind ja alle weggelaufen davon. Ich und Schuh waren da gar nicht mehr, weil ich bin dann zurückgelaufen, um noch eine Kamera einzustellen und dann kam Schuh auch nochmal zurück. Mann, ich wollte unbedingt meinen Guest noch raushauen, aber ich hätte niemals gedacht, dass Jeff einer der Bösen ist. Hast mich so perfekt eingekauft, wirklich. Ich habe einfach. Wir sind Lover-Imposter. Ja, und deswegen habe ich mir so gedacht, so, ja, okay, ihr seid nicht Lover, ihr lauft so ganz Das Geilste an der ganzen Runde war halt, wie Simon nach dem Weg ist, so, nein. Aber das hast du gut gemacht, Schuh. So. Also, das, was du gesagt hast, war ja voll richtig. Habt ihr gut gemacht. Ich wollte dann eigentlich Jeff cursen und dachte mir so, wenn ich Jeff curse und er tötet Unge, dann stirbt er ja auch. Und deswegen habe ich es die ganze Zeit nicht gemacht. Boah, sehr gut. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ich brauche das Alibi von Simon. Das war echt gut, Ey, Schuh. Ey, Schuh, ich habe erst vor dir, als du mich gekillt hast, Franzi getötet, denkst so, geil, Schuh rennt mit mir in die Korn rein, ich töte sie jetzt. Und dann haust du mich weg. Das war so funny. Ja, weißt du, ich habe dir auch noch ein Schild gegeben, Tim. Das war frech, dass du mich tötest. Franzi. Ja. Ich bin als erstes gestorben, also passt auf. Ohne das Schild, Tim. Ich war erster Kill, Vorsicht. Okay. So, das ist ja ganz geil. Oh, Camouflage und oh mein Gott. Oh, ups. Ich habe ein bisschen rausgeguckt an der Seite, lol. So, wer läuft jetzt vorbei? Ich will jemanden cursen. Curse. Mann, lauf doch an mir vorbei! Scheiße. Ich will jemanden cursen hier drin. Das ist nämlich geil, wenn man hier curst, dann wissen die nicht, dass ich die getoucht habe. Come on, lauf an mir vorbei. Warum läuft denn niemand vorbei? Was soll das? Hallo? Hä? Hallo? Wir machen mal ganz kurz das hier an. Vielleicht laufen die dann an mir vorbei.
bleiben die denn? Sag mal. Lasst mich doch cursen. Geh scheiß drauf. Okay. So, jetzt haben wir jemanden gecursed. Da kommt Simon. Oh, ich hoffe, Dings stirbt nicht. Da müssen wir mega aufpassen, ne? Da müssen wir super aufpassen, dass wir nicht unseren Mate killen. Shit, ich muss gucken, wo Blesk ist, damit er nicht stirbt. Da oben. Warum? Wen habe ich nochmal gecursed? Wen habe ich gecursed? Warum geht der Kill-Button nicht? Oh Mann, ich habe Angst, dass ich Simon, dass ich Dings töte, ne? Ich habe wirklich Angst, dass ich. Ist nicht gut. Ah, die beiden sind da. Oh nein, ich stehe genau hier. Nein! Reporte doch bitte jemand! Ah, Valeska ist rausgerannt, okay. So. Machen Licht aus. Machen Türen zu. Das Gute ist, Blesk lebt noch. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Mein Gott, hier liegen einfach drei Leichen. Wo drin? Wo, wo, wo? Oh mein Gott! Nur kurz dem Horus gemimt. Wo? Wo liegen die? Pass auf. Ich bin gerade an einem Admin-Panel und ich habe einen Punkt gesehen, der bei mir im Office war, also am Admin. Und das war Jeff unten am Bücherregal. Und ich sehe die ganze Zeit drei Punkte an Lifeline. Ich laufe hoch und alle drei liegen an Lifeline. Also wirklich alle drei. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hätte jetzt jemand diesen Geier-Mord, diesen Geier-Rolle, dann hätte er alle essen können, ne? Genau, ja, aber stimmt. Mit Cooldown. Und das ist nur mit Cooldown. Wer nur mit ist Cooldown. Denn in der Kamera? Es ist die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja. Aber hast du irgendwas gesehen? Also ich habe zuletzt Parzival und Jibo unten im O2 gesehen. Lesk hat einmal Licht angemacht, ich glaube das letzte sogar. Und dich habe ich gerade ins Office links reinlaufen sehen, Schuh. Ey, aber, wenn da drei Leichen nebeneinander liegen, dann kann es ja... Hä, warte, du warst... Ja, okay. Ich war in den Kameras, Jibo, falls du mich meinst. Jibo. Nee, ich meine Schuscho, weil Schuscho sagt, sie war halt an Admin und du sagst, sie läuft von... Ja, sie links reingelaufen in Office, wird man wahrscheinlich Admin gegangen und dann hoch. Und dann Lifeline hoch, weil drei Punkte da waren. Achtung, wilde Theorie. Die beiden Killer laufen rein, einer macht einen Kill, der andere ist, also dann kommt ein Sheriff, sieht, dass gekillt wurde. Sheriff killt den ersten Imposter, der zweite Imposter killt den Sheriff. Oder wie soll man sonst drei Kills machen? Ich glaube tatsächlich, dass Tim und Horus Lover waren. Ja, Tim und Horus waren so safe Lover. Aber wie liegt denn dann? Best in Specimen rein? Blesk. Ich bin ins Specimen rein und Simon ist raus. Ich bin nicht ins Specimen gewesen, ich war nur in der Dusche. Ich war nur in der Dusche die ganze Zeit. Ah. Also ich bin nicht mal bis Specimen gewesen, ich bin nur in der Dusche gewesen und dann bist du reingekommen, ich bin rausgekommen. Ja, aber selbst wenn... Ich wollte einfach gründliche Haut, reine Haut. Selbst weil meine Information ist, weil ich stehe ja ganz Zeit unten im Bücherregal und habe gesehen, dass Deacon anging und dann ungefähr 10 Sekunden später kam Schusche zu mir zum Bücherregal und dann bin ich auch mit ihr hochgelaufen. Warum stehst du im Bücherregal? Aber denkst du, also ich habe die Der Killer muss ja dann in Deacon reingelaufen sein. Nee, der Killer muss in Deacon dann vielleicht rein. In Lower Deacon meinst du? Ja. Ja, Lesk ist ein Upper Deacon. Ach so, ja, wir sind ein Upper. Und ich habe überhaupt Warum sollte der Killer denn in Lower Deacon reinlaufen, wenn er drei Kills in Admin macht? Oder wo liegen die Leichen? Die liegen alle drei an Lifeline. Alle drei. Ja, Schuchu hat ein bisschen Kills gemacht, würde ich sagen. Ja, drei Stück, genau. Ich habe einfach die ganze Zeit gewartet. Schuchu, hast du gut gemacht. Dankeschön. Ich töte dich jetzt auch. Okay, wie wild war das denn jetzt? Okay. Stimmt, hat sie mal wirklich von mir. Habe ich vielleicht... Töte mich doch. Komm, Schuschu, komm. Töte mich komm. Fang mich doch. Habe ich vielleicht mit meinem Warlock-Kill die beiden Lover getötet oder so? Ah, weil die zusammen waren? Ja, weil die Lover die ganze Zeit ja zusammen rumlaufen. Weil die Lover ja die ganze Zeit zusammen rumlaufen. Haben die sich natürlich getötet. Dann kam da hier noch jemand hin
Und bevor der reporten konnte, hat Vles den dritten weggemacht. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Lol. So, wir gehen jetzt wieder hin. Wir versuchen das nochmal. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Sperr mal hier ein. Komm, ja, Unge. Nein! Unge, komm doch zu mir! Komm zu mir, Unge, komm. Please. Oh, Blesk. Ja, okay, ich hab einen. Perfekt. Nein! Scheiße. Hm. Wo seid ihr gerade? Das ist wirklich ein Schild. Der Lifeline, Chibu. Okay, Vless ist Lifeline, sagt er. Ich bin hinterm Stein. Oh. Das sind so schlechte Alibis. Aber okay, weiter, Jeff. Ich bin gerade aus Elektri raus, wir haben uns ja gekreuzt. Nein. Ja, also ich kann auf jeden Fall Vless bestätigen, dass er gerade in Richtung Electrical reingelaufen ist, weil wir waren beide noch keine Blobs, dann sind wir Blobs geworden. Das heißt, ich weiß, dass Vless da reingelaufen ist. Ich war oben im Blobschiff. Ja, aber Vless hat was anderes behauptet. Simon, ich bin in Lifeline gerade. Ach so, nee, dann lügt Vless, weil ich habe gesehen, wie Vless in Electrical reinläuft. Ja, und das war auch ein Also das Ding ist... Das macht keinen Sinn. Das kann nicht sein und das kann... Nee. Also entweder bist du blind auf beiden Augen. Oder einfach nur blöd. Weil jetzt pass auf, jetzt sage ich euch was. Wenn Vless wirklich einer der Killer ist, dann müsste er eine größere Sichtradius haben als ich. Und dann müsste er mich ja auf jeden Fall gesehen haben, wenn ich ihn gesehen habe. Also oder du hast einen größeren Sichtradius. Nein. Vless ist gerade Elektrik reingelaufen. Ich war Dropship. Vless ist Elektrik reingelaufen gerade. Auf jeden Fall, darf ich kurz sagen, was passiert ist? Also ich bin mit Parzi rumgelaufen, weil ich weiß, dass Parzi 100% safer, weil die zwei Kills da gefallen sind. Ich glaube auch nicht, dass ein Jakal da gekillt hat, wenn die alle drei auf dem Haufen liegen. Also bin ich mir relativ sicher, dass der Killer zwischen West, Jeff, Mental und Unge ist. Ja, also das ist ja gut. Das heißt ja. Ich stehe in der Lifeline, der Kill ist. Ich sage ja nur, dass Baso und Shushu für mich safe sind, 100%. Okay. So. Und das bedeutet. Blast, hör mir zu, kurz. Blast, hör mir kurz zu. Klang das so süß. Wenn du nicht da reingelaufen bist, gerade Electrical, dann haben wir einen Camouflager plus einen Morphling, was aber irgendwie sehr seltsam ist. Matteo, hast du mich gesehen? Du warst der Blob am Stein. Ja. Dann habe ich dich gesehen. Du warst aber grau. Also ich wurde gerade auch übrigens. Ja, aber ich bin von Live angekommen und jetzt hoch Lab rein. Naja, also ich nur... Lügst du? Warum lügst du? Nein, ich lüge nicht. Ich war in der Live. Ich war in der Live. Der Kill ist eine Sekunde alt. Der ist wirklich rot und das ist instant reported worden. Ich muss jetzt hier Blast voten, weil er lügt. Oder wir haben Morphling. Das Ding ist. Links neben Electric, also in diesem Gang nach unten da, war ich mit Parzi, wir sind hoch und runter und auf einmal kam jemand in uns reingeportet, hat ihn abgestochen. Und ich habe halt instant reported, weil ich mich extrem erschrocken habe. Mm. Oh, ich habe vergessen zu voten. Ich habe auch nicht gewotet. Oh mein Gott. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wirklich, da bist du ja nicht mal Jester. Nein, ich habe dich wirklich gewotet und ich sag dir warum. Weil warum du gerade Electric reingelaufen bist. Electric, nein, ich trolle nicht, Flask, ich trolle nicht, du bist Electric reingelaufen. So, okay. Dann bist du Jester. Kriegen wir nochmal einen Dings hin. Kriegen wir noch mal einen... So, kriegen wir noch mal einen hier gecursed. Das wäre geil. Bis jetzt weiß noch niemand, dass ein Warlock drin ist. Ist es Light? Ja. Mann. Er ist gedingst. Ich wollte ihn gerade killen, es ging nicht. Nein, Jibu, ich hab dich verloren. Ich wusste nicht, ob du Les bist. Der Killer ist sehr, sehr wahrscheinlich gerade oben links über Camps in dem Vent. Ja, ich kann sagen, Mental und ich sind in Comms. Mental und ich sind Comms. Wo bist du hin, Jibu? Da Shushu hinter mir war, ist, glaube ich, Les gerade zum Vent gerannt. Wo bist du hin, Jibu? Les hat auch eben gelogen. Chibu? Ich bin mit dir ja in dieses Decon rein und dann bin ich nach links und dann bin ich einmal am Tisch, weil ich dachte, du hast dich versteckt vor mir oder so. Ich bin runtergelaufen, das ist besser, ich hab dich nicht mehr gefunden.
Also, Vlesk, falls du Jester bist, hast du den Sieg verdient. Du hast eine astreine Lüge gemacht, dass du nicht dahin gelaufen bist, obwohl du es bist. Simon, bin ich auch nicht. Doch. Also entweder Simon ist Jester oder er versucht gerade irgendwas. Nein, ich versuche überhaupt nichts. Ich war im Dropship. Und dann rennt Vlesk in Electrical. Ich hab doch nicht mal, ich wollte nicht mal auf dich schießen und ich wollte nicht mal irgendwas Böses zu dir sagen. Ich habe nicht mal zugehört, dass du davor gesagt hast, dass du woanders bist. Aber ich bin mir 100% sicher, dass Vlesk in Electrical reingelaufen ist, aber er behauptet, er war in Lifeline. In der Warte mal, Runde davor. Ja. Also die Runde davor, ich dachte, jetzt redest du in der Runde davor. Ja. Nein. Jetzt also die Runde, ich bin No2 beim dritten Holzrad. Ja, die Runde spielt keine Rolle. Nee, ich rede von letzter Runde. Ja, also dann ist, du bist ja wahrscheinlich auch alleine. Matteo, wo bist du? Matteo ist mit mir in Aber Kopf. Ich war. Jo. Ja. Ich bin mir sowieso sehr sicher, außer wir haben einen Morphling noch. Ich hab irgendwie so ein bisschen Matteo-Vibes. Also irgendwer von euch trollt, irgendwer ist Jester. Und mein Problem ist gerade. Ich stehe neben Simon. Da sind vorhin 3 Kills an Lifeline gefallen. Dafür fallen ich und Unge sowieso prinzipiell mal raus, weil wir beide Upper Deacon waren. So. Ist doch cleverer da anzufangen, als mich jetzt rauszukicken. Die waren schon sehr lange da gelegen. Okay, ich glaube nicht, dass wir übel gestern haben, aber ich bin CEO und ich habe gesehen, dass 2 Leute gleichzeitig gestorben sind und dass dann die 2 Läufer, ich weiß nicht, wie die dritte Person dazugekommen sind. Kannst du mich dann aber rausnehmen da, weil ich ja beim Bücherregal war. Und ich habe gezählt, es waren ungefähr 20 Sekunden. Ich kann Unge, also man kann Unge halt nicht voten, weil du musst der Jester sein. Der würde mich nicht einfach so rauspicken bei dem Electrical Kill. Aber also, sprichst du viel dagegen. Du sagst auch gar nicht zu dem Wegwenden da gerade. Naja, weil ich nicht gewendet bin. Ich denke, Vlesk ist Jester und dann hat er auf jeden Fall gut gelogen. Ja, ich vote Jiburi. Ich fliehe eh raus. Bist du Jester? Nö. Egal, wie ich gebaut hätte, hätte nicht gereicht. Ich wollte gerade Unge killen, das ging nicht. Der hatte ein Medic-Shield. Das heißt, noch ein Medic drin. Ich kann also ihn nicht killen, das ist ein Problem. Aber wir können vielleicht cursen. Und dann können wir. Ich müsste nochmal versuchen, am Stein zu cursen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Damit. Ich hab dann keinen gecrossed und dann bin ich vielleicht raus. Weil es weiß noch niemand, dass ein Warlock drin ist. Das ist das Geile. Das heißt, wir könnten das vielleicht noch ausspielen irgendwie. Ist aber nicht so easy. Erstmal muss jemand hier vorbeilaufen. Ja, komm. Komm, Jiburi. Jiburi, komm, please. Okay, machen einmal hier den Alarm. Machen wir hier alles zu. Come on. Es kommt einfach niemand, oder? Ich konnte es nicht, weil sie war zu weit weg. Jeff? Auch nicht. Scheiße. Vielleicht beim Runtergehen. Ging nicht! Fuck! Scheiße! Mann! Ja, dann muss ich es versuchen, irgendwie anders zu machen. Fuck. Oh, ist niemand tot? Weil ich niemanden getötet habe, wahrscheinlich? Wo sind denn alle? Eine Person Electrical, eine Admin, eine O2. Lass uns mal hier lang gehen. Ich werde ihn jetzt nicht töten, sondern. Ich habe ihn jetzt gecursed. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann machen wir jetzt einen Kill und cursen danach. Ergibt das Sinn? Machen jetzt einen Kill und cursen danach. Das war irgendwie nicht so gut. Warum hat denn er umgedreht? Erzähl mir alles, Jeff. Erzähl mir alles. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das habe ich auch nicht gerafft. Also, ich habe den Kill wahrscheinlich gemacht, aber ich bin weitergelaufen ganz normal. Also, erstmal könnt ihr jetzt von vornherein ausschließen, dass ich noch ein Imposter bin, weil ich habe einen Imposter rausgekickt und das war Vlesk. Sonst hätten wir jetzt schon ein Spiel verloren. Ja, wie gesagt. Ich glaube sogar Mente ist der Killer. Also, ich habe diesen Kill gemacht, aber ich bin nicht der Killer, aber ich verstehe nicht. Also, entweder kann Warlock noch drin sein, nee, ne? Wie Warlock. Ja, ein Warlock oder sowas. Das Ding ist, es ist ein Ding zwischen Mental und Jeff. Und wenn ihr euch beide, also wenn Jeff reported hat, dann weiß ich nicht. Also ich wäre halt der Warlock du, aber du kannst ja nicht selber Warlock. Also. Für mich kann man als Warlock, wenn man als Warlock den Curse gemacht hat, kann man nicht mehr. Ich habe mich bewegt. Ich habe mich noch bewegt. Und Jeff weiß das. Das war, glaube ich, kein Warlock. Ja, dann hat einer von euch gekillt.
Oder und eigentlich müsste Mente jetzt sagen, dass das Jeff war. Und Jeff musste sagen, dass es Mente war. Also pass auf. Jeff und ich sind durch Electrical durchgelaufen. Schuh kam uns entgegen. Dann ist Schuh einfach umgefallen und ich bin umgedreht und Jeff hat dann reported. Vielleicht hat Schuh ja auch geschossen. Vielleicht war die Sheriff. Aber warum sollte Schuh auf mich schießen? Ich habe doch überhaupt. Weil Schuh gesagt hat, ich bekomme Mental Unge Vibes, hat sie eben gesagt. Sie dachte, dass wir aber. Also hat sie eben und dann schießt gesagt, sie einfach auf. Ab. Vielleicht hat sie geschossen, weil sie wusste, dass Jeff das sieht. Nee. Warum nicht? Ich war ja nicht mal. Warte, Jeff, hast du gesehen, dass es umfällt, dass sie umfällt, oder könnte es auch ein Self-Kill von Mento sein? Besser gerade nicht, ich sehe euch deckt. Ach Mann, so doof. Mann. Ja, sorry, ich kann euch nur das sagen, was ich gesehen habe. Mehr kann ich nicht machen. Also Jeff hat sich noch bewegt, ich wurde dann nicht gecursed. Dann muss es entweder Sheriff sein oder ich war es selbst, aber... Ja, ist aber schon Sheriff. Sollen wir einfach skippen oder was sollen wir machen? Weil wir wissen ja nichts. Ja, Bolton würde ich jetzt eigentlich auch nicht, wenn es ein Sheriff war. Ich finde, Jiburis Äußerung wirkte so richtig ehrlich, als ob sie wüsste, also als wäre sie kein Imposter. Also Jiburi wirkte sehr ehrlich, deswegen ist für mich auch gerade 50-50 zwischen Mental und Jeff. Wir können ruhig skippen. Oder Jeff, soll ich dich voten? Nee, lass lieber skippen. Okay. Jeff, entscheide mal, soll er dich voten? Ey, es sind Jeff, die dümmsten Kills, mit denen man durchkommt einfach, oder? Mehr Jeff Vibes. Nee. Doch, lass mal lieber noch eine Runde warten. Na, okay, warten wir noch eine Runde. So, und jetzt machen wir den Curse. Jetzt machen wir den Curse. Oh, aber die Dings sind schon weit, ne? Mutlesk. Die Dings sind schon weit. Na und? Ja, okay, tut mir leid. So, schaffen wir den Stein nochmal. Mann, es wäre so geil, wenn der Stein... So geil. So geil einfach. So geil, wenn ich hier... Wie Task dann noch? Scheiße, das könnte auch Task Win werden. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich habe heute noch nicht genug Buttons gedrückt. Ich muss diesen Button drücken. Komm, hör mir auf. Ich sag dir warum. Diese Äußerung von Jeff gerade am Ende, die wirkt für mich so, nee, lass lieber noch eine Runde warten. Es wirkt, was? Ja, für mich wirkt das eher so. Das ist aber so unsicher. Ja, es ist unsicher, aber es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Aber Simon, dann hat sie doch auf mich geschossen, dann weißt du doch gar nicht, ob Jeff es ist oder nicht. Doch, ich hab eine andere Frage. Und zwar, könnte es nicht sein, dass Jeff und Mental Lover-Imposter sind und dass... Nee, dann wäre es doch schon vorbei. Dann wäre es schon vorbei. Nein, dann wäre doch nicht vorbei. Doch, doch. Wir sind zwei Leute. Ihr seid zwei Leute. Nein, nein, nein. Ein Imposter ist ja raus. Lesk ist ja raus. Der war ja ein Imposter. So. Aber wenn wir Lover-Imposter sind, dann könnten wir unsere Votes ausgleichen. Und warum sollte Jeff reporten, wenn wir Lover-Imposter sind? Dann lassen wir die Leiche doch einfach liegen. Ja, gut. Okay, dann erklärt mir jetzt, was jetzt hier genau los ist. Erklär es mir jetzt. Also, was möchtest du jetzt? Was willst du erklären? Du hast doch gedrückt gerade eben. Was sollen wir dir jetzt erklären? Wir haben doch gerade eben schon gesagt, wie es war. Ja. Ich habe gedacht, ich habe noch einen Task in Specimen, das ist eine Long Task und die werde ich nicht hinkriegen, bevor es vorbei ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt drücke ich den Button. Also ich habe noch eine Task links, einen Task rechts und einen Task oben im Lab. Also drei Tasks fehlen mir. Ich habe, nee, doch, hey, mir fehlen nur noch zwei. Ich habe eine gerade scheinbar gemacht, 9 von 11. Ich habe 9 von 11, Mann, also mir fehlen nur noch zwei. Dann wahrscheinlich nur noch Lab und Specimen, habe ich gerade links die irgendwie im Gedanken gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt auf den Button drücken. Also, ach, Mann. Also... Gibt's noch einen Evil Guesser? Ist so lost. Ja, der gibt's noch vielleicht einen Evil. Dieser Button, keine Ahnung, was ich machen soll. Der Button ist jetzt ein Problem. Oh. Irgendwie glaube ich halt Jiburi. Also das Ding ist, eigentlich müssten Mente und Jeff sich gegenseitig zu 100% beschuldigen, aber die sind beide so zurückhaltend. Warum soll ich Jeff beschuldigen, wenn Schuh sich an mir erschießt? Er war doch hinter mir. Trotzdem ist ja an sich können es ja nur noch einer von euch beiden sein, der Schuh jetzt gemacht hat. Guck mal, Jiburi, das kann ja sein, dass nur noch einer von uns beiden es sein kann, aus deiner Sicht. Aber warum soll ich denn Jeff beschuldigen, wenn Jiburi sich an mir erschießt? Das hat doch gar keinen Informations... Sorry. Also, Jeff... Ich hätte einfach da Matteo killen sollen, glaube ich. Ja? Bist du Sheriff? Nein, bin ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob Shushu Sheriff war. Aber ich glaube, Shushu war sehr, weil sie ja gesagt hat, die Kills waren 20 Sekunden alt. Oder war sie Hacker? Bist du denn Mörder? Jeff, bist du Mörder? Bin kein Mörder, Simon. Okay. Ich muss was. Du bist Jester? Bist du Jester? Wenn er Jester ist, dann kotze ich jetzt. Wenn du Jester bist, dann... Ich bin der Clown. Sehr gut. Dann ist Hauptsache hat Mensch dieser nicht Button, gewonnen. Was ist denn? Ey! Mann! Ich mach den schlechtesten Kill der Welt! Komm damit durch verdient. Und dann... Oh mein Gott, ey. Deswegen, es war mir doch klar, die hätten sich beschuldigen müssen. Also irgendwas war doch da faul. Könnt ihr nicht wissen, weil Jester wird ja so gespielt wie ein Crewmate. Sprich, ihr könnt ja gar nicht drauf kommen. Ich habe sogar wie Crewmate gespielt. Das Ding ist, ich habe den Kill nicht mal gesehen. Ich habe einen Matteo gesehen, der an der Tür gebackt ist. Dann ist der Kill passiert.
Und der hat sich dann weggepolt. Für mich war das kein Kill. Das war für mich ein Sheriff und ein Warlock-Kill. Der Dreier-Kill war ja wild. Was war denn da? Letzte halbe Stunde? Ja, was ist denn da passiert in Live? War ein Double-Kill, oder? Ich glaube, ich habe ja jemanden gecursed. Ich war Warlock übrigens. Ich habe jemanden gecursed und ich glaube, die beiden waren Lover, kann das sein? Ja, ja. Dann habe ich dann eben. Du hast neben mir zwei Leute getötet und ich stand da und habe den dritten noch weggeräumt. Wie geil. Ja, aber Bless, wieso hast du überhaupt, dass du in Live warst, obwohl ich gesehen habe, dass du Lexi warst? Ja, weil das Ping war. Ich habe dich gerade so im Augenwinkel noch gesehen, sodass du mich niemals hättest sehen können und habe dann Camouflage angemacht. Sprich, du hättest sowieso nicht wissen dürfen, dass ich das bin. Ja, aber ich hab das. Aber du warst anscheinend viel näher an mir dran, als es bei mir war, weil du warst bei mir im Dropship oben. Ja, ja. Und ich habe dich gerade so am Rand noch gesehen. Sprich, du sollst mich ja niemals sehen können. Das habe ich auch gewundert, weil du. Ich verstehe, ich habe deine Lüge nicht, weil ich habe gedacht, du hättest ja. Ich hätte es ja nicht sehen dürfen. Das passiert, wenn du mich killst, Christian. Ha! Ja, Linda, du warst geblockt. Du warst gebloppt. Geblockt. Ja, ja. Übrigens, Simon, ich habe so einen Blob reingestochen und dann ist so ein roter Stumpen rausgekommen. Du musst mich auch hinter dem Blob erkennen, Christian. Simon, wir waren ja bei den Communications, ne? Und warum stinkst du, oder? Weißt du, warum ich da mit drin war? Ich wollte dich umbringen, aber du hattest ein Schild. Du hattest ein Schild. Ich hatte ein Schild. Warum weißt du das? Lol, ich war Time Master. Ja, von mir. Ach. Ich war Time Master und ich wollte die ganze Zeit mein Time Master Schild benutzen, das hat nicht funktioniert. Oh nein. Ich töte scheinbar keiner. Aber ich hatte ein richtiges Schild. Ja, von mir. Und ich musste so lachen, wo du sagst, ja, töte mich, ich hab ein Schild. Und ich so, ja, klar. Viel Spaß. Außer ein Timmel, der stinkt. Oh, geil, ey. Oh, Sheriff. Okay, ich werde nun hiermit ein Versprechen machen. Ich werde. Was ist das denn hier? Oh, eine neue Map. Ah, ich muss da rüber, scheiße. Scheiße. Warum läuft Jiburi mir hinterher? Achso, weil sie auch gesehen hat, dass wir die Task haben. Nee, ich will nicht sterben. Schon wieder scheiß Camouflage. Okay, oh, Simon. Danke, ich bin nicht tot. Ey. Ich dachte, ich werde es zu sterben. Same to me. Was? Richtig gesagt, bitte nicht als erstes. Bitte nicht als erstes. Wo denn? Es war ein Unfall. Oh nein. Unfall. Oh, dann können wir alles skippen, oder? Ja. Heute die erste normale Runde, wo Simon nicht treuen wird. Ja. Oh, stimmt. Er ist gestolpert. Ich finde das aber ganz lustig, wenn er das macht. Mm, okay. Nein, alles gut. Ich finde es ja auch lustig. Okay, Franzi, du hast also den Bait. Ist wirklich immer lustig. Ich habe niemanden getötet. Ich bin vorbeigelaufen, als jemand getötet wurde. Und wer hat ja. Du hast also den Bait getötet. Oh nein. Nein. Hör doch gar nicht an, oder? Oh. Ach so, das weiß ich nicht. Doch Hatschi, nicht. Hatschi, du bist so ein Fiesling. Parzi. Okay, also ich bin Franzi immer gerne, ja. Also wurden wir Parzi. Aber nein, ich war's nicht. Also, ja, was war denn das für ein Unfall? Ja, er ist halt ausgerutscht. Ach so. Hast du ein Beinchen gesehen? Dann gestorben. Wo denn? Kannst du sagen, wo? Also umgebracht. Franzi, wo war das denn? Karl, das tötet Menschen. Ich bin gemutet, scheiße. Franzi, wo war das denn? Ja, das stimmt das nicht das erste Mal? Das habe ich dich nicht erzogen, Parzi. Ja, das ist ja, das sind diese Vorwürfe. Am Spawn oder mehr Richtung den Gang? Das muss auch wieder alles nicht. Und wie lange ich schon nichts mehr von Kai gehört habe. Holy shit. Franzi, ich entschuldige mich für das Verhalten meines Sohnes. Der ist ein Pubertätbar. Jetzt geht das wieder los. Könnt ihr euer Roleplay vielleicht nach dem Stream machen, oder? Ja, Basel, okay. Ich würde nicht sagen, dass du das damals auch ein bisschen im Blut hast. Ich hab gar nichts. Gar nichts. Rot, ne? Nicht vergessen. Ach, Quatsch. Wie oft die einfach gemutet können. Die Stumpffarbe. Die Stumpffarbe rot. Auf wen schießen wir denn? Oh Mann, ist echt schwer. Wir müssen den Fall lösen. Ich muss am Leben bleiben und auf jemanden schießen. Das sind zu viele Aufgaben. Und ich muss noch die 10 Aufgaben machen. Oh mein Gott. 3 Sekunden, noch 4 Sekunden. Come on. Komplett geil. So, laufe ich mit. Ist jemand nicht gemutet. So, wir machen die Task hier. Versuchen nicht zu sterben. Oh nein. Ich renn weg. Oh, geil. Okay, habe ich hier noch was? Pick Anomalie. Da habe ich nichts mehr. Ich habe dann drin die Kabel. Oh, der Morphling ist gerade in Vent gesprungen. Ich bin ihm noch hinterher gelaufen, aber. Wen denn? An Morphling Timid. Was? Echt jetzt? Also, ich denke nicht, dass du gerade vor mir gekillt hast und weggelaufen bist. Nee, ich bin gerade mit Biscan. Wo denn? An Admin Table oben rechts liegt die Leiche. Das ist eine Lüge. Ich bin mit Biscan. Timid lügt. Okay, er könnte eine Jester-Lüge sein, aber Timid war nicht am Midbay. Oha, du bist mir sogar gecrossed, Jiburi. Holy shit. Aber deswegen ja.
Tim Horus, du hast wirklich einen Timid wenden sehen, jetzt zu 100%? Ja, Timid hat gekillt, oben rechts. Weil wir haben ja Camouflage. Genau. Ja, ja, ja. Und dann Morphling. Dann Morphling. Also haben wir gar keinen Evil Guesser. Ja, wir haben keinen Evil Guesser. Soll ich dir nämlich so sagen? Ich bin Detective. Ich bin nämlich Nice Guesser, let's go! Ja, dann guess mich mal. Okay, Tiburi, bist du etwa der Morphling, Tiburi? Was bin ich? Try it. Bist du Morphling, Tiburi? Guess mich einfach mal. Kannst du ja versuchen. Ja, soll ich das machen? Trau dich, ja? Ja, versuch es. Timid, ich glaube, wenn du aufgepasst hast, dann hast du gerade schon eine Rolle herausgefunden. Okay. Passe kurz auf, warte. Hä? Nee. Ich trau mich nicht, ich weiß nicht, wie ich das nochmal sagen. Ich sag nicht nochmal meine Rolle. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Timid gerade an diesen Kabeln links bei der Y-Kreuzung gesehen habe und nicht bei Medbay. Ja. Da hast du die gerade gemacht, deswegen kannst du nicht gerade Medbay sein, außer du bist in die Richtung gelaufen. Ich bin Medbay gerade. Das geht nicht. Azival, wo bist du hin, nachdem du Cafeteria warst? Der ist tot. Der ist tot. Azival ist tot. Oh! Der stand gerade neben mir, neben dem Getränkeautomaten. Oh oh. Ja, da ist er doch tot. Neben dem Getränkeautomaten? Hat jemand gesagt, rechts über dem Admin-Table. Und das ist doch da. Nee, Admin-Table. Das ist doch nicht der Getränkeautomat. Wolltest du? Ja, ist mal du. Beim Button. Ja, ja, ja. Ich bin der Besten. Ah, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich mag die Map. Ich würde dann voll gerne auf Chiburi Morphling essen. Nee, das wäre doch cool. Ich trau mich nicht. Das wäre doch cool. Wir verlieren so oder so einen Crewmate. Töte mich einfach nächste Runde. Ich kann Franzi rausnehmen, weil Franzi ist mit mir hochgelaufen. Yes, oder du hast Aimbot und Valorant an. Hat er doch eh. Ja, Franzi ist auch safe. Ah, ich bin mir da unsicher. Niemand votet, krass. Mit dem Aimbot oder der Rolle? Beides. Ich glaube, das ist Tim, weil wir haben alle gewotet. Scheiße, sollen wir auf Tim mit knallen? Ich habe das einfach nur so gesagt. Wir machen mal Story, ich mache jetzt mal unsere Task. Ich finde den Skin von Franzi so verwirrend mit den zwei. Mit den zwei Dings da auf übereinander. Oh ne, ich muss die Dings hier machen. Scheiße, ich bin tot. Ist hier gerade jemand durchgelaufen? Steck uns mal ganz kurz hier. Aber warte mal, Namen werden angezeigt, oder was? Werden Namen angezeigt? Nee, sonst hätte ich mich auch die ganze Zeit nicht verstecken können. So, Franzi läuft an mir vorbei. Hier sind die beiden. 07638. Um. So, Jiburi läuft nach oben. Ich mache hier die Blumen. Oh. Ich bleib bei Blesk. Ich auch, ja. 5, 3, 8, 6, 3. So, wir gehen auch hier hin. Hä? Wendet Jeff? Nee, der ist im Kreis gelaufen, lol. Ja, 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 ja. Am unteren O'Toole liegt Lunatic. Wie bist du da hingekommen? Was ist unteres O'Toole? Mit meinem Bein. O'Toole? Was ist welches O'Toole? Wo ist das? Gibt es ein oberes O'Toole? Ah, beim langen Gang vom Spawn aus. Ja, Spawn. Ne? Meinst du beim O'Toole fix? Ah. Ja, ja, ja. Ich stand mit hier oben an dem Blümchen und dann haben wir beide oben O'Toole gefixt. Und dann bin ich runtergelaufen zum anderen und auf dem Weg dahin, also nicht genau davor, aber unten. An der Ecke, wo es dann links rüber geht, da liegt Lunatic auf dem Boden. Mm, da ist Jiburi auch hingelaufen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Morphling oder auf Camouflage machen soll, Jiburi, bei dir. Morphling. Morphling? Dann mach Camu. Aber wirklich, soll ich Camouflage machen? Sag uns bitte, hey Timid, ja, sag uns bitte, was du gäst und troll nicht, okay? Ja, alles gut. ja, ich glaube sowieso, dass aber ich glaube... Aber warte mal, bevor also, du gestern. Ich weiß nicht, wie Les zur Leiche gekommen ist. Er muss gelaufen. Er ist einfach gelaufen. Er ist da gelaufen. Nein, er stand hier oben. Er ist von pinke Füße. Warte mal. Aber ich war in diesem. Ich war links im Raum. Bevor du gestern. Ja, ja, Jiburi, ich habe auf meiner Tastatur hat so ein Querz-Layout und ich habe auf A und auf S gedrückt. Dadurch hat sich mein Charakter nach unten und nach links bewegt. Und dann habe ich auf R gedrückt zum Reporten. Ey, soll ich Camo oder soll ich Morphling? Warte, Report das mit R?
Ja. Ich habe eine Frage an Tim Horus. Weil Tim Horus ist hochgelaufen Richtung Admin-Panel, Richtung Greenhouse, Richtung da Electrical. Und er war da auf einmal nicht mehr nach Camouflage. Es waren alle noch da. Shushu war da. Mhm. Es waren alle da, außer Tim Horus. Wie ist er da weggekommen von oben? Ich bin zum Reaktor gerannt, da bin ich Vless gekreuzt. Und da habe ich meine Task links von dem Reaktor. Wie bist du von oben weggekommen? Also, ich stand da die ganze Zeit, du bist nicht weggekommen von oben. Vless, du links oder rechts? Mich durchlaufen. Hey, ich bin einfach durch den Gang durchgegangen nach unten. Rechts. Hä, links oder rechts? Rechts. Sag und was du machst. Was denn rechts? Glaube ich Morphling. Rechts musst du Morphling sein, links Camouflage, oder? Ich mache Camouflage auf Shiburi. Okay. Schade. Ich habe ihm gesagt, er soll Morphling machen. Du bist echt Morphling. Weil er dachte doch selbst, dass du Morphling bist. Warum macht er dann... Weil er mir nicht vertraut. Ach, verdammt. Oh nein! Okay. Lol. Tim ist tot. Du lachst. Aber ich bin doch jetzt geproved. Genau. Ja, dass du nicht Camouflage bist. Ja. Sehr starke Runde. Nee! Ey! Mann, warum? Ey, Jester nervt richtig, ohne Scheiß. Hey, Tim Horus. Lesk war sogar Morphling. Leute, ich. Es ist camouflaged. Ich morphe Timid, töte neben Tim Horus. Tim Horus reportet und sagt, der Morphling hat gerade neben mir getötet. Sagt einfach, Timid hat neben dir umgebracht. Aber hier, siehst du? Tim Horus, du bist doch oben weggewendet. Lief doch übel gut bis hierhin, Chris. Ja, dann bist du da hingewendet? Ich bin gewendet, ja. Okay. Jeff, ich bin gewendet. Oh, wie unlucky, aber auch, dass Jiburi dann Chester ist. Kurz vor der Runde habe ich mir gedacht, ich mache die Rolle aus, weil es halt echt einfach scheiße ging zu spielen, so, aber... Deswegen meinte ich ja, Tim sollte warten, er hätte auf dich Camouflage gegessen sollen, weil ich dachte schon, du bist da oben weggewendet, Tim. Ihr hättet einfach nicht voten müssen, dass ihr einfach gewotet habt. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt, warum wurde ich denn gewotet? Das Spiel irgendwie ein bisschen kaputt, wenn du halt Imposter nicht mehr auf Leute pushen kannst, so finde ich. Ja. Wollen wir dann auch noch ein bisschen Skeld spielen dann? Oder? Ach, vielleicht eine Runde Mira, oder? Noch eine Runde Mira, eine Runde Skeld. Mira, ihr seid so eine Mira-Hater. Nee, Mira ist geil, sieht man doch. Ich muss euch der Map öffnen. Das ist, weil ich bin komplett Mira offen. Anfängt, Matteo, ja, das Geld ist halt die Müllmap. Okay, alles klar. Spaß. Neue Map, bitte. Oh, zweite Chance. Ein paar neue Maps, die weil mich wollt auf dem Moro schießen, habt ihr noch sogar gesagt. Design schnell eine, okay. Ja, Inner Sloth hat leider 6 Monate für einen Engineer gebraucht. Kann jetzt ein Crew mit dem Vent hüpfen. Hippie. So. Oh nein. Oh nein. Cafeteria 3 Stück. Ey, ich kotze hier alles voll, Mann. Das ist jetzt fies. Bevor ich irgendwas sage, Les steht an den Camps, ohne dass die Camps an sind. Oh, die Camps waren bis eben an, aber es könnte dann, ja. Das stimmt halt auch einfach überhaupt nicht. Sag mal, also das ist jetzt aber gelogen. Aber wartet. Jemand ist gerade aus, wie heißt denn das, Medbay? Aus Medbay rausgewendet auf jeden Fall. Ja, Timmy. Vielleicht auch reingewendet, aber auf jeden Fall rausgewendet. Timmy, du Sau, ey. Ja, ich bin gewendet. Okay, also aber ich weiß nicht, ob er es war. Liegt auf dem Medbay-Skin und ich stand vor dem Medbay-Skin vor der Tür, weil ich da die Kamera angeguckt habe. Das müsste die Person in der Kamera wissen. Mhm. Und dann bin ich nach unten gelaufen und dann liegt da die Leiche. Das heißt, der muss rausgewendet sein oder im Vent noch stecken. Muss entweder noch im Vent sein oder nach Kameras gewendet sein, weil ich stehe im Electric. Ich glaube, ich habe dich noch nie schießen Luna gesehen als Sheriff. Lunatic hat gerade Licht YouTube angemacht und ich bin oben zu den Task gelaufen. Und das kein Vent auf dem Electric. Zwei Folgen, wo ich als Sheriff beide Imposter umbringe. Also ich sage euch einfach nur, was ich in der Cam gesehen habe. Aber es sind auch die einzigen beiden Runden am Leben, wo es funktioniert hat. Und Jiburi ist nach links Richtung Medbay gelaufen und auf einmal stand Timid neben mir in Security und sagt, Cam war nicht an. Cam war also ich war nicht im Admin. Ich bin am Admin vorbeigelaufen, da stand Matteo drin, hab die Cam angesehen und bin dann direkt, also ich bin nicht reingegangen, bin direkt zum Electrical gelaufen. Also Fluch. Okay, das kann sein. Das kann die Cam war sein. An. Die Cam war aber einmal aus, aber oder? Ja, genau. Kurz aus. Ja, wird auch schwierig. War, dann sag mir was ich jetzt gerade in der Cam gemacht habe. Hast du dich ausgezogen? Ich habe am Ende bin ich aus der Cam raus und dann bin ich bis zu Medbay gelaufen, weil ich gucken wollte, ob hinter Jiburi eventuell ein Kill liegt, weil die ist gerade von links aus Cafeteria raus. Während Licht aus war, stand ich nämlich die ganze Zeit vor der Cam und die war an. Und dann ging die Cam aus und dann bin ich runter zu Medbay gelaufen. Deswegen, okay, also, dann hab ich, die war auf jeden Fall kurz vor Ende aus.
Also ich habe nur geschaut, die Cam war nicht an, als ich hingelaufen bin. Und du warst an den Cams. Das habe ich gesehen halt. Aber kann halt auch, keine Ahnung. Kann vielleicht. Aber Franzi, du hast mich erst noch dabei, oder? Und das schlägt egal. Ich mark my gesehen. Words. Das waren Cams. Und ich habe einen First Try, natürlich. Easy. Was? Du bist Jester. Ich task up, easy. Vote dich einfach, bitte. Ich kann diese Schmerzen nicht mehr ertragen. Bitte, end me now. End me now, Alter. Wisst ihr eigentlich, wo Matteo war? Nee. Tot. Er fragte Jeff, der mich getötet hat. Ich vote mich jetzt jede Runde und wenn mich einer mitvotet, ist ein Ehrenmann oder Ehrenfrau. Jeff, der mich getötet hat, fragt das noch. Es funktioniert so nicht. So, Matteo, kannst du meine Freundin grüßen? Freundin von Krico. Ich grüße dich. Ich hab gar nicht Dings. Ich hab keinen Simon Says. Kann ich gar nicht machen. So. Bumm. Bumm. So, Leon ist da. Ich habe gute Nachrichten für euch, Chat. Das heißt, danach gibt es hier noch auf jeden Fall Stream. Ich grüße jetzt niemanden mehr. Ja, Wippo, der Rip sieht echt schlecht aus. Also, da müssen wir jetzt noch eine Runde haben. Dann muss ich das klatschen in der Runde. Das wird hardcore. Aber ich weiß nicht, ob wir eine Runde schaffen noch. Kommt jetzt drauf an, wie schnell die jetzt hier killen. So. Ah, dann Weapons. Aus Geld wäre es möglich, aber boah, da muss ich echt hardcore im Kreis rennen. Und die müssen den Fall wirklich lösen jetzt auch. So, dann Admin, Download und dann noch die Swipe Card. Crack, crack, crack. Matteo, sie sagt Hi. Okay. Hi zurück. So. Ah, wollten die morphen? Nee, nicht morphen, sondern wenden. Blesk, Unge klebt an Schuh. Das könnte sein, dass die beiden Lover sind. Warte mal. Ah, ist Shiburi, ne? Scheiße, ich hab gar kein Alibi. Drei Leute! Ja, die Runde ist bald vorbei. Oh mein Gott! Warte mal, wir können übel viele rausnehmen! Nein, ich hab kein Alibi. Weil ganz viele Leute können nicht wenden. Nein. Doch, Shushu kann nicht wenden, Jeff kann nicht wenden, du kannst nicht wenden, Basu kann nicht wenden. Was? Hä? Was? Ach, ich dachte, wir gucken alle, oder? Ja, wir haben uns alle vor den Wänden gestellt und keiner ist so ein Wänden. Oha. Deswegen, lol, hat mich das okay, pass auf. Ich hab kein Alibi. Doch, doch, du hast ein Alibi. Wer von Basu? Wir haben Wänden gemacht. Wir haben sogar, glaube ich, beide im Post. Ja, du? Ich weiß nicht, wie es vorbei geht. Unge, Basu mit mir ein Admin-Table. Mit, ich bin nicht im Admin-Zimmer. Was? Ich stehe gerade am Download. Okay, pass auf. Ich bin's hier. Unge, Basu haben den Kill nicht gemacht, den ersten. Mhm. Shushu, Timoros oder Jeff können für den Kill in Frage kommen. Nee. Wow. Das ist ja so geil. Also pass auf, das ist ganz schlecht von dir, Timit, weil wir waren ganz am Anfang von der Runde, waren Unge, Lunette war noch mit dabei, Timoros, Basu war auch mit dabei in Navigation. Dann sind wir runtergelaufen und dann haben wir uns alle wieder, also zumindest Jeff, Unge und Timoros und ich, haben uns in Admin getroffen und sind da jetzt auch eingesperrt. Die ganze Zeit. Oh, ich muss was sagen. Nee, pass auf. Unge, Basu, Shushu, du warst in Storage, als der Kill gefallen ist. Du kannst es auch nicht sein. Timoros und Jeff sind es wahrscheinlich jetzt. I have an announcement. Wo ist die Leiche? Ich bin hier. Wo ist die Leiche, Timit? Weapons. Aber es sind drei Leute gefallen. Also ich muss was hier raus. Wo ist Weapons? Hier gefallen ist. Shushu in Storage. Unge, Basu mit mir in Admin-Table. Ihr drei seid raus. Ich muss raus. Timit. Aber ich bin ja irgendwann Shushu. Ich muss raus. Wen bin ich denn unten gekreuzt? Die Runde ist vorbei, Freunde. Ja. Warum ist die Runde vorbei? Warum? Mir ist immer noch nicht krass, wen du jetzt gewotet hast. Nein, wir wollten jetzt Timit. Timit, ja. Jeff, du hast nein, wenn ihr mich jetzt votet, ich hab alle Infos gegeben. Timit, so, nein, hast du jetzt Quatsch? Hä? Wait.
Ja, hallo? Nee, Intel baum mich nicht, da steht hier noch. Ja, Tim, ich brauche die Person, die jetzt gelesen, Tim. Tim ist Jester oder was? Nein, ich bin hier, ich habe alle Infos gegeben. Ich habe nicht gerafft, wen du gewartet hast. Alles falsch, Timmit. Es ist alles falsch, was du sagst. Timmit. Also, wenn Timmit ein Chef und Timoros kein Imposter ist, dann bin ich. Nein, Timoros ist ein Imposter. Einfach, oder was? Ja, aber ja, genau. Eh verloren. Timoros und ich sind Imposter. Junge, mach Reaktor an. Ich mach Feierabend. An. Ich muss raus. Uhrzeitkrebse waren lecker, die habe ich getrunken. So, letzte Task. Ah ne, vorletzte. Ah ne, vorvorletzte. Ich muss da nochmal auffüllen und dann nochmal unter Lower Engine machen, ne? No. Oh no. Oh nein. Baso, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Tut mir leid, Schuh, aber was war denn diese letzte Diskussionsrunde da? Ja, Timmit hat einfach gesagt. Baso ist safe. Ja, du hast aber falsch gesagt. Du hast gesagt, Baso und Ome. Ich hab gesagt, entweder Jeff oder Timorus. Und Jeff war ja. Ja. War doch richtig. Aber nein, du hast noch mehr gesagt als zwei. Nee, ich hab vier Leute gesaved, weil ich das hier war und ich hab euch alle gesehen. Du hast Baso gesaved. Du hast Baso gesaved. Du hast mich im Admin gesaved. Ich war überhaupt nicht im Admin. Aber da war überhaupt nicht im Admin, deswegen dachte ich. Ich dachte, es wären Baso und Timmit und Baso und Timmit wird Baso noch ein Alibi geben, aber wir wollten erst Timmit raus. Eine Runde geht noch, oder? Meine Info war auch immer richtig. Ich dachte auch, er ist Jester. Ich dachte auch, Timmit ist Jester. Weil die ganze Camp, Timmit kommt rein, hey, du warst nie in der Camp. Ich dachte, ich darf mal 10 Sekunden spielen. Timmit, also ich laber schon viel Scheiße in Runden, ne? Aber das war gerade zu viel, Timmit. Ja, alles gut. Ja, und du auch, Chef, war Supi. Alles falsch, Timmit, ja. Das war Supi. Aber gut gespielt, jetzt mal. Wunderbar. Aber bitte nicht nochmal im Post auf der Kackmap. Ich muss raus. Ich dachte mir auch, das ist nächstes Mal vote ich dich einfach. Okay, und jetzt werden wir einen Task-Speedrun machen. Bitte nicht Imposter. Nein, ich bin verliebt mit Timmit. Nein, das ist richtig scheiße. Wir gehen Matteo und Pazzi, glaube ich. Pazzi. Ja, ich war, glaube ich, der erste 10 Sekunden sofort weg. Franzi kam angelaufen und klatsch. Nein, mit Timmit verliebt, das ist... Ach so, ja, dann Matteo. Ich war ja recht fertig da. Oh, no. Oh, no. Schaffen wir alle Tasks? Timmit, lauf mir hinterher, ich muss Task machen. Wir müssen Task machen. So, dann geht's weiter. Komm, Timmit, komm. Komm. Oh, Leni. No. Wolltet ihr Double killen oder so? Nein, das war ein Warlock kill und du hast reported. Instant. Achso. Mente, denk nochmal deine Gedanken weiter. Ich denke mal Gedanken weiter. Das war ein Warlock-Kill und ich habe direkt reported. Wollten sie Double killen? Denk mal weiter, Mente. Ich denke mal weiter. Ja. Oh, ah, shit. Sie, ja. Okay. Okay. Rechte Seite waren Parzival. Ja. Timmit. Ja, und dann Lunatic war auch noch da. Und jetzt beim Report stand Jeff, ich und Matteo neben Unge. Und Baso ist an Unge umgefallen. Genau. Sollen wir ein eigenes Spiel programmieren? Und zwar, so wie Among Us, aber es gibt ein Gefängnis und dann tut den Mörder ins Gefängnis. Wow. Simon will jetzt auf den RP-Server. Wir machen aber Among Us RP-Server. Ins Gefängnis tun. Aber wir wissen das, Simon. Ja, wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Ja, direkt unter dir, Simon. Butzbach, nicht die Leiche. Erwachsene. Hey, ich raff, was labert ihr? Ich raff auch nichts mehr. Wir wurden einfach ungehört. Lang wurde wir irgendwen so. Wurde mich mal nicht. Nein. Ich werde so lost. Spectate. Ja. Aber Unge, sag doch, wem du gecrossed bist. Wie? Ich bin niemand gecrossed. Niemand. Ja, aber ja, was er gerade erklärt, wen er ist an dir umgefallen. Ich weiß nicht. Er ist an mir umgefallen. Ich hab nicht mal was gesehen. Ich hab nur Scheiße gedacht. Ich hab die ganze Zeit in meinem Chat erzählt. Ich denke, Leute, denke ich wohl fort. Der ist komplett besoffen, der Junge, ist einfach. Ist Jester jetzt noch an oder nicht? Ja, lass ihn mal in Ruhe. Don't drink and drive. Also Baso ist an Simon umgekippt. Hast du Angst oder was? Aber ich kann sagen, dass Fless, Mente und ich mich bewegt haben. Mann, ja, dann ist es halt Franzi, aber ja, ist ja nicht so glaub, schlimm. Simon ja, also wenn ich fliege, dann bitte nach Putz. Hat Simon. Simon. Ich hab echt noch eine Luft, ne? Ich liegt an der Luft. Er hat sogar drei Worte. An der Luft. Habt ihr noch Angst gehabt, ne? Also ich bin nicht der Imposter. Ihr habt richtig entschieden, Crew. Beste Crew. Sehr gut. Beste Crew. Danke.
Ja, aber Tränen im Auge, beste Crew. Oh, ich kann nicht. Half-Biffy. Hey, warum? Was ist denn bei ihm? So, okay. Dann, wir müssen weiter Task machen. Jetzt läuft mir Timmy nicht mit daher, das ist schlecht. Oh, nee, 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 nee. Warum läuft Jeff mir hinterher? Oh, nee, wir haben diese Task hier auch noch. Shit. Oh, no. Ich fixe. Ist aber nicht gut. Oh, ja, Timmy, bleib bei mir, bleib bei mir, Timmy. Bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Bei mir. Ich kann nicht auffüllen, ist falsch. Scheiße, muss Upper auffüllen. Jetzt denkt er, ich fake. Scheiße. Warum wurde hier zugemacht? Wurde alles zugemacht oder nur bei mir? So, dann müssen wir Mad Bay machen. Kommt ihr mit? Mad Bay. Come on, yes. Timmy, let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh no. Was ist denn passiert? Oh, no. Ich hab Blisk einfach am Upload liegen sehen. Oh? Welcher Upload? Ist das oben in Kassel? Ist hier der Upload? Der Upload ist in Admin. An dem großen Upload-Fenster. Dann können wir rausnehmen. Jiburi können wir rausnehmen. Ja, ja, dann. Ganz viele rausnehmen. Ja, Schuschu, Mente. Wer war da noch? Lunette. Unge war Navigations und Cafeteria. Ja, das sieht ganz schlecht aus, Junge. Für woher mich? Wisst ihr, wie alt ja. ist? Warum wo ist der, wo ist die Kill? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Im Admin liegt die Leiche. Ja, ich bin ja erst in Navigation gewesen, dann war ich in Cafeteria. Ich war nicht in Admin, eine Sekunde nicht. Ja, aber wo, warum könnt ihr überhaupt so viele rausnehmen? Wie lange war weil die denn wir zusammen? Sehr lange, weil linke Seite eingesperrt. Waren, ja. Oh, aber passt, also du hast doch den Kill gemacht, bist rüber gewendet und bist wieder hingelaufen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das denke ich oh, nämlich auch. Ja. Partyball. Ja, erwischt, ich vote dich natürlich. Glücklich aus. Simon, gute Crew, let's go. Simon. Ja, müssen wir jetzt. Ja, passt, was denn? Gerade ungesaved. Wen denn? Wen votet ihr was? Ich save dich, Simon, und nächste Runde. Ja, so ist das. Manchmal sagst du dies und dann machst du am nächsten Mal das. Ja, das. Wisst ihr, das Problem ist, ich habe das so, das ist so ein Tick von mir tatsächlich. Echt jetzt? Ja, am Anfang der Runde, wenn ich Medic bin, schiele ich mal den Imposter und das hat Franzi erwischt. Also jetzt mal ganz der Kill, ist, der Kill ist 32 Sekunden alt, deswegen frage ich mich, wie ihr euch da alle raus. So ein Schwachsinn. Ja, alle auf einmal schnell, wir müssen ausgleichen. Gib dir doch auch deine Lifeline. Ja, ich hab weil weißt du, dass das 32 los. Sekunden sind? Vielleicht, weil ich Medic bin und den Kill reporte. Erst Medic wurde ich selber gesagt. Oh, sehr gut. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Die Imposter haben doch auf Lunette gevotet. Nein, ich hab gesagt, dass die Franzi gevotet. Nee, ist gut. Sehr gut. Ich habe gesagt, die Crew ist heute top, die ist in Topform, die Crew. Sehr gut, Crew. So, wir müssen nochmal Medbay. Nochmal Medbay. Komm. Oh, ist zugenagelt sogar. Geil, das ist gut. Danach gehen wir. Oh, das ist schwierig. Danach gehen wir Navigation. Und dann muss ich, glaube ich, Electrical gehen, oder? Als nächstes. Oh, das wird schwer. Navigation zwei Stück, dann Shields. Shields. Storage muss ich ja nochmal reingehen. Boah, das wird unangenehm. Vor allem Timmit ist nicht bei mir. Doch, da ist er. Geil. Timmit! Shit. Ist da keinen mehr? Doch, hier oben habe ich noch einen. Timmit, bleib! Timmit, please stay. Timmit, bleib. Bleib. Oh. Aha. Danke, dass er mir aufgepasst hat. Nicht dein Ernst. Ich habe nichts gemacht. Nein, du gehst nur mit Simon in die Cafeteria. Ich komme 3 Sekunden später hinterher. Okay, 4 Sekunden, weil die Leiche ist 4 Sekunden alt. Und auf einmal liegt Simon da, oder was? Ich habe den Kill nicht gemacht. Ich kam gerade aus Medical-Raum. Wie heißt das da oben? Wo man sich scannt. Medbay. Nee. Jeff, du weißt, dass es nicht sein kann. Wir sind zusammen in Storage gewesen. Franzi läuft nach oben. Simon steht da, kommt mir ganz kurz entgegen, läuft wieder nach oben und ist tot. Jeff ist aber bei uns in Navigation jetzt. Jeff ist bei uns rechts. Ja, aber Jeff weiß, dass noch nicht so lange her ist, dass Franzi und ich zusammen sind. Ja, die sind zusammen rumgelaufen. Also Franzi und Parzi sind zusammen rumgelaufen und ja, keine Ahnung. Parzi ist mir hinterhergegangen. Ich habe das Öl aufgefüllt unten im Storage, bin dann nach oben gegangen, weil ich es oben links auffüllen wollte und habe dann Abstecher bei dem. Abstecher hat sie gesagt. Let's go. Abstecher, okay, das hab ich abgeholt. Ja, aha. Du hast dich gleich gemacht? Entschuldigung. There we go. Das ist so geil.
Geil, sie lacht. Ah, sie war noch nie vergessen. Nein, sie war der Warlock. Sie hat erste Runde Warlock killed. Der Evergesser hat sie gerade gegessen, aber. Ah ja. Lol. Das ist ja geil. Gut, Matteo, dann machen wir mehr Kills jetzt. Okay, ich mach ein bisschen mehr Kills jetzt. So, let's go. So, dann gehen wir runter. Dann machen wir füllen auf, dann gehen wir aber erstmal in Electrical rein. Man darf das switchen, oder? Scheiße. Oh, Timmit bleibt bei mir. Timmit bleibt bei mir. Oh, nee, da kommt Jeff. Da kommt Jeff. Ferrari Jeff. Fast, 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 fast. Komm! Oh mein Gott. Fülle ich auf oder mache ich erst... Ich mache erst Shields. Ich mache erst Shields. Wir füllen am Ende auf. Warum laufen die eigentlich immer zusammen rum? Was ist denn mit denen? Sind die beiden die Killer? Sind Shu und Timmit? Sind Shu und Timmit zusammen die Killer? Hä, hey, warum kann ich denn wenden? Ich will die Task machen! Scheiße. Jetzt hat er mich wenden sehen. Er denkt jetzt bestimmt, ich bin Killer, oder? Scheiße. Unangenehm. Unangenehm. Oder er ist selber Killer und weiß, dass ich es nicht bin. So, Ferrari. Wo kommt denn Tim Horus her? Hat er die Task gemacht? So, bam. 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 Upload, let's go. Komm, fast, schnell. 14%, 42%, 87, 99. Bumm. So, und legit die letzten beiden. Die, komm, komm, Tim mit, komm. Komm, Junge, komm, wir laufen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein! Wo ist er denn? Chef, da kommst du nicht mal von weg. Nein, nein, warte. Es ist gut, ist Tim Horus. Oh, warum sagst du warte? Warum sagst du warte? Weil erstmal warten, wo die Kill-Location ist. Ja, also Koms ist ausgegangen, ich stand vorher an Security. Und ich habe quasi. Koms ist ausgegangen, dann gehe ich raus. Chibo war vorher noch bei mir. Vergiss mich. Hä? Gess mich. Hat er gerade dafür geschrien, dass er gegessen wird? Ja, und dann, wo ist denn die Leiche, Schuschu? Sag mal. Naja, genau, vor Security. Und Tim Horus ist dann einfach an, also runtergelaufen. Jeff, du bist halt auch runtergelaufen. Nein, nein. Oh, Jeff, scheiße. Du hast gemorpht, Jeff. Wahrscheinlich, nein. Ja. Hier, ich bin hier, da tatsächlich gestern, nicht hey, Tim Horus, Tim Horus, gess mich einfach jetzt sehr noch. Du kannst doppelt gessen. Muss ich glaube, du bist die Leiche weggelaufen, Jeff. Er kann nicht doppelt gessen. Weggelaufen. Doch, kann man. Du kannst doppelt gelaufen. Was, wann das denn? Hä, das ist irgendwie neu, glaube ich. Seit dem letzten Update. Kannst du so oft gessen, bis du halt falsch gessst. Oder halt immer richtig gessst. Okay, krass. Ja. Was ist warum? Kann ich Tim Horus welche Rolle hast du? Ich bin safe. Ich war gerade in Navigation. Hallo? Wo seid ihr denn gerade? Wo seid ihr denn gerade? Wir laufen gerade zu dir. Aber Jeff, ja, Matteo und Tim habe ich schon zusammen gesehen. Nein, der Kill ist gerade passiert, wo ich euch gekreuzt bin. Das war fast ein Instant Report. Wo weißt du das denn? Weiß ich nicht. Weil ihr gerade meine Rolle gekreuzt habe, wo ich euch beide getroffen habe. Nee, Jeff. Also das Ding ist, dass ich quasi, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe in der oberen Cam, also ich habe Tim und Matteo gesehen, in der oberen Cam habe ich Parsi als zweites laufen sehen und irgendeiner ist vor ihm gelaufen, aber ich weiß nicht, wer vor ihm war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe halt Tim Horus gesehen. Das Ding ist, ich bin safe Navigations, also. Pass auf, wenn es Tim Horus nicht ist, dann kann Jeff nicht mehr gewinnen. Warum? Aber, naja. Wenn er killt und guesst. Aber was will er denn guessen? Er hat doch gar keine Rolle. Weißt du ja nicht. Keine ich kann Ahnung. Zu hundertprozentig Timmit und Mente rausnehmen. Ja, mein aber wo Bildschirm warst ist du? Mal mein Bildschirm ist aufgeblinkt, wo Jeffy, ich gerade unten getroffen du? Habe. Unten habe ich Jeff mit uns. Jeff war mit das uns. Ist Tim Horus. Kann ich auf ihn schießen? Kann ich auf ihn schießen? Ja, okay, dann vote jetzt bitte Tim Horus. Schnell. Okay. Ja, ich bin ein Hacker. Okay. Nice try, Tim. Oh mein Gott. GG. Wenn du, Matteo oder Timmit gekriegt hättest, hättest du Lava noch. Ja, oh nein. Was? Lava? Oh mein Gott. Lava, boy. Ja, wir waren Lava. Vor allem hätte ich euch bekommen, nein. Lava. Oh mein Gott.
Ich dachte echt, wir haben es. Oh mein Gott. Das wäre ja so sick gewesen. Es war einfach wundervoll, wie ich noch im letzten Moment realisiert habe, dass ich eigentlich Guest werde. Sagen wollte, guess mich nicht. Ja, jetzt es, kam aber, es kam aber nur noch guess mich durch. Too late. Guess mich. Guess mich, baby. Wie geil war das auch mit Franzi? Ja, guess mich. Franzi war richtig nice. Ja. Ich habe Unge übrigens nicht gemacht. Aber einen Abstecher hast du trotzdem gemacht, oder? Einfach lachen. Nein, ich war das. Ich war das. Das war so geil. Alright. Okay, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Macht's gut, danke fürs Mitspielen. Ja, ciao. Ja, was ist ciao. So, wir machen jetzt noch ganz schnell Streamopfer und dann. Alter 4. Und dann. Nee, nicht Streamopfer, sondern VIP. VIP wird's. So, gehen wir mal hier auf PC, gehen wir hier raus. So, hier, für wen war das? Für wen war das? Fine, ne? Fine. Nein, ich hab's gekillt. Leon, kannst du. Was, kann ich, was muss ich machen? Kannst du irgendeinen Clip machen, damit ich Streamopfer machen kann? Ja, warte. Hier. Hä? Okay. Und Streamopfer. Streamopfer. Also VIP wird es jetzt, ne? Für Fine. Mal 4. Scheiße, das ist 4. Okay, alles, was kommt, jetzt mal 4. So, nochmal ganz schnell Intro. Warte. Abbrechen. Ich habe keine anderen Intros außer egal. Das. Und go, so, Streamopfer. Los geht's. Oh, 4 Monate? Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Das tut weh. VIP. Ach so. Hat er gewonnen. Also im Prinzip kann man ja eh sagen, jeder VIP ist Lifetime, ja, oder? So, könnt ihr mir den Namen von Fine nochmal hier reinposten? Weil, Fine 97? Genau. Mit 3E. Ja, warte. Nicht mehr schreiben, ich verdränge die ganze Zeit die Nachricht. Oh, ich schreib's einfach. Fine mit 3E. VIP, Fine mit 3E und 97, ne? Ja. So, hat funktioniert, kannst du schreiben. Das war's von mir, viel Spaß jetzt mit Leon. Und ich kann auch nicht mal Outro drücken, weil das abgeschmiert ist. Hier. Aber ich kann Intro drücken. Intro drücken kann er, so.